Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Warhammer 40.000 Battle Report. Heute wieder mal Genie gegen René. Necrons. Ich bin René. Gegen Tyranniden. Ne, Necrons gegen Tyranniden. Es ist quasi, ich weiß nicht, also eigentlich sind unsere Listen jetzt nicht so perfekt dafür, um zu sagen, es ist das Battle der Giganten. Es ist praktisch der alte Löwe gegen den jungen, frischen Löwen. Der alte Löwe sind die Tyranniden, weil die wurden genervt, ne? Und der junge Löwe, das sind die Necrons, die wurden halt gebufft. Ne? Ja. Ja. Und ich glaube, damit ihr genau versteht, was wir hier überhaupt spielen, kommen wir jetzt mal direkt zur Armeevorstellung. Vorab muss ich allerdings eine kleine Sache sagen. Ich habe nämlich den Ruhm ein bisschen getrollt. Ich habe ein bisschen vielleicht die falschen Modelle fürs Foto machen hingestellt. Das, was ich sage, ist richtig. Allerdings auf den Bildern werdet ihr einen Trigon Prime sehen. Den spiele ich nicht und ich spiele halt einen Swarm Lord und keinen Hive Lord. Ne? Ist aber beides ein Otto mit dem Schwert. Und was spielst du noch nicht? Ja, ach genau, ich habe noch eigentlich eine. Ich habe einen Tyrannofex auf den Bildern, es ist aber eigentlich eine Exocrine. Ist auch ein Tyranniden mit einer großen Knarre. Und was hast du vergessen hinzustellen? Den Tyranid Prime. Genau. Wäre 50% der Leute nicht aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hast. Ja, ich weiß, deswegen habe ich es auch nicht gesagt, weil es keinem aufgefallen wäre. Also dann, Leute, bis gleich. Die Tyranniden sind wieder da und diesmal haben sie sich in Highfleet Kraken evolved. Nephilim-typisch spiele ich meine Kraken-Tyranniden in einem Battalion, angeführt vom schrecklichen Swarmlord. Oh! Der hat auch noch seine Entourage dabei, also eine Neurothrope, die dafür da ist, um zu zaubern, und einem Tyranid Prime. Und das ist eigentlich der Secret Star der Liste, denn ich konnte es mir nicht nehmen lassen und habe ihn doch Reaper of Obliterax gegeben. Das heißt, mit all seinen Attacken kann er Mortal Wounds machen, wenn er erfolgreich verwundet. Und er ignoriert noch solche Geschichten wie Feel No Pains oder ich kann nur 3 Schaden pro Phase kriegen und so. Und das habe ich jetzt mitgenommen, weil ich war so, ich will es nochmal ausprobieren. In meinem Troop-Slot habe ich auf jeden Fall das größte Punktegrab aller Zeiten dabei, und zwar 30 Hormagun. Wisst ihr überhaupt, wie viel 30 Hormagun kosten an Punkten, wenn man die noch mit Toxinsäcken und mit Adrenalindrüsen, glaube ich, ausstattet? Die kosten, Moment, 330 Punkte. Im Vergleich dazu sind einfach Tyranid Warriors ein absolutes Schnäppchen, weil davon habe ich auch 9 Stück in einer Einheit, alle mit Dual Bone Swords und den Deathspittern. Und wisst ihr, wie viel die, 9 Stück, jeder von denen hat 3 Lebenspunkte, ne? Wie viel kosten 9 Stück, was schätzt ihr? Mit auch Adrenalindrüsen und Toxinkammern? 295. Die letzte Einheit im Troopslot sind dann noch 10 Gargoyles, weil ich habe halt noch 10 Gargoyles bemalt. Das sind so Fluttergunnen, die sind cool. In meinem Elite-Slot habe ich natürlich die Tyrant Guard dabei, weil ich gehe nicht mehr ohne Tyrant Guard aus dem Haus. Die sind einfach cool. Die stellen sich dann vor den Swarmlord, geben dem quasi hier Bodyguard und sehen cool dabei aus. 3 Zone Probes sind natürlich auch noch eine richtig gute Auswahl. Einerseits natürlich für Warp Shielding, also eine von diesen Synaptic Imperatives, dass meine ganze Armee einen 5er bzw. 4er Retter hat für eine Runde. Und die können halt auch noch sehr gut smiten. Die kriegen plus 3 auf ihren Smite Cast und plus 3 auf die Mortal Wounds von dem Smite. Also das ist wirklich so ein Dreier-Trupp, die dann einfach irgendeine Einheit so, sich so wegdenken. Die sind so, du bist weg. Da wir auch noch irgendetwas Intelligentes in der Liste brauchen, habe ich auch noch Death Leaper dabei. Der hat den Warlord-Trait Alien Cunning. Und durch Alien Cunning wird er erstmal Objective Secured und zählt als 5 Modelle auf einem Objective. Und er kann irgendwo auftauchen und hat dann nur einen 6 Zoll Charge oder sowas auf irgendeiner Einheit und dann nommt er die einfach so weg. Der ist richtig cool und ich fand Liktorn immer nice, schon seit dem Dawn of War 2 Trailer. Und jetzt ist das irgendwie, wird das endlich mal realisiert. Im Fast Attack Slot habe ich noch den Parasite of Mortex. Den habe ich dabei, weil ich finde ihn eigentlich gar nicht so gut, aber ich habe den angemacht. Mein Heavy Support Slot besteht aus einer Exocrine mit Voracious Ammunition. Also wenn er eine Einheit erfolgreich verwundet, dann macht er noch Mortal Wounds dazu. Ist quasi wie immer noch so ein zusätzliches Smite, das nochmal oben drauf kommt. Einfach so ein kleines Leckerchen. Ne? Und 3 Bio-Worn. Die können dann so Spawn-Minen schießen und sowas mit einer Action. Und das finde ich einfach mega witzig. Und das ist quasi die Exocrine und die Bio-Worn. Das ist sowieso Don't talk to me or my sons ever again. Also, kennt ihr das Meme? Das ist witzig. Mein Gameplay mit der Liste ist irgendwie ein bisschen weird, weil Tyranniden haben jetzt nicht so geile Secondaries. Das heißt, ich werde größtenteils einfach die normalen
Nephilim Secondaries nehmen müssen. Und da gibt es gar nicht so krassen Kram, den ich jetzt so nehmen kann. Ich werde da wirklich mal gucken müssen. Ich glaube, die größte Stärke von Tyraniden ist immer noch, dass die sehr stark sind und da halt dann die Möglichkeit haben, wirklich den Gegner zu tabeln. Also wird eher mein Gameplan sein, möglichst viel Schaden am Gegner anzurichten und die Objectives eher so ein bisschen weiter hinten anzustellen und dann quasi dadurch zu gewinnen, dass ich dann halt sehr schnell in Überzahl komme. Heute spiele ich mal wieder meine Necrons, denn ich glaube, dass die jetzt mit den neuen Changes richtig reinhauen können. Deswegen habe ich mir eine richtig witzige Liste zusammengebaut. Also ich hoffe, dass sie witzig ist und auch funktioniert. Ich fange erstmal mit meinem Supreme Commander an. Natürlich habe ich den Silent King dabei. Besser denn je, da jetzt einfach fast jede Unit Core hat, kann er sehr viel mehr Leute buffen. Und genau das ist so ein bisschen, ja, das Ziel meiner Liste. Neben meinem Silent King Detachment habe ich dann natürlich noch ein normales Battalion dabei. Hier habe ich mir eine Custom-Dynastie zusammengebaut, und zwar die besagt, dass meine Einheiten Objective Secured sind und dass ich am Anfang des Spiels nochmal ein 6 Zoll Pre-Game-Movement mit allem habe. Und das könnte meiner Liste sehr entgegenkommen. In der HQ-Auswahl habe ich einmal einen ganz gewöhnlichen Lord dabei, der einen Resurrection Orb mit hat, damit ich ein paar Units eventuell nochmal ein bisschen höher pushen kann und mehr Pressure machen kann. Außerdem habe ich dann noch einen Technomancer dabei, mit seinem Umhang, dass der 12 Zoll sich bewegen kann, und einem Cryptic Arcanum, dass ich Canoptic-Einheiten mehr Attacken für den Nahkampf geben kann. Und das spoilert auch schon so ein bisschen, wo die Liste hingehen soll. Kommen wir aber erstmal zu meinen Standardeinheiten. Hier habe ich einmal 5 Immortals, einmal 20 Necron-Krieger mit Ghost Reapern und einmal 10 Necron-Krieger mit Ghost Flayern dabei. In meiner Elite-Auswahl habe ich dann, wie sollte es auch anders sein, erstmal einen Kitan Nightbringer dabei. Absolute Auto-Include, 50 Punkte billiger geworden. Ich hatte ein bisschen überlegt, welchen Kitan ich mitnehmen soll und wollte dann schauen, wie viele Punkte ich nachher übrig habe. Und wenn 20 zu viel sind, wäre ich eventuell auf den Void Dragon umgeswitcht. Aber ich hatte die Punkte, also ist es der Nightbringer geworden. Dann habe ich noch eine Canoptic Spider dabei. Hier wünschte ich einfach schon, ich würde schon mehr besitzen, weil die einfach mit dem Cryptek zusammen eine richtig coole Combo ergeben können. Muss ich aber erstmal noch bauen und malen, deswegen erstmal nur die eine Spider und weitere werden dann in der Zukunft folgen. Zu guter Letzt habe ich in meiner Elite jetzt noch 6 Scorpic Destroyer dabei. Die können ja auch vom Silent King gebufft werden und wollen einfach mit diesem ganzen Block mit nach vorne rennen und Action machen und einfach nur reinschlitzen. In meinem Fast Attack habe ich dann 3 Scarab Swarms dabei und 6 Canoptic Wraiths. Und diese Canoptic Wraiths sind halt eben dafür da, dass sie mit dem Technomancer zusammen rumlaufen können, da mehr Attacken bekommen, wiederbelebt werden können und hoffentlich einfach niemals sterben und ganz viel kaputt machen. Und zu guter Letzt habe ich dann noch in meinem Heavy Support einen Canoptic Doomstalker. Ich habe ihn ewig nicht mehr ausgepackt, aber er ist auch eine Canoptic Unit. Und ja, mal gucken, was der so macht. Letztes Mal hat er mich ein bisschen enttäuscht, aber ich gebe ihm mal noch eine Chance. So, da sind wir wieder. Wie gesagt, ich habe oben die falschen Modelle hingestellt. Hier steht auch wirklich der Swarmlord mit seinen vier Schlingelarmen und schlingelt sich vielleicht gleich durch die Necrons oder schlingelt sich zurück in den Pool. In den Pool? Es gibt ja so, wenn Tyraniden eine Welt essen. Ja. Dann machen die so einen Pool. Ja. Ne? Da ist Säure drin. Ah. Und wenn ist die das dann wie so ein blubbert der auch? In so ein locker. Und wenn die vollgefressen sind, wenn die richtig vollgefressen sind, ja, dann schmeißen die sich in den Säurepool und lösen sich wieder auf. Das ist der Circle of Life bei Tyraniden. Ah. Ja. Also eher nicht so ein Jacuzzi, weil da kommst du ja nicht mehr raus. Nee, also ja. Also es ist der Eternal Jacuzzi. Okay, ja gut. Wisst ihr Bescheid, Leute. This is how Eternals work. Ja. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ja, auf jeden Fall. Roth, willst du den ersten Zug oder nicht? Nee. Secondaries. Wir haben nee, Secondaries bevor, vergessen. Bevor du jetzt hier Roll offen willst, erstmal vielleicht Secondaries. Ja, was spielen die überhaupt? Aufstellung. Ich war so hyped. Ich freue mich so, weil ihr Kraken rennt so nach vorne. Und ich bin so, Aber ich renne okay. Auch nach vorne. Ja, ja. Ich glaube, das ist, weil wir haben nie den besten ganz gut. Wir fangen jetzt erstmal an mit der Mission, die wir spielen. Wir ja. spielen Tear Down der Icons. Wir haben 5 Objectives, eins davon in der Mitte, links und rechts dann halt jeweils 2 Stück. Wir haben so eine schräge Deployment Zone. Ich glaube, anhand unserer Armeen kann man sehr gut sehen, wie die Deployment Zone ist. Ich glaube und, auch. Das Progressive Objective von dieser Mission ist, dass wir Planned Explosives machen müssen. Das heißt, eine Action in der Gegnerhälfte machen und dann legen wir so ein kleines Bömmchen
Ne? Ich glaube, Objective Secured Einheiten legen die sofort. Alle anderen brauchen dafür quasi eine volle Runde bis zur nächsten Command Phase. Können wir gleich nochmal genau nachschauen. Ja. Und man kriegt 3 Punkte, wenn das klappt. Man kann allerdings auch Bomben defusen auf die 4+. Also das geht auch. Das heißt, wir haben da so ein bisschen, so ein bisschen Counterplay. Aber ich glaube, wenn es nicht um 3 Punkte geht, dann ist Bomben defusen einfach mitten im Spiel richtig dumm, weil es gibt auch ganz viele andere Actions, die man machen kann. Zum Beispiel mit unseren Secondaries. Dini, willst du mal anfangen? Weil die Necron-Secondaries sind insane. Ja, also ich habe, ne, kleiner Spoiler, einfach nur 3 Necron-Secondaries dabei, weil die einfach giga gut sind. Und ja, als erstes habe ich Code of Combat dabei. Da kriege ich einfach nur Punkte. Und zwar 3, wenn eine Noble-Einheit von meiner Armee eine andere Unit im Beschuss tötet. Und 4 Punkte, wenn ich eine im Nahkampf töte. Das ist in diesem Fall mein Lord und mein Silent King. Ich glaube, der Lord wird nicht so viel machen, aber der Silent King, der wird im Beschuss halt ganz viel wegmachen. Und ja, wenn ich 5 Units töte, habe ich das dann ja schon voll gescored. Von daher. Also das ist so der Satz, dann habe ich das auch schon voll gescored. Der wird jetzt öfter fallen. Ja, denn mein zweites ist The Treasure of Aeons? Irns. Ja, da möchte ich im Endeffekt hingehen und looten, oder? Was ist looten? Nee, du musst 3 Missionsziele bestimmen, die nicht in irgendeiner Aufstellungszone sind. Ah, ich muss die bestimmen? Ja. Oh. Es gibt nur 3 Missionsziele, die nicht in irgendeiner Aufstellungszone sind. Oh. Deswegen hast du nicht wirklich viel Auswahl. Deswegen sind die 3 hier auf der Mittellinie für mich markiert. Ich bekomme am Ende meines Zuges 2 Punkte, wenn ich 1 davon halte, 3 Punkte, wenn ich 2 davon halte und 4 Punkte, wenn ich alle 3 halte. Also auch eigentlich relativ easy scorebar, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist quasi ein Giga-Stranglehold. Ja, es ist ein Giga-Stranglehold. Das ist wirklich ein Giga-Stranglehold, das stimmt schon. Also besonders, wenn deine ganze Armee Obsec oder Doppel-Obsec ist. Ja, genau. Also, ne? Also es gibt Double Obsec? Ich glaube, alles, was sowieso schon Obsec hat, hat jetzt Double Obsec in diesem Dynasty Trade. Müsst du gleich nochmal nachgucken. Ja, muss ich gleich nochmal gucken. Jedenfalls, mein letztes Secondary ist dann Ancient Machineries. Das ist eine Action, die eine Core- oder Canoptic-Unit von mir an einem Missionsziel machen kann. Die wollen dann das Missionsziel einfach, ich weiß nicht mehr, was der Fachbegriff ist, irgendwie halt markieren für mich, für meine Mission. Und jedes Mal, wenn ich das erfolgreich schaffe und Objective Secured Einheiten machen das direkt quasi. Also, es ist nochmal das ist am Ende des Zuges. Und wenn du, wenn du Obsec bist und wenn du nicht Obsec bist, ist es zu Beginn der nächsten Command Phase. Genau. Da deine ganze Armee Obsec ist. Es ist immer Ende des Zuges erfüllt und dann kriege ich Punkte, ich glaube 4 für jedes Mal, wenn ich das abschließe. Genau. Darf nur nicht in deiner Deployment Zone sein. Ne? Genau, aber das heißt, ich kann dennoch. Du gehst nach vorne gleich, dann machst du Ancient Machineries, dann scorest du direkt in der ersten Runde ja schon mindestens 8 Punkte, ne? Weil du hast einmal Ancient Machineries und hältst einmal gleich alle. Und ich werde wahrscheinlich noch eine Bombe direkt platzieren können. Ja, du kannst mich mal. Also, ne, Objective Game könnte bei mir sehr stark sein. Ja, also wirklich Secondaries bei den Necrons sind mega krass. Dann kommen wir jetzt mal zu meinen Secondaries, die ein sehr guter Kontrast sind, weil ich finde, das ist ein sehr schlauer Nerf für Tyranniden, weil den ihr Secondary Game ist wirklich schlecht. Also die eigenen, die sie haben, das ist nicht so wie bei Genie, dass man das für so eine Wundertüte hat. Man ist so, oh, du gib mir all die guten Secondaries. Sondern es ist bei mir eher so, ich habe quasi so einen großen weißen Teller bekommen und da sind 3 Erbsen drauf. Ich bin Tyrannide, ich habe Hunger. Ne? Deswegen, ich habe zumindest gegen Necrons No Prisoners dabei, weil das ist gegen Necrons immer ein gutes Secondary, weil du regenerierst Modelle und dadurch kann ich mehr Leute kaputt machen. Und das finde ich schön. Und das ist zumindest ganz okay. Das heißt, ich kriege quasi für alle 10 Modelle, die ich töte, kriege ich einen Punkt. Irgendwie ab 50 gibt es nochmal einen extra Punkt und irgendwie ab 100 oder sowas gibt es nochmal 2 extra Punkte, dass man da halt auch die Möglichkeit hat, auf 15 zu kommen, ohne dass man jetzt unbedingt 150 Lebenspunkte ausschalten muss. Ja. Dann habe ich dabei Psychic Interrogation. Ja, Genie hat auf jeden Fall Charaktere, die lange leben werden. Nightbringer, Silent King. Und es ist ein Secondary, das ich machen kann. Ne? So. Und zu guter Letzt habe ich dann auch noch Raise the Banners High. Also das ist ja jetzt so ein bisschen besser geworden, weil du musst das Objective, also man kann jetzt dir die Banners nicht mehr so leicht wegnehmen. Im Endeffekt muss ich eine Infantry Unit nehmen, die müssen dann halt eine Action machen. Da habe ich einen Banner geraised und kriege zu jeder meiner Command Phases kriege ich dann Zusatz-Secondary-Punkte für jedes Banner, das ich habe. Also
Es ist auch nicht geil. Es ist halt wirklich so, meine Armee hat mehr Killpower, aber dafür spielt die Mission wie ein Arsch. Ja? Hoffen wir mal, dass du mich einfach schnell tötest und dann in Ruhe scoren kannst. Hoffst du das mal nicht? Ja, also ich hoffe es für dich. Nice. Ja, okay. Dann kommen wir mal endlich zum Roll-Off hier. Ja. Du hast ja noch einen Pre-Game-Move, ne? Das heißt, wir können dann gleich erst direkt in die erste Chat-Seite gehen. So, ich will den erst für mich. Ah, ja. Okay, ich war kurz so, ich will ihn doch haben. Deswegen war ich so, aber doch, alles gut. Okay. Ja, dann gehe ich erstmal in meine Pre-Move-Phase. Das heißt, alles von mir kann sich jetzt nochmal 6 Zoll bewegen, weil das ist meine, mein Dynasty-Trade. Deswegen. Das ist dein Ding. Erste Chat-Zeit. Ja, mach das direkt alles zusammen, ne? Du fängst ja eh an. Ja, stimmt, du fängst eh an. Dann direkt doppelt. Ja, dann bestimme ich gerade kurz, wer wo My Will Be Done und so bekommt. Ja, genau. Dann mach einfach noch die Command-Phase mit und dann können wir da. Genau, mach ich erstmal kurz eine Command-Phase mit. Wir kriegen einen CP. Ja. Hat alles ist bei mir einfach plus 6. Leute, das ist technisch gesehen nicht richtig. Eigentlich muss Genie erstmal alle 6 Zoll pregame. Ist ja live. Von daher ist alles gut. Besonders wenn sich jetzt eher alles in so einer Wand nach vorne bewegt. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt richtig gegen dich aufgestellt habe. Ich mache auf jeden Fall My Will Be Done auf den großen Necron-Trupp und auf den Scopic Destroyer-Trupp. Okay. Obwohl, nee, er macht. Macht es Sinn auf sich selber? Der trifft doch eh schon auf die 2, ne? Nee, nee, auf den Scorpion. Nee, auf den Doomstalker. Das kann er ja jetzt. Auf den Doomstalker. Er kann den Doomstalker, My Will Be Done. Yes. Noch ganz kurz, während du dann deine Sachen machst, du kannst ja überlegen und messen und so. Ja. Ich erkläre noch jetzt nebenbei kurz das Gelände, weil das ist natürlich jetzt nicht so einleuchtend wie zum Beispiel Ruinen oder sowas. Dann sage ich mal kurz, was so die Trades sind, damit alle am Start sind. Fangen wir mal an. Wir haben jetzt 2 Wälder. Das mit den Bases, das sind Wälder. Whoopi, vielen Dank für 5000 Bits. 5000 Bits? 5000. Holy shit. 5000. Sicher, dass das nicht eine nützt. Also, nee, sind 5000 Bits. Krass, danke schön. Vielen Dank. Super, super großzügig von dir. Vielen Dank. Ohne Nachricht? Ohne Nachricht. Geil. Einfach nur die. Absolute Ehre. Dankeschön. Vielen Dank. Kommen auch gleich zu den Subs und so. Ich erkläre jetzt mal eben schnell noch das Gelände. Auf jeden Fall Dankeschön. Also, wir haben hier Wälder. Die sind minus 2 Movement, ne? Die sind difficult. Und die geben halt, sind halt auch noch dense. Das heißt, wenn du durchschießt, minus 1 auf deinen BS, dann sind die Geschichten hier, dieser Haufen, die ihr hier seht, das spielen wir ganz einfach als Krater. Das heißt, die sind Light Cover, plus 1 auf dem Armor Save. Aber auch Difficult Terrain, ja, das heißt ein bisschen schwer zu bewegen. Das hier sind einfach nur normale Ruinen, die sind hier so ein bisschen eingegrenzt, so als so ein halbes Viereck, ne? Könnt ihr hier auch sehr gut sehen. Die haben halt einfach, ne, die sind defensible, sind nicht obscuring, die sind nicht hoch genug für uns, geben aber trotzdem auch noch Light Cover. Und man kann sich halt normal durchbewegen, wenn man Infantry ist und sowas. Ne? Und dann kommen wir mal zu den großen Sachen, und zwar hier quasi die Gebäude, die actual Gebäude, die spielen wir auch als Ruinen. Und die sind auch Obscuring. Also Light Cover, Defensible, Obscuring, ne? Man kennt's. Die Krater, die sind einfach nur Line of Sight Blocker, nicht Krater, also die auf Englisch sind Crates, deswegen. Wie heißt das? Container, die Container. Die Container, die sind einfach nur Wie viele Bewegungen haben die? Und das war's. 6 Bewegungen haben die. Hat die. Dann dürfen die normal chargen. Ja, genau. Und ich kann aber auch mit einem CP kann ich auch rennen. 8 Zoll rennen sogar. Und ich habe eine Psy-Kraft, mit der kann ich dann nach dem Rennen noch chargen. Das heißt, ich habe theoretisch eine sehr hohe Threat Range. Die Hormagun können auch rennen und chargen. Mit einem Strange Jump. Eine Sache wurde direkt. Objection nicht. Ja. Der Doomstalker kann kein Dings kriegen, kein Marvel wieder kriegen, weil der ist kein Core, weil der ist kein Vehicle. Ach so! Warte, der ist kein Vehicle? Er sieht aus wie ein Vehicle. Also wenn er kein Vehicle ist. Was ist das denn für ein. Ist er kein Vehicle? Es ist kein Vehicle. Ist er ein Monster oder was ist er? Ja! LOL! Okay, er ist offiziell gefeuert. Ja, wirklich. Er ist gefeuert. Dann ist das andere Mal Will Be Done auf die Scorpic Destroyer gegangen. Okay. Was ist das denn für ein Lappen? Ach, scheiße. Also, wir müssen jetzt mal endlich in den Chat kommen, Leute. Ja, okay. Sonst ist es gleich schon wieder vorbei. Ja, stimmt. Dann, ja, Chatzeit, let's go. Erstmal, vielen Dank, Spiele-Junkie, für deinen Prime-Sub im 6. Monat. Supersonic Monkey Samurai für den Prime-Sub im 5. Monat.
Scooby-Doo 88 für den Prime-Sub im 14. Monat. Dann Theodinatas für den Prime-Sub im 14. Monat. Melly's Minis für den Prime-Sub im 9. Monat. Veni für das Gift-Abo an The Brain. Dann Uhr in Unruhstadt. Vielen Dank für die 5 Geschenke-Abos. Vielen lieben Dank. Silver Nerox für den Prime-Sub im 11. Monat. Bastirix für den Prime-Sub im 15. Monat. Elite Henry Legio für den Prime-Sub im 2. Monat. Und dann noch Benta für den Prime-Sub im 15. Monat. Und Whoopi hat noch geschrieben, zu den 5000 Bits, passt, ihr macht das super. Oh, hat er noch danach geschrieben. Und Benta hat noch dazu geschrieben, möchte das Tyranniden-Farbschema nochmal loben. Ich werde meine ähnlich angehen. Ja, geil. Ich habe ein Video dazu gemacht, ne? Also kannst dich gerne inspirieren lassen. Sehr, sehr gerne. Und ja. Oh, Anni, das war schon vor 4 Tagen. Dachte, ja. Alles klar. Dann gucken wir mal. Wir hatten ein paar erste Nachrichten. Da können wir direkt zu erklären. Ich glaube, das Chat-Command geht nicht mit in der Bewegungsphase des Chat-Zeit. Das kommt irgendwie nicht. Aber, Freunde, in der Bewegungsphase ist Chatzeit. Da werden wir auf alles, was im Chat abgeht, eingehen. Das heißt, Abos, Bits und so weiter. Außer irgendwer droppt hier mega viel rein oder so. Dann haben wir halt einen Alert. Also wir haben halt 5 Euro oder so, wenn man so unbedingt irgendwie gerade eine Frage stellen möchte oder einfach so gerne unterstützen möchte oder so, ne? Dann kann man auch, genau. Dann hat man da auch so die Möglichkeit. Genau, bei 5 Euro Donations kann man Fragen per Text-to-Speech reinstellen. Oder irgendwas Witziges sagen. Oder irgendwas Witziges sagen. Aber bitte nichts Schlimmes. Ja, bitte nichts. Ja, okay, da können wir nichts machen. Ja. The Brain hat auch geschrieben, hallo ihr drei, hallo Chat. Ich habe euch auf YouTube gefunden und dachte mir mal, schaue ich mal bei einem Stream rein. Hoffentlich sehe ich demnächst mal ein paar Tau bei euch. Liebe den Ghostkill. Passiert irgendwann auf jeden Fall. Ich habe ja einen Tau-Farbschema getestet und das ist cool. Pile of Shame. Ich habe auch so ein paar Tau-Modelle, die ich machen kann. Aber jetzt stehen bei mir erstmal auf jeden Fall ganz groß 1000 Suns fertig machen für 2000 und Orks. Orks ist ja gerade das Community-Projekt und da bin ich schon richtig am Tryharden, dass das auch passiert. Also das ist richtig, ich freue mich da total drauf. Dann hat Detonator noch gefragt, welche Dynastie spielt Genie? Ich spiele eine Custom-Dynastie, bei der ich ein 6 Zoll Pregame-Movement habe und sage, dass alles Objective Secured ist. Nennen wir es die Goni-Dynastie. Expansionists und Eternal Conquerors oder so. Ja, genau. Es ist Goni. Haben wir das Listen-Command drin? Ich probiere das mal aus. Also wir haben auf jeden Fall die Listen in Pastebin. Das geht. Das geht. Merkwürdig, ja. Warum dann gerade Chatzeit nicht geht. Da gucke ich vielleicht gleich mal drüber. Oh, Vorsicht, Genie, mit dem. Yes, ich bin hier. Ja, bist dagegen gekommen. Ja. Willst du vielleicht von. Soll ich dir vielleicht von hier aus? Dann musst du dich da nicht immer durchquetschen. Ich bin jetzt nur noch einmal hier. Okay. Denk dran, hier kriegst du minus 2 Movement, wenn du drüber gehst, ne? Und ich passe da nicht durch, ne? Du Loser. Absolut gemein. Ja, die Leute haben sich haben die Lappenhaftigkeit des Doomstalkers klar gemacht. Ey, das ist aber auch wirklich lächerlich, ne? Mit dem Doomstalker. Connor, heute zum ersten Mal gechattet, schreibt, ich find's nice, dass es einen deutschen 40k-Kanal mit so hoher Production-Qualität gibt. Dankeschön. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ja, geht aber auch nur, weil, also wir sind halt noch im Aufbau, muss man dazu sagen, ne? Aber wir haben uns einfach gedacht, wir probieren es einfach mal aus, gucken mal, was passiert, wenn wir wirklich unser Bestes geben und alles, was wir so haben, rein investieren. Und ja, die Community ist echt geil. Also, wie viel Zoll mussten die bleiben? 2 Zoll. Azaria hat noch was Witziges geschrieben zu Tierlern der Icons. Ich stelle mir gerade einen Hormaganten vor, der an dieser Bombe sitzt und überlegt, ob er jetzt den blauen oder den roten Draht durchschneiden soll. Ja, der isst einfach die ganze Bombe. Ja, hier, das hat The Brandon auch geschrieben, der frisst die Bombe. dann hat noch Köpke gefragt, woher man den Stachel vom Skorpion bekommt. Der ist von einem Talos. Ah, so hast du die gemacht. Yes, das ist der Stachel vom Talos. Ich muss mir nur bei den weiteren, die ich bauen möchte, noch überlegen, wie ich das mache, weil ja, ich habe nicht mehr so viele Talos. Ich wollte gerade sagen,
Also ich habe zuerst gedacht, ist ja eigentlich übel smart, der Umbau, weil man so nicht die teuren Spinnen kaufen muss, wenn man die nicht in den wenn man ja, den aber man kann da auch improvisieren mit irgendwelchen Schwertern, die man noch als Bits hat und die einfach an die normalen Schweife hier von denen setzen. Das ja, stimmt, geht auch das geht total auch. Klar. Also. Elite Henry Legio hat noch gefragt, ist das Lady Olinda von AOS auf dem Tisch? Ja, aber ein bisschen umgebaut. Sie ist so ein bisschen vernekront, mit einer Sense und so ein paar mechanischen Teilen, die hier und da rausgucken. Aber ja, grundsätzlich ist es genau. Lady Olinda. Das ist ein Proxy für den Nightbringer. Yes. So, dann habe ich mich jetzt auch bewegt. Mhm. Es ist alles wirklich sehr weit nach vorne gekommen, muss ich sagen. Ja. Erzähl mal, was hast du denn jetzt hier wo Expansion genannt? Ja, also ganz nach hinten sind meine Raves Expansion mit dem Cryptek zusammen, weil er die auch wieder hochholen kann. Die sind jetzt am Missionsziel, die versuchen da gleich jetzt erstmal zu chargen und wenn die sterben, kann der Cryptek da hinten hier die auch mal wieder schön hochholen. Ja. Kann der Cryptek nicht auch eine Möglichkeit, den mehr Attacken zu geben oder so? Ich glaube, du hast ihn doch irgendwie sowas. Ich habe ein Cryptic Arcanum dem gegeben, da muss ich gleich nochmal gucken, wann das triggert. Mhm. Wenn man es vorher hätte machen müssen, hast du es natürlich schon. Ja, vorher. Genau. Und mir ist auch eingefallen, dass ich eigentlich auf die das My Will Be Done machen wollte. Jetzt haben die Scorpic Destroyer, die damit nichts anfangen können, also von daher ist in Ordnung. Ich habe auch übrigens extra geguckt, dass ich immer erst alles 6 Zoll bewege. Ne? Wäre zum Beispiel wichtig hier bei den Scorpic Destroyern, weil die ja hier einen Abzug bekommen. Habe immer wirklich erstmal alles 6 Zoll und dann nochmal deren eigene Bewegung, dass man mir hier nicht Mogelei vorwerfen kann. Mogelei! Mogelei! Ich muss noch eine Synaptic Imperative übrigens bestimmen. Das ist ja quasi, was ich machen kann. Und ich nehme einfach mal für diese Runde. Das bestimme ich ja zu Beginn jedes Turns. Das habe ich nicht. Ja, ich wollte eigentlich was Cooles nehmen, aber ich habe nichts Cooles. Dann nehme ich einfach Warp Shielding. Und meine gesamte Armee hat einen 5+ Rettungswurf, außer Monster, die haben einen 4+ Rettungswurf. Ja. Dann würde ich gerne jetzt noch ein paar Actions deklarieren, weil das ist jetzt am Ende meiner Bewegungsphase. Mhm. Und zwar werden die Canoptex-Scarabs hier, weil die dürfen das jetzt auch machen, dieses Missionsziel hier mit hier Ancient Machineries machen. Scarabene sind ja Gigaworth, wenn die das einfach machen können, ne? Ja, ist eine Necron-Canoptex-Unit, ne? Ja. Und da sie hier Objective Secured sind, ist die am Ende meiner Runde erfüllt. Das ist eigentlich dein Protokoll, das du da auf anhast. Ja, da wollte ich gleich zu kommen. Okay. Ich wollte jetzt gerade erstmal die Actions hier durchgehen, weil ich habe ja auch noch hier dieses das Bombenplanting. Mhm. Das kann ich auch noch direkt machen. Hier, wann ist denn das jetzt? Ende der Movement Phase innerhalb des Opponents Territory. Da sind bis jetzt nur die Raves drin. Ja. Territory ist quasi hier die Hälfte vom Spielfeld. Das ist das Territory. Aber könnte das nicht theoretisch auch mal Cryptic machen? Wenn da steht einfach nur irgendeine Unit, dann kann das auch da Cryptic machen. Also, ich glaube, das kann wirklich jeder, weil es ist halt ein. Ich glaube, theoretisch könnte ein Rhino auch. Moment, ja, lies mal gerade kurz, weil ich weiß gar nicht, ob das am Missionsziel sein muss oder weg vom Missionsziel sein muss. Nein, das muss nicht am Missionsziel sein. Vom any, von anderen Primed Objective, also Explosive Markern. Also ah, okay. Mhm. Du machst das, dann kannst du nicht direkt daneben ansetzen. Also ja. Du musst weiter weg sein. Ja. Ja. Aber ich kann es einfach in deinem Territory hier machen. Ja. Okay, dann nehme ich mal irgendwas. Also, genau, du kannst mit deinem Cryptek machen. Gut, da haben wir irgendwas, um zu markieren, dass er da eine Bombe ausgekotzt hat. Machen wir gleich in der Movement Phase. Oder nimm da einen Würfel. Ja, ich habe hier irgendeinen Würfel. Hier. Genau. Ich so einen weißen. So, dann hat er, legt das mal da irgendwie hinter ihn, möglichst weit weg von ihr. Mhm. So, genau, ich sag noch kurz, also ich habe als mein Standardprotokoll, das immer aktiv ist, dass meine Units immer noch mit Range Weapons schießen darf. Genau, Actions und Schießen. Genau, Actions und Schießen machen darf. Weil ich dachte, ich habe so viele Sachen, die Actions machen, da lohnt sich das bestimmt. Und ich bin übrigens in der ersten Phase hier bei Protocol of the Hungry Void mit, wenn ich im Melee Attack 6 würfel, ist das plus 1 AP. Ich weiß nicht, ob das toll ist, weil wenn Warum ich die Gun hatte. Das habe ich, das ist das andere von dem, was ich daueraktiv habe, deswegen geht das nicht. Ah, okay. Ja. I see. Yes. Gut, aber dann komme ich in meine. Hier, Ketan-Phase, weil mein Nightbringer hat ja auch zwei Fähigkeiten. Nämlich hat er einmal seine eigene Gaze of Death, das wird aber nicht rankommen, das hat nur 9 Zoll. Mhm. Ich habe aber Sky of Falling Stars
Und da darf ich in 4 Units innerhalb von 24 Zoll wählen. Da sind theoretisch hier die ganzen, der ja, und genau. der drin. Die Turret Warriors, der die aber auch ja, ja. dein Albtraum und sogar noch die Gargoyles. Das ist der Parasite auf dem Urteil. Ja, der halt. Wie hab ich ihn genannt? Ganz kurz, Albtraum. Der Albtraum? Ich bin auch so. What the fuck? Es gab doch früher ein Tyrannie-Modell, das Albtraum hieß. Nee. Es gab, glaube ich, die Doom of Malantai. Nemesis von Malantai. Nemesis von Malantai. Ja, dann nenne ich ihn jetzt Abschaum so. Und es gab den roten Schrecken. Warum Abschaum? So. Genie ist einfach die Pokémon-Mama. Oh, wo wir gerade eh noch hier am Quatschen sind. Vielen, vielen Dank an Guano Master für die 10 Geschenke. Oh, Dankeschön. Dankeschön, Guano Master. Gut. Mega lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank. Also, ich muss jeweils für die Unit eine Würfel würfeln und von 1 bis 5, wenn das Ergebnis niedriger ist als die Unit-Anzahl, kriegen die D3 Mortal Wounds. Okay. Das heißt, ich nehme hier die dicke Hive Guard. Mhm. Die sind ja ein Trupp. Die Turret Warriors, ja, das sind 9 Stück. Gut, und dann die Gargoyles. Was haben die Gargoyles dir denn getan? Das heißt, die Gargoyles, ja, auf eine 6 würde, das hätte dann theoretisch nicht passieren, ne? Weil es steht ja on a 1 to 5, if the dice ja. result is less. Man will einfach keine Sechsen würfeln. Ich lese mal durch. Aber ja, würfel einfach schon mal. Ja, für die Gargoyles. Wäre eine 3, ist unter der Truppenstärke, heißt, sie kriegen D3 Mortal Wounds. Ja. Sind 2. 2 Gargoyles weg. Ja. Dann für die Krieger hier. Ja. Die kriegen 3 Mortal Wounds. Ah, du hast einfach einen Krieger gedaddelt. Der hat eine dicke Waffe. Bist du sicher, dass du die rausnehmen willst? Die haben alle Schwerter und Deathbitter. Okay. Und dann die Wache. Ja. Ja. Kriegen die 3 Mortal Wounds. Eine Mortal Wound. Okay, dann hat einer jetzt noch 3. Die haben 4 Lebenspunkte, die sind tonky. Ja. War aber mal gar nicht so schlecht für eine Kitan-Fähigkeit, muss ich sagen. Gut, dann komme ich in meine Schussphase. Mhm. Und jetzt muss ich mal ein bisschen organisieren, weil ich habe ja doch tatsächlich relativ viel zum Schießen. Ja. Und ich weiß nicht genau, was ich wegfokussen möchte. Ich finde, die Hive Guard ist auf jeden Fall ein Ziel, das ich, glaube ich, hier wegkriegen will, genauso wie die Warrior. Ich glaube, die könnten echt übel werden. Das Kleinviehzeugs da, das ist in Ordnung. Tyrant Guard, by the way. Hive Guard? Tyrant Guard? Es gibt doch auch Hive Guard. Es gibt auch Hive Guard. Hive Guard schießen, Tyrant Guard sterben. Garden. Okay, alles klar. Aber ich will ja erstmal möglichst viel mit meinem Silent King wegschießen, wirklich. Hast du dir CP gegeben? Ja, ich bin auf 9. Ich bin jetzt auf 5. Ja, ich bin auf 9. Ich bin einfach mit 5 CP. Ich habe 9. Ich spiele einfach altes 40k. So. Ich habe ja extrem viel mit meinem Silent King. Ja. Das heißt, die Beams, die könnten ja schon gut die Guard hier wegtöten, weil die einfach 6 Damage machen. Das sind nur 2 Schuss. Töte ich nur 2, heißt der Trupp ist noch nicht tot, ne? Ihn kann ich nicht targeten? Nee, weil die Guard ihn beschützt. Und sein Stuff hat aber nur, das hat 24 Zoll und das hat auch 24 Zoll. Muss ich mal gucken, was so ein 24 Zoll überhaupt ist. Mit 24 Zoll habe ich noch gar nichts. Ich meine, Entschuldigung. Genie, was ist los heute? Ich bin heute ein bisschen körperklausig. Doch, auf die käme ich dran. Genie hat mir einfach das Maßband ins Gesicht gehauen. Aber ich krieg doch die Tyrannie nicht. Wenn ihr am Tisch wackelt, sieht es einfach aus wie ein Erdbeben, weil alle Bäume wackeln. Ja, ich habe mich total erschrocken, weil ich war so, ach, was ist jetzt los? Irgendwas ist mir ins Gesicht geflogen. Das habe ich tut gedacht. Mir leid. So. Okay, ich glaube, ich schieße einfach alles tatsächlich auf die Guard hier, weil das ist, glaube ich, das Einzige, was ich wirklich actually töten kann in einer Schussphase. Deswegen schieße ich mal die beiden Beams. Ja. Treffen auf die 2 Plus. Natürlich den Kommando reroll ich, weil ich hab's ja. Er ist Core. Ach, er ist ja Core! Oh mein Gott, er ist ja jetzt fucking gut. Stimmt, er darf ja jetzt auch einen im Treffen wiederholen. Sowohl im Nahkampf als Fernkampf. Im Nahkampf darf der, glaube ich, alle Verwundungswürfe wiederholen. Ah, so war das. Ich glaube, die Aura vom Silent King funktioniert anders im Nahkampf. Einfach nur, ja, treffen beide. Was habe ich für einen Widerstand? Die haben Widerstand 6. Oh, dann habe ich sogar doppelte Stärke. Oh. Auf die 2. Ja, dann sind das 2 mit minus 4. Okay. Ich habe aber einen Rettungswurf, weil ich habe das Warp-Shielding. Okay. Ja. Nur mal so, ne? Wie gut hat es sich jetzt angefühlt, mit dem Silent King einfach diese blöde 1 wiederholen zu dürfen? Absolut geil! Weil normalerweise... Weil man immer eine 1 ist. Genau, ne? Es ist immer eine 1 dabei. Ja, jetzt, und ich will mit 2 5. Oh mein Gott! Och, das ist jetzt richtig gemein! Oh, ich will doch nur Sachen töten. Naja gut, komm, dann habe ich das Zepter, das noch schießt. Zum Glück sind meine Zoanthropen so schlau. Ich darf 1 wiederholen, ne?
Ja, damit ja. trifft wenigstens alles. Es hat Stärke 8, also auf 3. Minus was? 3. Minus 3. 5. Okay. Zwei Damage, also jeweils 2 Damage, also 4. Okay, dann ist einer dead. Wow. So, und dann habe ich noch 9 Schuss mit dem Staff of Stars. Das ist einfach die Hive Guard. Oh, guck mal, wie viele Eisen du einfach wiederholen darfst. Hey, das, jetzt will er aber auch zeigen, dass es sich ja, lohnt, ne? Jetzt will er richtig angeben them, hier. Ja, genau. Absolut, absolut flex. So, auf die 4, weil das hat nur Stärke 6. Okay, der war sehr gut. Das war ein sehr guter Wurf. Minus? 2. Oh, hast du die Minus überall? Okay. Dann ein Damage aber nur. Okay, dann hat einer, haben die noch 2 Leben. Ja. Ja, die Unit wäre jetzt tot und ich würde jetzt eigentlich was scoren, aber du musst es ja einfach 2 500 Die sind einfach halten. So, mein Leben für Ner'zhul. Ach Gott, wie nervig. Oh, ich liebe Warhammer, ne? Okay, Doomstalker. Absolute Chat-Ansage, schreibt euch Strecker. Mit den 5? Ja. Ja, ja, also das hat schon krasse Chat-Vibes, ne? Ich muss von denen ausmessen, ne, ob mein Doomstalker in 24 ist. So, das wäre so. Ich glaube, der ist nicht in 24. Nein, das heißt, nee. Mein Doomstalker das kann auf Doom. Die Guard schießen, ja. Aber der hat sich bewegt, das heißt, der ist halt schlechter. Nee. Er kriegt keine Abzüge, weil nur Infantry kriegt Abzüge, wenn er mit Heavy Weapons. Nee, aber hier steht, ich kann die Attacke nur machen, wenn er stationary geblieben ist. Warum ist er denn überhaupt, welches Existenzrecht hat denn das Plastik, was da von, steht? Pass auf, ne? Low Power, weil ich mich hab bewegt, okay. D6 Schuss, 2 ja. Schuss, auf die... Ja. 4? Ja, und noch minus 1, weil du schießt durch den Wald. Ach du Scheiße! Der hat ja einfach gar keine Daseinsberechtigung. Wie viele Punkte kostet der? Zu viel, 130. Was? Und dann habe ich noch Rapid Fire, 2 Schuss. Ja. Trifft einer. Ah komm, jetzt machst du mit Stärke 4. Nee, mein nix. Guck mal, er hat einfach gar nichts gemacht. Ach du Scheiße, ist der schlecht. Weißt du, das Stratagem, Revenge of the Doomstalker, ne? Ich spare mir die CP. Nee, da geht es auch einfach nur darum, dass der Doomstalker sich dafür rächt, dass du ihn angemalt hast. Ja, ohne Witz, ne? Genau das. Genau das. Okay. Hast du sonst noch irgendwas zum Schießen? Ja, ich habe doch einen Haufen Necron-Krieger. Ja, hätte ja sein können, dass du fertig bist. Ja, hätte auch sein können. Ja. Frag nicht mich. Frag, ja? Die Undying Legions oder wie auch immer die heißen. So, die Ghost Reaper haben nur 12 Zoll, das heißt, die kommen noch nirgendwo ran. Mhm. Aber meine Flayer hier, die haben 24. Ja. Die kämen alle auf die Krieger und schießen die. Sehen denn alle die Krieger? Weil ich glaube, so hier ist ja zum Beispiel dicht, ne? Ja, aber der kann ja zum Beispiel den sehen. Ja. Ich frag nur, also wenn du sagst, ja, das geht schon. Also, ich würde sagen, jeder sieht. Okay, also da müssen wir auch nicht. Das ist okay. Übrigens so ein geiler Tipp, Leute, für entspanntes, schnelles Spielen. Für so Sichtlinien, wenn ihr bin euch... Bin beim Silent Beispiel, King, ich darf eins wiederholen. Wenn ihr euch mit euren Sichtlinien nicht sicher seid oder sowas, ne? Oder ihr wisst, das ist so ein knappes Ding, wo man so hier und da vielleicht diskutieren könnte, dann fragt einfach euren Gegner. Ne? Du sagst mir jetzt, ob die sehen können. Widerstand? Krieger? Ja, oder? Krieger. Die Krieger haben Widerstand 5. Keiner! Nee. Du hast Stärke 4, ne? Ja. Ups. Ja, dann glaube ich, habe ich jetzt tatsächlich mit einem geschossen. Geil. Siehst du, ich habe eben auch schon gefragt. Hast du alles geschossen? Du warst. Und jetzt. Gott, ey. Ja, aber. Aber ich kann ja versuchen zu chargen. Ja. Und zwar würde ich gerne. Das ist ein Prime-Typ. Das ist der, ne? Tyranid Prime mit dem Reaper of Obliterax. Meinst du nicht, der ist gefährlich für meinen Nightbringer? Ja, ja. Warum steht er am anderen? Weil, als wir aufgebaut haben, ich einfach nur in meiner Zone war und meine ganzen Tyranniden aufgestellt habe. Ich war so, oh, die habe ich auch angemalt. Und das ja, dann würde ich gerne einfach nur in die Giganten chargen. Ich glaube, ich scheiße einfach auf den Tyranid Prime. Okay. Aber ach, genau, warte, ich muss doch dieses Arcanum nachgucken, wann das war. Also ich habe ja eh gesagt, ich mach's, wenn ich's machen muss. Wie Hausaufgaben. Genau, in your command phase war das. Okay. Ja, das stand ja eh neben dem. Also alles gut. Genau. Das sind ja keine Monster oder Vehikel, weil sonst würden die 3 bekommen. Und ja, plus eine Attacke. Okay, plus eine Attacke für alle. Kann auf Deck, Phantome. Okay. Dann charge ich mal die Giganten. Mhm. Guck mal, was passiert. Hui! Nee. Die würde ich gerne wiederholen. Ja, du hast es ja, ne? Mit ich hab's Necrons. Ja. Darf mein Silent King nicht sogar sagen, ich kann gucken, ob ich was wiederbekomme? Nee, das ist. Ja, mit einer 11, komm ich ran. Das ist ein Warlord-Trade, den du hast.
Dann ich runter. Ja, ich bin weggekriegt. Wir haben den Tisch übrigens zu nah an die Wand gestellt. Aus Versehen. Aus Versehen beim Aufbauen. Und jetzt kann man sich nicht mehr hinter den anderen durchquetschen. Wer das Spiel gegen Ramses gesehen hat, der wird schon, der wird die Problematik schon kennen. Wir haben es einfach wieder getan, Freunde. Oops, we did it again. Baumfeld. Also haben wir den Baum gebaumt. Baum gebongt. Baum gebongt. Rini, trinkst du Wasser? Ja, hat das Chat auch bemerkt? Nee, das habe ich gerade bemerkt. Ja, hier. Weil das Geräusch sich beim Trinken nicht so angehört hat wie Cola. Ja, ich hab mir... Das ist am Geräusch erkannt. Ja. Leute, ich habe doch gesagt, ich versuche jetzt bei Battery Ports immer Wasser zu trinken, anstatt Cola, weil ich bei Battery Ports, da geht's nicht um den Taste, da geht's um die Effektivität. Das ist quasi plus 2 auf Trinken. Kurz Play of Intent, ich bin auch im Missionsziel. Und ich bin in 6 Zoll für meinen Rites of Reanimation. Nee, with the. So, dann hau ich mal zu. Mhm. Weil du kannst dich ja nicht wirklich wehren gerade. Also du kannst ja nicht intervenieren, ne? Von daher. Nee, nee. So. Aber ich kann dich anpinkeln. Ich hab meine Raves. Und guck mal, ne, ich muss jetzt dran denken. Ja. Sechsen sind Armor Pen plus 1. Nee, was die ist, glaube ich, voll. Die haben 5er Rüster und 5er Retter. Also. Ja. Ist vollkommen egal gegen die. Ja. Gut, das heißt, ich habe 5 Attacken pro Modell, weil ich habe ja plus 1 von meinem Dingens. Das sind 1, 2. Warum habe ich keine Würfel? Ja, weil ich habe die alle. Ja, warte, ich suche mir raus. Okay. Du willst spezielle Würfel oder was? Nee. 3, 4 Phantome, 5 Phantome, 6 Phantome. Ich wie hier Graf Zahl. 6 Phantome. So. Okay. Warum treffen die eigentlich nur auf die 4? Ja, weil die dafür gemacht sind, eigentlich. Einer ist auf. Boah, wenn du jetzt Exploding Sixes hättest, ne? Das ist bei nein, das Wound, hast du nicht. Nee. Und du hast nur AP mehr. Also, das ist kein Exploding Sixes. Gott, ist das ein schlechter Trefferwurf. Echt? Wie viele sind das? Weil du hast ja, wie viele Attacken hattest du? 30, ne? Ja. Das heißt, im Schnitt, wenn das jetzt 15 sind, dann hast du genau Durchschnitt geworfen. Wenn ja, es sind genau 15. Ist, ja, siehst du, ist nicht schlecht. Dann ist es Intended. Intended, okay. Ja. Gut, und Verwunden, die haben wieder schon 3, nehme ich an, ne? Ja. Dann habe ich auf die 2. Okay, 14 Stück. Okay, 14 5er Retter. Die rennen nicht weg, weil die in Synapsen sind, ne? Ja. Oh, ey, Synapso! Oh, ich, oh, 4 Stück. 4 Stück nehme ich. Dann sind das 10 Stück. Dann sind 10 tot. Ganzen tot. Nehme ich von hier hinten weg. Ja. Kennst du dieses Geräusch, wenn Pigments sterben? Ja. Ja. Also mit so einer kleinen Seele, die nach oben fliegt. Genau, mit so einer kleinen Seele. Ja. Was waren das denn für Pigments? Rote, gelbe, blaue? Das sind die roten, weil die hauen dir jetzt zurück richtig auf die Schnauze. Okay. René ist übrigens ein riesiger Pikmin-Fan. Und Fun Fact, ich habe dir irgendwie vor 2 Jahren mal zum Geburtstag das neue Pikmin für die Switch geschenkt, weil ich habe ja eine Switch. Er hat es nicht angespielt bis jetzt. Okay. Jetzt spiele ich dich aus. Ich peile hier hin. Denn ich bin Objective Secured. Ich auch. Aber... Nee. Nee. Ist es nicht Lebenspunkte drum haben? Nee, Modelle. Ach, du kannst mich... Nee, oder? Doch. Und ich bin mit 2 dran. Ist mein Cryptek dran? Ah, nee. Nee. Ich war auch gerade so, oh, aber nee, ist er nicht. Oh, mies. Oh, du denyst mir damit einfach. Ich deny dir damit richtig Punkte, ne? Ja. So, oh, du Arsch. Und jetzt nomm ich geil rein. Das wird der beste Nom meines Lebens, denn ich werde gar nichts machen. Ich werde für... Gib ich 2 CP aus? Nee, es ist Int, ne? Du klaust mir einfach 2 Punkte damit. Doch, komm, ich gebe 2 CP aus, einfach nur because I can. Und werde jetzt, gib allen Hormaganten eine Bonusattacke. Das heißt, jeder Hormagant, der da gerade steht, obwohl das ist Giga-Int, ich mach das nicht. Hast du schon geändert? Warum bist du denn? Das hab ich schon geändert. Weil du schon einmal warst so, ich mach's nicht. Okay, der dann. Ah, ich mach's doch. Ja, dann hab ich's jetzt doch gemacht. Dann habe ich's jetzt doch gemacht. Okay, das heißt, jeder Hormagant, der da steht, hat jetzt 4 Attacken. Doch! So, und 10 sind gestorben.
Das heißt, es sind noch 20 übrig und jeder von denen, also ich habe 80 Attacken. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ich mache das viermal. 6 verwunden dich automatisch. Warte, wie oft machst du das? Viermal. 80 Attacken? Ja, die haben 80 Attacken. Treffen aber nur 4. 80 Attacken? Ja, treffen aber nur 4. Also, ne? Die sind ja jetzt. Was wiederholst du? Das ist mein Verwundungswurf jetzt. Ach so. So, ich habe Stärke 4. Mhm. Das ist wieder statt 5 oder sowas, ne? Ja. So, dann sind wir schon mal bei 7. 7, ich lege mir das hier hin. Genau. 7 Wunden, ne? Und dann mach ich das nochmal. Ich muss das jetzt halt ein paar Mal machen. Oh, das sind direkt 5 automatische Wunden. Oh. Lege ich direkt hin. Oh, 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 oh. So. Dann das gar nichts, okay. Das so viel zu. So ein drittes Mal? Ja, das dritte Mal. Das sind schon mal 4 automatische Wunden. Mhm. Und die muss ich würfeln. Der skippt. Okay, nochmal 2, also insgesamt 6. Und jetzt kommt der letzte. Komm schon. So, schon mal 3. Und da treffe ich gut. Jetzt habe ich einmal zumindest einen Verwundungswurf, wo ich ein paar Würfe habe. Mhm. Und einer. Also nochmal 4. Okay. Wie viele also sind insgesamt? Ich habe nicht gezählt. 22. 22? Ja. 4, 8, 12, 16, 20, 22. Hast du minus? Minus 2. Dann 4er Retter. Die haben 3 Wunden. 3 Lebenspunkte nur. Oh, holy shit. Oh, holy. Ach du Scheiße, was? 3. Ja, dann sind 4 weg. Und einer ist angedudelt. Ja. Ui. What happened? Okay. Ja, das sind die Hormaganten. Aber du hast Reanimationsprotokolle, ne? Stimmt, die dürfen reanimieren. Oh, okay, jetzt reanimier und dann. Dann zeige ich dir was Geniales. Ja, dann tue ich die Reanimierten ans Missionsziel. Oh, du hast dran gedacht, ich bin so stolz auf dich. Dankeschön. So, das heißt, es sind ja 4 gestorben, das sind 12 Lebenspunkte. Mhm. Da muss jetzt nur einer reanimieren, ne? Ja, ja. Nee, 2 musst du. Nee, doch, 2 musst reanimieren. Weil ich habe 2 Ganten da am Missionsziel und du hast nur einen. Stimmt. Oh. Oh. Auf die 5, ne? Einer nur. Einer nur. Oh. Dann ist es umkämpft. Damn. Never lucky in this game. Never ever fucking lucky in this game. Okay, und dann peile ich hier jetzt noch so rein. Wir sind die Hormaganten und du hast uns unterschätzt. Wieso peilst du rein? Weil ich das darf. Consolidate. Also ja, consolidated, nicht peilt. Ja, ja. Also ich. Nachdem du gekämpft hast, darfst du nochmal dich 3 Zoll bewegen. Manchmal darfst du auch mehr bewegen, wenn du irgendwie ein schneller Dude bist. Ja, das war cool. Es hat Spaß gemacht. Nee, finde ich nicht. Gut, dann kriege ich 3 Punkte Secondary bei, ich habe vergessen, wie es heißt. Wahrscheinlich. Also du kriegst erstmal Ancient Machinery. Also du hast Treasure of Aeons und Ancient Machineries. Und für beides wirst du auf jeden Fall irgendwas scoren. Genau, also bei Ancient Machineries kriege ich 4, weil ich einmal die Action hier hinten bei den Skaraben completed habe. Mhm. Und bei The Treasure of Aeons kriege ich 3 Punkte, weil ich halte 2 von den Zielen. Okay. 3 Punkte? Ja. Sind 2, 3, 5. Boah, das ist echt übel gut einfach. Ja gut, ich muss keinen Moralcheck machen. Weil Tyranniden und da ist halt der Prime in der Nähe. Ich muss keinen machen, weil ich habe Leadership 10 und es sind 3 gestorben. Ja. Und ja, dann bin ich dran, ne? Ja, kriege ein CP, gehe ich wieder auf 9. Ich bin auf 4. Ich bin einfach, weißt du, wie ich mich fühle? Wie in der einen Weihnachtsgeschichte mit Ebenezer Scrooge. Und der, da ist auch dieser Junge. Der ist so super. Haben Sie noch bitte etwas Suppe, Sir? Das ist so viel. Ich weiß absolut nicht, was du meinst. Ich rede in wilden Zungen. Okay, komm. Aber weil es so witzig ist, ich werde wieder direkt den CP ausgeben, weil da muss Ruben nicht nochmal dran. Muss er nur bei mir. Und ich hole mir D3 plus 3 Hormaganten wieder. Hä, warum darfst du das? 5 Hormaganten kommen wieder. Hä? Oh. Warum darfst du das einfach? Weil die Endless Multitude als Sonderregel haben. Muss man dafür nicht so einen doofen. Also als Tag. Krieger haben? Ach, nee, nee. Du meinst einen Termigon, ne? Ja. Ja, aber der versteht, der ist gar nicht Bro mit Hormaganten. Nee, der mag ja nur Termaganten. Nur mit Termaganten.
Ui. So, dann, ich mache kurz mal eine Command Phrase und dann gehen wir in die Chat-Zeit. Ja. So, ich fange mal an. Erstmal mein Hive Swarmlord. So, mein Swarmlord, der gibt hier. Self-Destruction. Der gibt den Tyranid Warriors einen Backflip. Nein, der gibt den Full Hit Rerolls. Oh. Ja. Und ich gebe einfach mal den hier den Schwarmwachen OPSEC. Weil die sind Core und dann kann ich auch OPSEC geben. Das ist eigentlich egal, aber. Wenn man es hat. Ja, genau, wenn man es hat. Ich sag schon mal direkt an, ich werde mit den Gargoyles hier vorne Banners machen. Mhm. Raise the Banners high. Da brauchen wir dann auch einmal. Kannst du mir ja auch einmal einen Würfel geben, dass ich da einen Würfel drauflegen kann? Um, ja, am besten jetzt keinen Bombenwürfel quasi. Genau. Aber du hast schon eine Bombe geplantet, ne? Ja, ich habe eine Bombe geplantet. Bombe has been planted. Da kriegt man aber erst am Ende des Spiels die Punkte für, okay, ne? Oder? Ja, ja. Ich habe einfach okay auf die Fragen geantwortet. Ja. Okay, dann gehe ich jetzt in die, ich habe noch Treffer von 1 wiederholen. Ja, okay. Treffer von 1 wiederholen, oder Verwundungswürfe von 1. Auf jeden Fall den Buff vom Tyranid Prime, der geht auf die Hormagan. Mhm. Und da mache ich jetzt Go. Dann ist jetzt Chat-Zeit auf. So, dann erstmal vielen Dank an Squirrel GM für den Sub im 6. Monat. Go Gunten, schreibt er. und Bastrali für den Prime-Sub im 1. Monat. Dankeschön. Vielen Dank. Maddel fragt noch, sagt bitte nochmal, was für Secondaries im Protokoll Genie hat, bitte. Also Secondaries sind alle von meinen Necrons selber. Und zwar habe ich da einmal Code of Combat, das ist das, was das meine Nobles Sachen töten müssen. The Treasure of Aeons, das ist, dass ich die Missionsziele mithalten muss. Und Ancient Machineries, das heißt, dass ich auf Missionszielen, die nicht in meiner Aufstellungszone sind, eine Action machen muss. Und dann kriege ich für die 4 Punkte. Und mein dauerhaftes Protokoll ist, dass ich noch Actions machen darf, also Actions machen und trotzdem schießen darf. Und die Neurophobe sagt sich übrigens selber, dass sie 3W6 beim Casten darf. Würde ich mir auch immer sagen. Elite Henry Legio schreibt noch Strafe beim Monatsmaler, 3 Doomstalker spielen müssen. Ach du Scheiße. Hast du 3 Doomstalker? Nein, ich besitze nur einen. Okay. Das wäre eine üble Strafe, dass ich noch 2 kaufen muss und sie anmalen. Nee, das wäre Maximum Time Waste. Genau, das wäre Zeit- und Geldverschwendung. Würden wir also nicht machen. Aber wäre eine witzige Strafe. Wenn jemand Doomstalker hat, die gespielt werden sollen, dann meldet euch bei paydomancy@gmail.com. Doomstalker suchen ein Zuhause. So. Würde ich nicht mal adoptieren, ey. Vini? Ja. Ich gehe mit dem hier noch so ein bisschen so. Also, ganz kurz. Der Typ, ich will ihn jetzt nicht hier draufstellen, aber ich kann ihn da draufstellen. Dann ist er auch ganz klar. Ja, ist in Ordnung hier. War mal auf zu schubbeln hier. Simon fragt, ob wir mal ein Tutorial machen, wie wir die Wälder gemacht haben. Der guckt raus. Okay, Speed-Tutorial. Ihr seht die Wälder, ne? Ihr kauft euch Plastikkart. Das war, glaube ich, 3 mm dick. Schneidet daraus diese Baseformen. Klatscht da dann die Bases von diesen Bäumen hier drauf. Die gibt es von noch, sind die. Aus dem hier. Ja, so im Eisenbahnladen. Da kriegt man sowas. Genau. Da, weil die sind abnehmbar schon von sich aus. Ne? Und dann nehmt ihr die Base, klebt die mit Sekundenkleber drauf, dann sandet ihr die, dann malt ihr die braun, bürstet die, klatscht ganz viel Gras, Tafts und so lauloses Laubzeug drauf mit Holzleim und fertig. Halt so statisches Gras, ne? Also genau. Dieser Grasflock, nicht Tafts, sondern einfach so. Genau, also erstmal Tafts, dann Gras und dann gibt's auch bei PK Pro bei Streumaterial so lose Blätter und sowas, ne? Einfach alles drauf. Und im Sand sollten große Steinchen mit drin sein, in dem Sandmix. Und dann passt's. Ja, also insgesamt hat das wirklich nur so einen Nachmittag gedauert, das zu bauen. Ja. Ist im Endeffekt wie normale Base-Gestaltung. Und es sieht aber richtig geil aus, ne? Ja. Sieht besser aus als alle Wälder, die ich sonst so gesehen habe. Und die einzelnen Wälder, das ist das gleiche Prinzip, nur dass ich die auf GW-Bases geklebt habe, mit ein bisschen Greenstuff also zu beschweren. Bäume. Ja. Was hab ich denn gesagt? Die einzelnen Wälder. Oh, ja, die einzelnen Bäume. Ende der Movement Phase. Ja. Nee, das ging jetzt so schnell. Jetzt erklär doch mal kurz, was da passiert ist. Ja, genau. Ich muss aber, mein Plan funktioniert nur Ende der Movement Phase. Also ich muss jetzt meine Sache machen und dann erkläre ich euch allen, was passiert ist. Okay. Und zwar, die Bioborn
Ja. Die schwöbeln jetzt Spornminen innerhalb von 48 Zoll. Oh, ich muss die mal kurz so zeigen, bevor du schießt. Da ist genau die Grafik drauf. Oh, okay. Also. Okay, man wird die von hier auch nicht sehen, weil da steht noch ein Baum vor. Das ist gut versteckt. Ich mach mal kurz, ganz kurz den Punktestand aus. Ja, hier. Man sieht sie immer noch kaum. Aber nimm den Baum mal weg. Nimm den Baum einfach mal weg. Nee, das ist egal. Okay. Okay. Zeig einfach mal den Händen, René. Da stehen okay. Drei Bio-Worn. Da stehen drei Bio-Worn. 33 Euro bei GW das Stück. Dafür, dass sie einfach nur hier hinten stehen und Flex. Existieren. Der, nicht Flex, sondern einfach nur große Trauer. Ne? Ich würde mir die nicht kaufen. Obwohl, die sind schon cool. Ich liebe Spornminen. Aber na egal, ich mache jetzt einfach. Hier. Also, ich würfel. Ne? Also, das ist der neue heiße Scheiß bei Tyrannien. Das sage ich jetzt schon. Das wird das Ding, was mir als nächstes schlimm ist. Und zwar würfelt ihr für jede Bierbohre ein W3. Und so viele Spornminen spawnt ihr einfach innerhalb von 48 Zoll, 6 Zoll entfernt vom Gegner. Und in dem Fall habe ich jetzt also 6 Spornminen gespawnt. Ah. Ne? Und jetzt nehme ich aus meiner Kiste meine 6 Spornminen. Ich hasse die Dinger. Und tu die jetzt einfach dahin, wo in der nächsten Runde der Nightbringer sich hinbewegen möchte. Und so habt ihr einfach, also so wird es dann relativ witzlos, weil die Dinger, die können halt explodieren, wenn innerhalb von 3 Zoll sich etwas um die bewegt. Natürlich nur vom Gegner, ne? Spornminen, die kennen ihre Pappenheimer, ne? Die wissen, wie die Tyranniden, wie die riechen. So, auf die 2 bis 4 machen die eine Mortal Wound, wenn die explodieren. Aber auf die 5 bis 6 machen die einfach pro Stück D3 Mortal Wounds, wenn die hochgehen. Und dadurch kannst du einfach richtig dumme Movement-Block-Geschichten machen. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem... Kann ich auf die schießen? Du kannst auf die schießen, aber jeder ist eine einzelne Unit. Nee, es ist eine Unit. Es ist, also, ne, so ist es nicht. Aber das Ding ist halt einfach, nichtsdestotrotz behindere ich dich ja damit in deiner Bewegungsphase. So, natürlich kannst du die wegschießen, die haben Widerstand 3, ein 6er Rüster, ne? Die sterben total schnell, aber du kannst dich trotzdem nicht weiter bewegen, weil du potenziell dann einfach, das sind 6 Spornminen, ne? Wenn ich einfach würfel wie ein Gott, ne? Dann sind das 18 Mortal Wounds. Der gute Nightbringer könnte theoretisch schon reinbekommen. Der also der kann eigentlich da reinjieten, alle aktivieren und kriegt 3 Schaden. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja. Aber dann hat er schon mal 3 Schaden gekriegt. Hat er schon mal 3 Schaden. Ja gut, dann. Gut, also wollte ich mal erklären, das ist cool. Vor allem, das ist ja Out-of-Face-Damage beim Nightbringer. Das auch. Das heißt, und der heilt sich dann nicht nur mal in der Command-Phase, das heißt, der steht dann mit 6 Lebenspunkten und ein 6 Lebenspunkte Nightbringer mit Tyranniden wegzumachen in einer Runde. Ist easy. Kein Thema. Ja. Finde ich nicht so nett. Ich finde es mega geil. dann gehe ich jetzt mal in die Psychic. Ah ne, ich wollte halt erstmal noch ein bisschen erklären, was ich jetzt noch mache. Und zwar, also wie gesagt, ich habe hier Spornminen hingesetzt, um Genies Nightbringer zu damagen, beziehungsweise Genies Necron Advance ein bisschen zu verlangsamen. Mein Parasite of Mortex ist hier vorne hingegangen. Der will gleich in den Nahkampf mit Genies Cryptek. Mein Tyranid Prime ist auch hier geblieben. Der geht auch gleich in den Nahkampf mit den restlichen Canoptech-Spinnen. Meine. Das sind keine Spinnen. Ja, Canoptech-Phantome, Wraiths sind das. Ich bin vorgezogen mit meinen Zoanthropen. Einfach nur aus dem Grund, die wollen irgendwas smiten und dafür müssen die irgendwas sehen. Die Neuroprobe ist quasi stehen geblieben, weil die muss jetzt was anderes nicht machen. Ich habe hier mit den Gargoyles einfach Banners gemacht. Ich hätte die Gargoyles hier runterstellen können, dann können die nicht beschossen werden, da war ich faul. Hätte ich machen können. Die Exocrine ist so ein kleines bisschen rausgegangen, um zumindest den Silent King sehen zu können. Denn ich will mir da jetzt so ein kleines Schussduell liefern. Ich werde zwar vielleicht nicht unbedingt überleben, aber es wird trotzdem in Ordnung sein. Ne? Also ich mache trotzdem Mortal Wounds, ich mache 3 Damage. Ey, sie muss trotzdem Rettungswürfel würfeln und 4er Retter sind halt einfach sehr, sehr unreliable. Ja, die Turret Warriors, die sind voll gebufft. Die stehen hier, um gleich den ersten Necron-Krieger-Trupp zumindest so ein bisschen zu behaken. Und ja, mit dem Swarmlord traue ich mich gerade nicht so nach vorne, weil der Nightbringer kann mich sehr unsittlich berühren und das mag ich nicht. Hm. Ja, das war meine Movement Phase.
Dann gehe ich jetzt mal in die Psychic Phase. Guck mal, ne, da kannst du ja noch die Minen so ein bisschen schieben, falls ich irgendwo 6 Zoll nicht ganz... Ne, ich will natürlich auf 6 Zoll die Minen ranstellen. Falls ich irgendwo ein bisschen zu nah bin, dann schiebst du die irgendwie gleich nochmal weg. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal zaubern. Und ich fange mit der Neurophrobe an, denn die kann ein bisschen besser zaubern. Die würfelt nämlich jetzt gerade 3 bis 6 und kriegt plus 1. Das heißt, die ist sehr gut. Die kriegt auf jeden Fall ihre Sachen durch. Dann machen wir erstmal mit ihr... Das ist die hier, ne? Genau. Ja. Dann machen wir mit ihr Catalyst. Und das ist ein 5er Phenol Pain. Und das mache ich, glaube ich, hier auf den Tyranid Warrior Blob. Ja, das macht Sinn. Weil der ist gut. Ja. Und das kommt nicht durch. Das macht mich sehr traurig. Ich sag, der kann so gut zaubern. Da will ich das wiederholen. Eigentlich ist das schon wichtig, dass sie einen 5er Phenol Pain haben, weil ich möchte nicht, dass sie sterben. Ja, ich wiederhole das, gehe ich auf 2 CP. 2! Okay, ich darf aber 2 Stück wählen, dann nehme ich natürlich nicht die Doppel 6. Ja, ist sondern klar. Ich nehme die 5 und die 6. Und da habe ich jetzt Catalyst geschafft und die Trauer ist groß. So, als nächstes. Brauchst du ein paar CP? Ich habe hier 9. Ah, ich wusste übrigens, wie viele von denen habe ich getötet von den Raves? 4, ne? Ja, 4 und einer kam wieder. Okay, warte, dann kann ich nämlich meine No-Prisoners-Punkte eben eintragen. Ja, es sind 3 Leben pro. Ah, habe ich 12 getötet. Gut, Catalyst habe ich gemacht. Jetzt hätte ich auch theoretisch Onslaught. Onslaught bringt mir aber gerade nichts, weil Onslaught ist halt einfach nur Rennen und Chargen. Aber ich wollte jetzt nicht meine Tyranid Warriors jetzt schon da reinrennen lassen. Deswegen werde ich einfach nur mit der smiten, weil die sieht zumindest die Raves da hinten. Ja, das kommt mit einer 11 durch. Das ist ein super Smite. Kriegt die plus 1? Die kriegt plus 1. Mhm. Und dann geht das natürlich noch deine Canoptic Raves. 5 Mortal Wounds. Das sind ja, dann ist der Angeschlagene tot. Der Angeschlagene ist tot und der andere ist tot. Weil Mortal Wounds springen über. Oh, okay, dann kommt da noch was in der Psychic Phase drauf? Ah! Weil es ist in der Psychic Phase. Ja, warte, bevor du die jetzt wegnimmst, weil dann mache ich jetzt direkt die Swantrophen. Ja. Weil die dürfen nämlich auch noch smiten. Okay. Und die sind auch sehr gut da drin. Die müssen nur, ja, die schaffen das. Die kriegen plus 3 auf den Cast. Und dann machen die W3 plus 3 Mortal Wounds auch auf das nächste Target. Das heißt, ich habe die... W3 plus 3? Ja. Warum? Weil die sehr schlau sind. Weil die haben Holy sehr große Gehirne. Ja. Ach du Kacke. Das ist viel. Ja, das heißt, ich habe alle Raves getötet. Ja, dann nimm sie mal weg. Okay. Deswegen war ich so, warte kurz. Okay, ich habe das Super Smite geschafft. Das heißt, ich werde die einfach wechseln. Genie, hast du gerade das Stratagem benutzt? Nein. Was ich vielleicht verpasst habe? Nein, ich habe 9 CP. Warum nicht nur bei 10? Das weiß ich nicht. Hast du dir einen gegeben am Anfang von Renés Runde? Wir sind ja ein Nephilim. Ja, da bin ich doch dann auf 9 gegangen. 6, 7, 8, 9. Ach man, No Prisoners ist einfach hier, ist ja hier, ich kann gar nicht zählen. Ich hatte ja, ich hatte 8, bin auf 9, habe eins bei mir gemacht. Und jetzt ist ja seine, also bin ich wieder auf 9. Okay, ich muss ganz kurz sagen, No Prisoners ist richtig doof bei der ITC-App, weil ich habe gedacht, ich kann da wirklich reintragen, wie viele Dudes ich gedatet habe, aber da wird einfach nur, wie viele Punkte ich gemacht habe. Das heißt, wir müssen trotzdem bookkeepen, wie viele Necrons ich da jetzt weggemacht habe. Wie machen wir das denn jetzt? Da brauchen wir eigentlich ein Zettel und einen Stift. Wie good old times. The good old times. Ich zauber erstmal. Ich habe einen Stift und ich habe ein Taschentuch. Ja, dann machen wir das so. Ich mache noch mit dem Swarmlord Psychic Interrogation. Da interrogate ich mal den Nightbringer und frag den mal, warum willst du denn in die ganzen Spornminen rein? Und die Antwort ist, also ich habe es geschafft mit der Psychic. Ja, warte, wie viele hattest du jetzt getötet? Du hast jetzt insgesamt dann ja quasi 7 getötet, weil ja, einer wiederkam. Habe ich 21 Punkte von dem. Wenn ihr denkt dran, wenn du weiter interrogatest, ne, an den Moralwert, weil du kriegst ja jetzt ein CP, wenn du über den Moralwert würfelst. Ja, hier ist das No Prisoner-Taschentuch. Die haben alle nur 10. Ja, ja, damit kann sich René dann am Ende die Tränen aufwischen. Vielleicht oder würfelst mir. Du ja gleich mal eine 11. Ja, oh, vielleicht habe ich richtig Glück. Kann ich gleich pushen, indem ich das noch hier buffe und so. Ne? Gut, buffen. Also ich habe hier den Nightbringer interrogated. Damit kann dann auch mein Swarmlord nicht mehr zaubern. Hast du ihn gerade etwa unsittlich berührt, nee, bevor er dich unsittlich berührt? Ich habe gefragt, warum will er denn bitte in den ganzen Sporn? Das habe ich ihn gefragt. Ja, aber das will er doch gar nicht. Ja, ja. Dann ist ja gut. Schussphase. Ja, dann machen wir jetzt mal. Ich fange mal hier mit den ganzen Tyranid Warriors an. Mach die das. In den Necron-Krieger da hinten schießen. Welche? In den Block, der direkt in der. Der 20er Block. Ist. Ja.
Ich habe hier noch 8 Stück, das heißt, ich habe noch 24 Schuss. Wie witzig. Übrigens, guckt immer pro Spornlinie. Das heißt, du kannst nicht in eine rein. Ja, ja. Explodieren Dürfen alle. Die sich über die Gebäude bewegen? Die können fliegen. Nein, die hier. Ach so. Hier, oder? Das weiß ich gerade nicht, was für ein Tag die Weil haben. Weil die ja Swarms. Ah, die haben Fly. Okay, da können die einfach straight sich rein kamikazen. Okay, du meinst deine Knurptic Swarms, ne? Ja. Okay, 24 Schuss mit den Turret Warriors in deine Krieger. Ja. Wird nicht so viel machen, aber. Ne? Ich darf Trefferwürfel komplett wiederholen, weil der Swarmlord gesagt hat, das ist so. Und deswegen treffen wir auf einfach 22 von 24. Das ist sehr gut. Das, ja. Ich stecke 5 auf die 3. Das ist auch sehr gut. Dann sind das 18 Stück mit minus 2. 1 Damage. Macht nicht viel, ne? Macht mich auf den 5er Retter. Rüster. 6er Rüster. 6er? Ach, die haben ja nur 4er. Die haben nur 4er Nexus. Macht nicht viel. Ja, schießt ja gleich auch wieder auf. So, dann haben wir 15 getötet. Ja. Müssen wir jetzt schon aufschreiben. 15 dead. Ja. Für No Prisoners. Deswegen, Leute, No Prisoners ist wirklich, das ist, bei Necrons könnt ihr No Prisoners farmen wie bescheuert. Okay. Richtig nice. Und jetzt machst du die Reanimation. Schießt denn noch was drauf? Es ist am Ende der Phase. Nee, ist am Ende von jedem Beschuss. Okay. Dann, 15 Reanimationen. Mhm. Und da darfst du Eisen holen. Yes, weil ich Necron-Krieger bin. Oh, das war, ja. Dann stehen da. Du reanimierst auf 5, oder? Ja. Ah, okay, nicht auf 4. Ich hab gedacht, du reanimierst auf 4. 10 gehen. Ach, das ist, wenn du den Strahl drauf machst, ne? Ja. Dann reanimierst du auf 4. Ich war schon so, ach, scheiße. Deswegen, der Reanimator ist gar nicht mal actually so bad inzwischen. Ja. Aber. Was, die Barke ist auch geil, ne? Weil die Barke kann irgendwie. Auch mega viele Necron-Krieger reanimieren. Ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, den, da muss ich irgendwann mal das Ding anmalen, aber da. Ja. Ne? Ne? Ghost Ark. Ha! Ghost Ark, Mann, ja, lull. Okay, dann habe ich noch die Exocrine übrig. Und die Exocrine, die schießt jetzt auf den Silent King. Unverschämt! Nein! Die Exocrine schießt hier auf deine Schwarmmänner. Aber du kannst minus 1 auf Wund aktivieren, das würde ich auf jeden Fall machen als Spell. Ja, für einen Kuss. Whirling Death oder sowas heißt das. Denn ich habe jetzt, ich check's nochmal ganz genau, weil die Exocrine, die hat wirklich richtig Power. Die Exocrine hat D3 plus 6 Schuss. Okay, ich habe 8 Schuss. 4, 6, 8 Schuss. Mit auf die 3 treffen. Okay, cool. Wenn natürlich dann nur 3 Stück treffen, dann ist die Power doch nicht so groß. Aber ja. Aber ich verbund mit allen. Das heißt, ich finde kein Stratagem, was das wäre. Das gibt's auf jeden Fall. Guck mal, du kannst auch hier und dann. Ja, machen wir gleich. Auf jeden Fall ist sowieso egal, weil ich habe sowieso verbunden. Alles klar. Auch ohne den minus 1 auf Wund. Das heißt, ich habe minus 4 und 3 Damage. Minus 4 also, und 3 Damage. Ja. Und auf die 2 plus, ja, mache ich sogar noch D3 Mortals. Okay, ist eine Mortal. Das heißt, 3 sind dead, weil die haben 3 Lebenspunkte, richtig? Ja. Okay, 3 sind dead, das heißt, du kannst aber jetzt auch direkt wieder für 3 Stück reanimieren. Das war die Fernbedienung auf Rubens Glasflaschen. Ruben, was ist denn mit deiner Farm? Einer kommt wieder. Leute, ein F in den Chat, Ruben's Glasflaschenfarm hat Schaden genommen. Aber dann kriegst du trotzdem 9 Striche. Ja, ich krieg trotzdem 9 Striche, aber einer von den Scorpion Fleet. Ja, sind immer noch 4, ne? Machen immer noch 4 Schaden. Hast du jetzt einen mit der fetten Waffe rausgenommen? Das ist nicht so schade. Oh, upsie. Das war nicht intent. Ja, das glaube ich. Aber ich muss, glaube ich, wirklich den CP zurücknehmen, weil ich habe hier nichts. Ja. Ah, doch, hier Onslaught heißt das. Whirling Onslaught. Ja. Gut, dann habe ich den CP ausgegeben. Bin ich auf 8. Gut, dann Nahkampfphase. Ja. Oh, mein ganzen Rennen in den. Nicht mein Kryptek. Okay, ich kriege übrigens plus 1 auf Charges. Das ist quasi, ich habe das getauscht. Ich renne nicht so schnell mit Kraken. Geh doch weg von meinem Technomancer. Ja, ich habe nur 4 gewürfelt, aber das reicht, glaube ich, trotzdem. Der will doch geile Techno-Party machen. Ja, das reicht trotzdem. Dann absolute Unverschämtheit. Ja.
Ich verstehe. Okay, die ganzen Hormagan, ne, die bubbeln sich jetzt hier ran und sind so. Dann würde ich gerne mit dem Parasite of Mortex noch chargen. Versuche es. Okay, der fliegt auch, deswegen. Upp. Und sowas, ne? Der kann sich dann zumindest beim Charge über gegen Modelle einfach bewegen. Zwar nicht über Gelände, aber mit einer 11. Ja, dann. Reicht das? Und mein Terminal Prime. Auch noch. Der nicht. Nee. Der ist. Nein. Der ist auch richtig offen. Okay, dann habe ich aber zumindest. Dein Cryptek. Ne? Ja. Was soll ich ihn wegnehmen? Der Tierleben. Moment. Der hat keinen Rettungswurf. Ich mach erstmal den Barb of Oppositor von meinem Parasite of Mortex. Der trifft. Der verwundet. Das ist also einer mit AP minus 2 und einem Damage. Halte ich nicht. Okay. Und du kriegst noch einen Mortal Wound. Dann hat er noch einen Damage, hast du? Oder noch zwei Leben? Ja. Und dann habe ich noch 6 Attacken mit seinen anderen Klauen. Der hat, warum sollte das jetzt so heroisch sein? Nee, der ist nicht heroisch. Aber ich wollte einfach nur gucken, ob der den kaputt macht. Das ist minus 3. Dann hat er, glaube ich, gar keinen Sinn. Nee, dann ist er tot. Okay, also sollte nicht heroisch sein. Ich wollte einfach nur mal gucken, der Parasite of Mortex, würfelt der den jetzt weg oder nicht? Es ist ein Technomancer, René. Ja, keine Ahnung. Du kannst den Technomancer noch wiederholen. Am Ende der Phase. Stimmt. Oh! Oh, Mr. Goodmund, vielen Dank für die. Oh, holy shit. Oh, das ist wirklich super lieb. Dankeschön. Das war wirklich ein absoluter Fake. Ja. Ja, dann ich geb dir doch die TP dafür aus, den jetzt wiederzuholen. Ja, ich glaube auch der, oder? Obwohl, dann steht der halt da rum, ne? Und dann kannst du die nächste Runde wegbewegen. Ja, ich hole den quasi am Ende der Phase, dass du nicht nochmal. Du bist CP-Genie, du bist reich. Ja, das stimmt halt. Quasi. Aber ich muss kurz gucken, ich meine, das war nur. Ja, das ist nur auf die 4 Plus. Kann ich einen Politik-Joke machen? Oder nicht? Ist das okay? Lass jetzt einfach mal. Lass mich jetzt würfeln hier. Ist der denn akkurat? Wäre ein FDP-Joke. Dann lass es lieber. Okay. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Ich würfel jetzt erstmal auf die 4 Plus, kommt der wieder für 1 CP. Okay, der Kryptek. Nein. Okay. Der sagt, es ist Schicht im Schacht hier. Ich hab keinen Bock mehr. Freunde, ich bin tot. Jetzt lasst mich auch wenigstens tot sein. Aber er hat eine Bombe gelegt. Er hat eine Bombe, die du gleich wieder zerstören wirst. Kommt es tatsächlich dazu? Werden die Hormaganten die Bombe fressen? Okay. Ja, was scorst du? Ja, jetzt kommen wir zu dem Problem von Tyranniden, weil ich score 3 Punkte für Interrogation und das war's. Okay. Mehr score ich gar nicht. Dann ist meine Kommandophase. Ja. Ich gehe auf 8 CP hoch. Ich gehe auf 3 CP hoch. Geil. Dann, my will be done, setze ich auf meinen Necrokrieger mit den Short Weapon. Und mit den Long Weapon. Ja. Mit der Short of the Long. Oder nee, einmal auf die Skullpack Destroyer. Ja, sollen die besser treffen. Ja, die können jetzt, glaube ich, mal was machen. Deswegen die hier in der Mitte und die. So, dann Bewegungsphase ist Chatzeit. Ja. Ja, Chatzeit. Vielen Dank an den Lumpen, den Prime für den 13. Monat. Bossy für den Sub im 8. Monat. Und Definator für den Sub im Prime Sub im 4. Monat hat geschrieben, einfach immer nicer Content, danke. Oh, danke schön. Gerne. Und Sanguinus, vielen Dank für den Prime Sub. Da steht jetzt nicht in welchem Monat, weil er von einem. Er ist von einem Prime Sub auf ein normales Sub gewechselt. Finde ich auch gut. Willkommen in der Abo-Falle. Ja, vielen lieben Dank. Übrigens, ganz kurz, meine Synaptic Imperative für diese Runde ist Goaded to Slaughter. Oh ja, ich muss mir auch noch Protokoll hier. Gehe ich plus 1 Stärke oder Living Metal? Also ganz kurz, ich habe Exploring Sixes im Nahkampf. Das ist mein Ding jetzt. Hat man mich gehört? Weil irgendwie war gerade so ein Wackler Mikro. Also es war an, aber die Leute schreiben das Mikro so aus. Oh, okay. Bin ich jetzt wieder da? Muss ich mal sagen. Also ich habe auf jeden Fall Pegel. Ich sag, wenn ich charge, kriege ich besonders Stärke. Das ist mein Protokoll jetzt aktuell. Okay, dann schreibe ich wieder da.
Gut. Elite Henry Legio fragt, was haltet ihr von Angron und gebt ihr bei ihm Tipps zum Bemalen, wenn er da ist? Ich glaube, dem muss man schon, also für den muss man schon ein Video machen, ne? Ja, also ich persönlich finde ihn ein bisschen langweilig, weil er mir zu sehr einfach nur nach einem Special Bloodthirster aussieht und es kam mir jetzt gleichzeitig dieser Named Bloodthirster aus der Heresy bei Forgeworld jetzt raus und ich finde den sogar geiler als Angron. Also bei Angron fehlt mir irgendwie so ein bisschen mehr das Merkmal, dass man direkt erkennt, ey yo, das ist ein Dämonenprimarch und es sieht halt einfach aus wie ein, wie Skarbrand in cool. Ja, man muss dazu sagen, dass natürlich er sehr Artwork-getreu ist. Also so sieht der einfach auf den Artworks aus. Ne? G, du musst dich bewegen. Ja, ich will eigentlich gerade zu was... labern. Ja, ich will was fragen, aber okay. Es kam mir jetzt gerade eine Frage. Ja. Wann explodieren die Dinger? Sobald ich mich reinbewege oder am Ende der Bewegungsphase? Weil das ist jetzt wichtig, ob mein Plan überhaupt da aufgeht, dass ich die reinjieten kann und meinen Nightbringer danach bewegen kann. Ich muss ins Buch gucken. Also ich finde Angron richtig geil, weil... das ist einfach 100% Angron. So ist Angron halt. Angron ist nicht irgendwie mega, keine Ahnung, unique, sondern ist einfach ein Special Bloodthirster. Ich habe übrigens vergessen, halt. Ich wollte noch hier das Dingens zünden, den Orb, dass ich die 10 Necron-Krieger wiederbeleben kann. Ah ja, Den Special Orb. Einsatz wiederholen. Dann kommen 5 Stück wieder. Damit Weil das der Reliktorb ist, kriegen sie da dann zusätzlich plus 1. Ah, alles klar. Also die explodieren, sobald du in die Nähe gehst. Gut, dann explodieren die jetzt mal bitte da. Also ja, ich finde an sich Angron wirklich cool. Und ich bin einfach, also ich glaube, eigentlich ist es doch scheißegal, wie man den findet. Es ist doch einfach nur ein Fest, dass wir einen weiteren Dämonenprimarchen dieses Jahr kriegen. Das stimmt. Also, und ich glaube, das ist so, ne? Ich glaube, die 4 Stück explodieren, ne? 4 Stück explodieren. Ja. 2 Mortal Wounds, 3 Mortal Wounds, 6 Mortal Wounds. Für die Skarbe. Insgesamt? Insgesamt. Dann ist eine tot und eine hat noch 2 Leben. Dann kriegst du 4 Striche. Guck mal, ich bin richtig aufmerksam, hier das zu verfolgen. Eigentlich müsstest du das machen, ja, ne? Ja, du bist einfach sehr nett. So, weil jetzt kann sich mein Nightbringer da auch hinbewegen. Okay, jetzt kommt der Nightbringer. Aber ich muss da immer an irgendwie Avenged Sevenfold denken. Nee, das ist von Pentakill, stimmt, der League Pentakill. Of Legends Metal Band. Ja. Die haben ein Lied, das heißt Lightbringer. Das müsst ihr euch mal anhören. Das ist so, I am the Lightbringer. Das ist halt so richtig so klassisch Metal. Ne? Ja, das ist sehr klassisch Metal. Und da singt er auch so an einer Stelle so richtig hoch. Und singt dann auch so, Lightbringer. Und das müsst ihr nur durch Nightbringer ersetzen. Ja. Das ist cool. So. Gut, mein Doomstalker bleibt stehen, weil dann kann er wenigstens heftig krass schießen. Super heftig. Ja, es wird noch gefragt, ob Genie sich auf den Chaos-Dämonen-Kodex freut. Oh yes, Leute. Nö, Genie doch nicht. Es war einfach der schönste Moment meines Lebens, weil ich war heute Mittag so ein bisschen K.O. und schlapp. Ich weiß auch nicht so richtig warum und habe mich dann so für eine halbe Stunde mal kurz für so einen Powernap hingelegt. Und dann bin ich aufgewacht und das Erste, was ich gesehen habe, war eine Nachricht auf meinem Instagram-Profil. Ich glaube, Cole war das. Der hat mir geschrieben, einen Link geschickt und gesagt, guck mal, Dämonenkodex. Und ich so, klick drauf, Dämonenkodex-Ankündigung. Also der Powernap des Schicksals. Ja. Aber ich finde das Cover richtig geil. Das Cover, das würde ich mir als T-Shirt holen. Leute, ich will das einfach als T-Shirt-Motiv. Ja. Und so als Jutebeutel. Ich finde das aber das hässlichste Cover. Das ist so geil. Wirklich, ich will einen Jutebeutel und ein T-Shirt. Büchern bis jetzt. Echt? Ja, ich verstehe nicht, warum ihr das cool findet. Ich finde das geil. Oh, das vielleicht hole ich mir einfach so ein... Ugly, das Cover. Ich finde, das sieht aus wie eine Magic-Karte. Es gibt doch, Rucksäcke mit diesen Klarsichttönen, wo du dann Sachen reintun kannst. Ja. Und dann drucke ich mir das einfach aus und tue mir es hinten auf den Rucksack. Ist voll geil. Vincent, bist du da? Ich will eine Abstimmung. Ist das Cover cool oder nicht? Das Cover ich muss ist jetzt, cool. Ich muss es jetzt wissen. Vielleicht, weißt du so, is it me? Ja. Am I the problem? Genau, einfach nur so, bin ich out of touch? Quasi. Ja. Gut. Oder kann ich selber auch eine Abstimmung machen? Der große Necron-Krieger-Trupp hier, der macht meine Action an dem Ziel hier. Ja. Hier habe ich das ja schon gemacht. Ja. Und die dürfen ja trotzdem noch schießen, weil das sagt ja mein Protokoll. Mhm. Haben die nicht nur 12 Zoll Reichweite mit ihren Waffen? Ach stimmt, danke, dass du mich daran erinnerst. Ich war so, ich habe doch 24. Ja. So alles easy peasy. Also rein rechnerisch, ne? Was für einen Movement-Wert haben die? 5. Okay. Und die hatten ja Pre-Game-Move. Dann kommen die alle ran. Nee, ich war gerade so, weil ich war ja mit 18 Zoll, ne? Mhm. Aber du hast ja auch
Ja, alle kommen nicht ran, weil ich sie halt nicht so bewege. Okay. Aber es werden ein paar rankommen. Aber drei. Ja. Ja, weil hier die ganze Scheiße im Weg steht. Ja, dann ist halt Gelände. Ich hasse Gelände. Ich hasse Gelände. Hu macht übrigens gerade den Poll fertig. Okay. Ob ihr das Dämonen-Kodex-Cover cool findet oder nicht. So, ich fange jetzt aber an zu schießen. Ja. Gab es noch irgendwas ansonsten in der Chat-Zeit? Oh, man darf nicht Scheiße schreiben. Doof. Doof. Sag mal, mögt ihr es oder mögt ihr es nicht? Stell dir mal vor, Ruben, wir würden bei Funk also quasi angestellt sein. Dann müssten wir uns komplett neu erfinden. Nein, da darfst du Scheiße sagen bei Funk. Ja? Ja. So, Das ist ja nicht Kika, René. Stell dir mal vor, wir werden bei Kika angestellt. Mit einem Wargame. Mit Warhammer. Ja, mit so, ja, ich habe hier diese riesigen Monster und die fressen dich lebendig. Dann platzt der Kopf von dem Space Marine mit dem Balter. Genie, Kitan-Fähigkeiten. Ja. Kitan-Fähigkeiten. Ist jetzt der Gaze? Ist Gaze-Zeit oder ist Falling Stars-Zeit? Ich glaube, es gibt noch ein Stratagem, dass du beide machen kannst. Nee, es gibt ein Strategy, dass ich nochmal eine auswürfeln darf, die ich dann direkt mache. Okay. Aber du bist auch reich. Ja, aber erstmal mache ich so oder so eine. Okay. 9 Zoll visible auf die 4 plus. Ja, du würfelst, glaube ich, 3 Würfel für jede 4 plus, die 3 Mortal Wounds, ne? Der Gaze. Ja. Mhm. Ja, mache ich doch einfach hier auf deinen Charakter. Hä? Nicht den Swarmlord. Doch. Ehrenlos. So, absolut ehrenlos. 3 Würfel für jede 4 plus. 2 Stück. 2d3 Mortal Wounds. 3. 3. Finde ich okay. Ja, aber ich glaube, da möchte ich wirklich. 3 ist okay. 3, ja. Wo ist mein Kitan? Wie viele Lebenspunkte hat der noch? So ein Swarmlord? Der müsste ja eigentlich richtig, richtig tough sein, oder? Ich meine, er ist der Swarmlord. Er hat noch 10 Leben, er hat insgesamt 13. So, okay. Hast du gefunden? Ja, hier. Für 1 CP mache ich, dann gehe ich auf 7 runter. Mhm. Jetzt muss ich nur kurz die Liste aufmachen, dass ich das 1, 2, 3, 4, 5 und so habe. Weil ich quasi gucken muss. Warte. Finde ich das hier oder? Würfel schon mal, ich suche dir das raus. Okay? Ja. Ich glaube, das geht leichter. So, ich mache die 1. Die 1. Das ist, glaube ich, der Antimaterie-Meteor. Oh, der Antimaterie-Meteor ist mies. Okay, ich finde es selber nicht. Da, Unique Tampons. Ah, ja. Da. Die 1 ist der Antimaterie-Meteor. Nein, ist der Meteor. Okay, du Meteors. Okay, roll 1d6. Ja. Du hast den Poll gemacht? Ja, also 17 Leute sagen cool und 10 Leute sagen doof. Aber 27 ist auch eine schlechte Quote jetzt von 200 Zuschauern. Also, viele kennen das Cover nicht. Bei einigen haben auch geschrieben, kennen das Cover nicht. Okay. Oder okay, die Link. Closest Visible Unit, das ist deine Garde hier. Ja. Die kriegen 3 Mortal Wounds. Okay, dann. He dead. Guck mal, er hat extra noch einen Ultramarine-Schädel mitgenommen. Wollte mir den so geben, als Geschenk? Kampf. Ja, der findet, dein Nightbringer ist eine absolute Waifu und wollte ihm eigentlich so einen Schädel so als Geschenk geben. War so, okay. Ich mag dich. Dann komme ich jetzt in die Schussphase und jetzt habe ich aber wenigstens die Chance, mit meinem Silent King eine Unit zu töten. Ja. Weil jetzt steht da ja nur noch einer. Ja. Das heißt, die Frage ist... Jetzt aufteilen. Nimmst du den 2-Damage-Schuss? Nimmst du den 6-Damage-Schuss? Was wirst du machen? Boah, das ist schwierig, ne? Was wirst du tun? Nimmst du den 6-Damage-Schuss, triffst automatisch, machst das Stratagem, dass du automatisch verwundest, damit er auf jeden Fall tot ist? Weil ich habe keinen Retter mehr. Ja, ich könnte theoretisch mit einem Beam einfach nur schießen, ja, und sagen, ich verwunde das, ne? Automatisch außer mit einem CP. Außer du würdest eine 1 treffen und du würdest wieder eine 1. Ja, aber dann soll es nicht sein. Aber dann bist du auch ein Verlierer. Wie viel Leben hat noch dein Großer hier? 10. Also 10. Du kannst ihn immer noch nicht anschießen, der steht so ein bisschen noch. Okay. Ja. Darf ich den hier targeten? Ja, du wie viel kannst. Hat der? Bevor du schießt. Aha. Die Leute schreiben alle, du kannst 2 Kitan-Kräfte machen und dann noch eine Bonus per Strategem. Hä? Wenn du jetzt 2 Jahre lang den Kitan falsch gespielt hast. Ich bin mir so sicher eigentlich. Wo steht das denn? Hier. Ja. If this model did not advance or fall back, it can use 2! 2 of the Kitan powers! Oh. Ups. Aber since when?
Seit immer. Seit immer. Ich habe mich auch schon immer seit gefragt. Seit das Buch gedruckt ist. So, warum macht Ginny eigentlich nie zwei? Ist das irgendwie, weil sie irgendwie was nicht kauft? Oder dann mache ich jetzt halt noch Falling Stars. Weil das habe ich ja noch. Ja. Dann in 24 Zoll, 3 Units. Ich nehme auf jeden Fall hier die Krieger. Ja. Und die Gargoyles. Aha. Ich könnte auch da hinten die nehmen, ne? Ja, du kannst auch die... Da muss ich halt 1, 2, 3 würfeln. Ja, ich guck mal ganz kurz, wie viele Lebenspunkte die Bio-Worn haben. Ja? Ja, das wäre gut, wenn die 3 haben, dann würde sich das nämlich lohnen. Weil die haben 4 Lebenspunkte. Ah, nee, dann lohnt sich das nicht. Was ist mit den Zoanthrofen? Die haben auch mittlerweile 4 Lebenspunkte. Oh mein, alles meine Tyranniden, die waren einfach so... Dann nehme ich hinten die Giganten so. Wir slappen plus 1 Toughness, plus 1 Lebenspunkt auf so, alles. So, erstmal die Krieger hier vorne. Ja. 1 bis 5? Nein. Okay. Die Gargoyles, 1 bis 5? Ja. Ja. Wie viel? 2. Und die Hormaganten. 1 bis 5? Ja. Wie viele? 3. Ich nehme die 3. Ich nehme die 3. Gut. Kann ich jetzt mit meinem Silent King schießen? Ja, jetzt darfst du endlich machen. Gut. So, das große Ding da hat 10 Leben. Das heißt, wenn ich da Tier. René, raus. 5 Minuten geh Auszeit. Einfach, geh einfach. ja. Das heißt, einen Beam werde ich auf jeden Fall auf die Guard schießen. Der andere Beam würde 6 Damage machen. Mit dem anderen hätte ich 3 Schuss mit 2 Damage und 9 Schuss mit 1 Damage. Ja, machen wir das doch. Dann okay. Kriege ich den vielleicht auch dort. Das heißt, einer meiner Beams schießt auf die Guard hier auf den letzten. Okay. Und alles andere schießt auf den Ding hier. Auf die Exocrine. Ich wollte ja auf deine Exocrine sagen. Oder warte. Nee, ich glaube, es macht Sinn, wenn ich vorher erstmal mit den Necronkriegern noch auf den Dicken schieße, dass die den vielleicht noch ein bisschen anschwächen. Okay. Ich habe aber Widerstand 8. 8? Eine Exocriner Widerstand 8. Siehst du auch, der sieht doch aus wie eine Schildkröte mit einer riesigen Kanone. Nee, dann schießt er aber direkt mit dem Silent King. So. Okay, und ein Fire Safe. Okay. So, dann schieße ich aber erstmal den Beam ja auf die Guard. Trifft. Okay, trifft. Und dann würde ich gerne für einen CP sagen, dass es automatisch verwundet. Okay, und es hat minus 5, ne? 4. Oh, da habe ich einen 6er Safe. Da habe ich dich belogen. Willst du das dann trotzdem so machen? Ja, ich mache es trotzdem so. Okay. Ich glaube an das Herz der Würfel. Das heißt, wir haben die 6 des Schicksals. Und du weißt, ja, was in solchen Momenten passiert. Ich komme nicht an. Wenn du getebeutelt werden kannst, dann wirst du getebeutelt. Das ist unsere Dynamik. Das ist so. Das ist jedes Mal so. Also, in dem, ich wusste, in dem Moment, wo du gesagt hast, es ist minus 4, wusste ich, dann wird die leben. Dann wird die Guard leben. Das tut mir so leid. Der Silent King, der steht da so, der hat ja die Pulse. Ne? Der ist auch nur so, bruh. Aber warum schießt du eigentlich beides auf die Exocrine? Weil sie wollten sich die Punkte für Code of Combat snacken. Ah. Und jetzt kann ich da nicht chargen. Kann ich nicht sagen, dass ich den anderen dann doch drauf schieße? Also es ist ja nicht mal ein Ahle-Moment, ne? Es ist ja eigentlich ein Rolltreppen-Moment für mich, aber es fühlt sich an wie ein Ahle-Moment. Ist okay, dann schießt jetzt erstmal die okay andere Beam in ja, den großen. Der andere Beam, der trifft. Hier sind 8, der verwundet. 6er Rüster, halte ich nicht. Dann 6 Schaden. 6 Schaden, dann geht er auf 9 Lebenspunkte. Dann meine 3 Schuss von dem anderen. Einsen darf ich wiederholen. Mhm. Trifft alles. Ja. Auf die 4 bei Stärke 8. 2 Stück mit minus 3. Minus 3, 5. Einer geht erhaltlich. 2 Schaden, das heißt, du hast noch 2 Leben. Da hat er noch 7 Leben. Ey, du hast doch gesagt, die hat 10 Leben. Die hat 15 Leben. Du hast 10 gesagt? Nein. René hat 10 gesagt. Ich hab eben, als René hat wirklich 10 gesagt. Guck mich nicht so an, ich hab nicht zugehört. Ich hab nicht 10 gesagt. Warum soll ich denn sagen, dass der 10 Leben hat? Du hast, ich hab's immer noch gesagt, nein. Hatte 10 Leben. Nein, hier, der Swarmlord hat noch 10 Leben. Ja, aber ich hab dann dahin, dann hast du wieder ja gesagt. Du Arsch, du bist aber nur am Scheißen hier. So, aber dann schieße ich, hat die halt noch 7 Leben, ich hab noch 9 Schuss hier, zack. Guck mal, einen darf ich wiederholen. Gott, trifft alles. So, das hat aber nur Stärke 6, das heißt nur auf die 5. Zeilen kriegen wir einfach gar nichts. So, 2. Das ist einfach der. Oh, Agentum hat 10 Abos reingeschenkt. Ach, danke schön, Agentum. Guck mal, dafür wie viel minus? 2. Guck mal, Agentum hat mich empowered, deswegen halte ich auch beide. Fick dich. Oh, dann. Okay, hat die Exocrine noch
Sieben Leben immer noch. Sieben Leben. Ja. Geil, auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, Agent. Dankeschön. Gut, mein Doomstalker ist jetzt stehen geblieben. Oh, vielleicht macht der Doomstalker es jetzt. Ja, der will jetzt die Hive Guard da töten. Versuch doch, die Exocrine zu schießen. Aber ich will mit meinem Nightbringer da angreifen. Nein, hör auf, jetzt bring jetzt was um. Wenn ich den nicht umbringe, kann ich mit meinem Nightbringer da nicht reinchargen. Doch, kannst du trotzdem. Ja, aber dann interveniert der doch. Ja, aber... Ist doch scheißegal. Ja, aber den gibst du doch eine Rückhand. Brauche ich nicht alles, um den wegzuklonken? Nee, also ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Gut, dann halt den High Power also, auf der den... Der ignoriert den ersten Schaden, den er im Nahkampf kriegt. Der ist quasi Mini-Abaddon. Gut, dann schießt der Doom-Typ halt da drauf. Okay, auf die Exocrine. Ja. Doomstalk, das ist der Moment... Sechs Schuss. Drei. Drei. Willst du den rerollen? Ja. Okay, aber es kann auch schlechter werden. Ist mir egal. Lass dich von mir Trash-Talken. Ich hab doch... Lass dich nicht von mir Trash-Talken. Ich bin kurz davor, dich wieder mit Würfeln zu bewerfen, ne? Das ist ja alles so unglücklich. Ein Schuss auf die Vier. Der trifft. Stärke 10 auf die 3. Verwundet. Minus? 5. Kein Safe mehr. D6 Schaden. Das ist, weil ihr den Doomstalker mal so beleidigt. Der Doomstalker war so vor. Das Spiel könnte so gut für mich laufen. Aber es tut es nicht. Oh, ich habe schon ja. So unartig viele Laser vom Silent King überlebt. Ne? Ich dachte, meine Secondaries sind so gut, aber ich score sie nicht. So witzig. Oh. So, einer ist in Rapid Fire. Mhm. Das heißt, der hat 2 Schuss, das heißt, ein 6 Schuss von meinen Immortals. Okay. Kriegst du minus 1 auf Treppen? Ja, auf die Guard da. Ja. Ah, die Guard da. Oh, tust du auch gut. 4 Treffer. Mhm. Was hatte der für einen Widerstand? 6. 6 auf die 5. Alle diese Necron-Krieger. Alle diese Necron-Krieger. Schieß auf Chess-Garter. Okay. Sind die in Range zum Reroll vom Silent King? Und der Lord hat doch auch eine Aura. Nein. Nee, der Lord hat einfach nur. Der Lord ist ein Lappen. Ja, ich meine, der hat auch irgendeine Aura. Der ist Lord of the Lappen. Lord of the Lappen. Ich glaube, der sagt Verwundungswürfe von 1 oder so. The Lord's Will. The Lord's Will. Ja, das was, muss ich aber auch geben. Muss ich auch verteilen. Ja. Und Relentless March hat er halt. Okay, ne? Dann sagst du hier, der Wille des Lords, der ging jetzt hier auf die Necrons. Alles klar. So, die haben ja 24 Zoll und in halber Reichweite. Und halber Reichweite. Das sind 2 in halber Reichweite, das heißt, die haben 2 Schuss. Und dann sind das ja, das sind ja keine gestorben, ne? Nee. Nee, und dann noch 8. Die sind 8 mit einem Schuss. Und dann dürfen die Treffer von 1 wiederholen. Mhm. Darf ich das Silent King bannen? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, der hat doch einen großen Glatzkuhmann um. Auf dem. Guck du mal nach oben. Ich komische Sachen. Ja, hat er doch. Aber wieso sollte das sagen, dass. Der ist doch in Blackstone eingesperrt. Und Blackstone einer. Ist doch gegen Psyker. Oh, einer. Den halte ich. Mit mir 2? Die erste Fähigkeit auf dem Nachter steht. In your opponent's psychic phase, Sarah can attempt to deny one psychic power as if he was a psychic. Bei mir ist die zweite Fähigkeit. Also, warum sollte er das können? Es ist die erste Fähigkeit. Es ist die zweite. Bei mir ist es die zweite, okay. Ja, die haben auch nichts gemacht. Ich habe mit den Necron-Kriegern noch nicht geschossen. Nee. Vielleicht machen die ja jetzt was. Aber bestimmt nicht den, ne? Ich glaube, den kriegen sie auf gar keinen Fall down. Also ich schieße mal auf die Krieger. Ah, nicht die Krieger. Wie viele kommen denn ran? Die Krieger. Hier kommt jeder, der kommt auch. Was mit dem Typen? Der kommt auch. Ja. Der kommt nicht? Der kommt nicht. Aber der schon? Das ist alle bis auf einen. Das heißt, was ist mit dem da? Den habe ich gleich gesehen. Der ja, doch. Auch. Das heißt, das sind noch 5? 10, 15, also 14 Leute. 14. Also die haben 2 Schuss, du pro Loot, ne? Ja. Die dürfen Treffer von 1 wiederholen, weil die sind ja in der. Die sind beim Silent King, genau, da habe ich drauf geachtet, bei den anderen hier. Und die treffen um 1 besser, weil die sind my will be done. Ja, genau, die habe ich my will be done. Okay, cool. Dann so, hier die Lücke. Gut. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 8, das sind schon mal 8. Da brauche ich einen noch, damit ich 28 habe. Okay, let's go. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob die wirklich... Okay, hier. Ich gib die mir mal in die Hand, meine Hände sind zu klein. Das sind zu viele Würfel. Okay. Okay. Eins darfst du wiederholen. Nee, warte, ich muss gerade noch mal kurz nachlesen, weil ich meine eben beim Überfliegen, dass ich alles wiederholen darf. Linie?
Du hast BS2. Also du triffst auf 2 plus und deswegen ist auch ein. Okay. Ich bin echt gespannt, ob die Krieger. Also, die werden nicht sterben, die haben zu viele Lebenspunkte, um zu sterben. Vermutlich, ne? Was haben die denn für Widerstand? 5. Du hast Stärke, glaube ich. Die sind kürzer, dafür haben die mehr Punch. Ja. Ja, genau. Stärke 5 minus 2. Okay. Ist auf die 4. Da hast du aber keine Rerolls. Nee, da muss ich jetzt einfach nur. Meine Hände sind halt zu klein, okay? Ja, ist ja auch irgendwie ein bisschen. Ach niedlich. Du. Ah, oh! Das war der schlechteste Wurf meines Lebens auf die 4 plus. Du hast, wie viele Treffer hattest du? Du hast 27 Treffer? 27 Treffer. Cool, davon haben 6 verwundet auf die 4 plus. Dann wiederhol doch die Einsen noch vom Lord. Nee. Das ist Treffen. Das ist Treffen und das hatte sie auf die anderen Necron-Krieger gegeben, ja. Sonst, ich hätte die auch voll, also ich hätte auch gesagt, du darfst Doom von den Elder benutzen jetzt. Ich halte sogar 2 Rüster. Und dann habe ich noch 5er Fino Pain. Für einen Krieger gebe ich dir. Ich gebe dir nicht mal einen Krieger. Verliert ein Krieger 2 Leben. Das ist gerade wirklich passiert. Genie? Was ist denn los mit meinen Würfeln? Das war mal wieder ein Warhammer-Moment. Trademark. Okay, ja, dann Charges, oder? Ich glaube, fertig geschossen. Ich glaube auch. Ah, wir haben dir nie Primary-Punkte gegeben für Halten. Oh. Stimmt, ich halte 3 Missionsziele. Du hältst nämlich mehr als ich. Kriegst 12. Ja. Das haben wir irgendwie geskippt. Ja. Irgendwie ja, ne? Irgendwie ist das passiert. Ja, das auch nicht. Also der Doomstalker, er hätte, ne? Er hätte es machen können. Ich hab dir nur die Möglichkeit gesagt, ne, dass du Reroll da ist. Wenn du die nicht in den Reroll reingebaitet hättest, wäre der tot gewesen. Wäre er einfach tot gewesen. Wäre locker. Wäre passiert. Gut, dann ich werde erstmal hier versuchen, mit meinen Scorpic Destroyer in die Giganten zu chargen. Brauchst du eine 7? Hast du? Mit einer 8. Bist du drin? Ui. Aber die bringen die ja auch nicht alle um. Es sind halt 25 Formaganten. So, mein Nightbringer möchte dann hier in deinen. Möchte er in den Swarmlord und in den in die Hiveguard? Ja, komm, dann nimmt jetzt beides. Dann nimmt jetzt beides mit. Der nimmt niemanden. Also muss er jetzt auf beide rankommen. Das bin ich aber. Ah, das bist du. Ah, oh, okay. Das gönne ich dir richtig, ne? Das gönne ich dir wirklich. Dankeschön. Das gönne ich dir. Aber auch nur, weil ich ja das Minus vom Wald ignoriere. Ja, weil du bist. Weil ich fliege. Weil du bist ein Geil. Ich fange aber auf jeden Fall mit dem Nightbringer an. Ja. So, ich habe insgesamt 6 Attacken, die ich ja aufteilen darf. Aber ich glaube, ich nehme einfach den Blow, weil das macht mehr Sinn. Also das Dicke. Ja, den Punch. Vertraue ich jetzt, dass ich mit einem Punch den hier töte? Ist quasi. Also musst du ja einfach nur das One-Punch-Man aufnehmen. Das ist so, One-Punch! Weil ich treffe dich auf die 2 und verwund dich auf die 2. Ja. Und du hast keinen Retter. Aber. Und der macht D6 Schaden und machst aber noch 3 Leben. Du? 4. Dann lege ich. Ich lege 2 auf die Guard. Aber was ist, wenn der Swarmlord dann lebt, weil du zu wenig Attacken in den Swarmlord gelegt hast? Nee, das passiert jetzt nicht. Es ist so viel Scheiß in der Runde passiert, das funktioniert jetzt. Okay. Ich mache jetzt erstmal auf die Guard. Okay. 2 Attacken. Auf die 2? Ja, auf die 2. Aha. Ein 6er Save. Ich bring dich um. Nee. Nein. W3 Schaden. W6 Schaden. W6 Schaden. Oh, aber ich habe noch 3 Leben, ne? Das heißt. Aber den darf ich rerollen im schlimmsten Fall. Okay. Ah, er ist tot. Ist dead. Er ist tot. Okay. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. So, und jetzt auf den Dicken. Okay. Auf die 2 treffen. Auf den 2 Lord. Alle. Okay, alle getroffen. Alle. Auf die 2 verwunden. Ja. Alle bis auf einen. Okay, ich habe einen 6er Save. Alle 6er Rüster dagegen. Ich wiederhole die eine 1. Okay, wiederhole die eine 1. Gehe ich auf die 4 CP. Mhm. Okay, 5, 6er. 4. 4, ja. Vier. Ja, ich bin. Okay. Ich werde leben! Einen gehalten. Okay. 3 gehen durch. Einen kannst du direkt mal weglegen, weil den parry ich weg. Ich hab Blade. Du sollst jetzt 10 würfeln. Ja, der hat noch 10 Leben. Komm schon! Es ist einfach eine 9. Es ist eine 9, er hat doch ein Lebenspunkt. Oh! Da hat hab ich schon für den Verwundungswurf selbst. Hätte ich auch gebraucht, sonst hätte ich ja nur ein W6 ja, gehabt. Ja, das war richtig. Also, dass ich 1 mal verbunden wiederholt, das war vollkommen richtig.
aber... Ist der denn jetzt wenigstens schlechter beim Zurückfahren? Ja, der ist sehr bad jetzt. Okay, aber ich hau erst an meinen... Wie hast du jetzt noch? Ich habe aus Versehen gerade 54 eingetragen. 4. 54? Hättest du 54 sagen müssen, Mann, Genie. Wie willst du denn mit auf 54 CP kommen? Ja, das weiß doch niemand. Wer kennt das Spiel schon komplett? Aber ganz kurz, René, du hast jetzt viel Pain gemacht, ne? Was? Hä? Was? Nee, ich habe einfach nur richtig gut gewürfelt. Achso. Ja. Aber was hast du gewürfelt? Also ich habe, sie hat ja, meinst du jetzt beim Swarmlord? Ja. Also, sie hat 4 Wunden gemacht. Mhm. Ich habe noch einen 6er Save dagegen, weil ein Swarmlord hat einen 2er Rüster. Mhm. Und dann habe ich einen gehalten, also waren nur noch 3 Stück, die durchgegangen sind. Einen habe ich geblade parried, denn die erste Wunde, die ich bekomme, die ignoriere ich immer. Hätte ich eigentlich Slowrollen müssen. Aber das ignoriert der Ketan doch. Hm? Das ignoriert der Ketan doch, das Parry-Ding. Da müssen wir jetzt aufs Wording achten. Also, oder? Oh stimmt, vielleicht ignoriert er das. Also hier wird gesagt, ne? Saving throw made against a melee attack is fate for this model. The damage characteristic of that attack is changed to zero. Oh, vielleicht ja, hast du ihn doch umgebracht. Weil Life Drain sagt, each time this model makes a melee attack that is allocated to an enemy model, that enemy model cannot use any rules to ignore the wounds it loses. Dann ist der tot. Dann ist der tot. Dann explodiert er jetzt aber aus Rache. Nee. Nein. Okay, dann ist er dead. Weil es gibt ein paar Regeln, die das trotzdem... Ich verliere meine Synaptic Imperatives. Ja! Impera Puppets das. Das heißt, du hast keine Synaptic-Fähigkeiten mehr machen? Also ich habe keine Synaptic Imperatives mehr. Das heißt, ich habe keine Exploding Sixes mehr im Nahkampf. Mm, das ist natürlich lecker. Ja. Und dann, so. Aus Prinzip. Einfach aus dem Wald raus. Nein, aber ganz ehrlich. Ich gönne dir das. Dankeschön. Gut, dann meine Scorpacks. So. Ja. Die haben ja 3 Attacken pro Dude. Und weil ich ja angegriffen habe, bin ich ja gerade darin, dass ich plus 1 Stärke habe. Mhm. Das sind meine Scorpack Destroyer. So, ich habe noch 2 mit dem dicken Schwert und 2 mit dem kleinen Schwert. Mhm. Das heißt, ich mache erstmal 6 Attacken mit dem dicken Schwert. Ja. Treffe ich dich auf die 2, weil ich habe die ja My Will Be Done. Ja. Alle. 5 tot. Piu, 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 piu. 5 tote Hormaganten. So, später. Und dann habe ich ja 6 Attacken mit den Dingens und die machen ja eine Zusatzattacke, weil die ja machen. Genie, ja. Jeder, der das Necron-Buch einmal zumindest gelesen hat, hat jetzt überhaupt trotzdem nicht verstanden, was du gerade machst. Der Satz war, ich habe jetzt die Dingens und weil die Schwerter haben, machen die jetzt Tschu-Tschu-Tschu-Bo. Ja, also die 2 Klingen an jeweils einem Arm haben, die machen eine, die Scorpack Destroyer. Okay, danke schön. Hey, man hat doch gemerkt, dass ich die Sequence gerade komplett mit den Scorpack Destroyern mache. Und gerade waren die Thresher dran und jetzt sind die, eben mal die Replates dran und jetzt sind die Thresher dran. Okay. Die Thresher machen eine Zusatzattacke pro Attacke. Ah, auf 2. Ja. Sie sind nicht beim Silent King? Ja. Silent Dude. So. Das ist Silent Dude. Das sind einfach... 6 Einsen. Okay, das ist ein Aale in den Chat, Freunde. Das sind einfach 6 Einsen. Das sind einfach nur 3 Tote. Warum ist das... Warum ist das denn heute so? Was ist in deinem früheren Leben passiert? Irgendwas? Ich muss anscheinend Hunde getreten haben oder sowas. Du musst einfach aber nur auf den Wahl spielen. Ja. Oh. Ach, hier wenn der Silent King in 6 Zoll wäre, dürfte ich ja die Einsen wiederholen, aber... Nee, da muss man aber direkt mal sagen, es ist ein bisschen unfair, dass du jetzt gesagt hast, dass Leute das nicht verstehen, weil hier hat direkt geschrieben, hä, die Churchill-Bö-Rule ist doch bekannt. Ah, fuck, stimmt. So wirklich. Ja, also wer mich ein bisschen kennt, wirklich schon... Ich wollte euch jetzt schon nicht irgendwie so ein bisschen intellektuell... Irgendwie. Weißt du, das ist meine eigene Sprache, das ist Gonisch und die Leute verstehen das, wenn die mich schon länger kennen. Okay, René? Also, ganz kurz, es schreiben wieder mehrere Leute, die dürfen noch Einsen wiederholen. Bitte guckt es nach. Dürfen? Stimmt, die sind doch Destroyer. Aber Hit-Rolls, nicht Wound-Rolls. Okay. Okay. Und Hit-Roll war keine 1. Sicher? Okay. Bin ich mit. Und wenn eine vielleicht, eine. Aber. Komm hier. Die Wounds waren ja das... Hier, ich nehme den Ganten nehme ich noch weg, dass der... Ich glaube, die Einsen beim Wound dürfen sie wiederholen, wenn der Lord dabei ist. Das ist der symbolische
zögernd. Okay. Und dann hau ich zurück. Ja, hau mal, schmau mal. Aber die Einsen beim Treffen, ne? Also nicht beim Bund. Einsen beim Hit-Roll. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warte, ich kann nicht zählen. 3, 6, 9, 12, 13. Es sind immer noch 39 Attacken. Ach du Scheiße. Was ist ja eigentlich falsch mit dir? 18, 21, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39. Wir haben noch genug Würfel, es sind nicht genug verschwunden. Ja, da liegt unten okay. Noch einer. 26 verschwunden automatisch. What? Okay, das sieht einfach wunderschön aus, der Wurf. Guck mal, wie viele Augen einen da anguckt. Auf was triffst du? Ich treffe auf die 4. Und ich darf. Ich habe mit meinem Tyranid Prime Buff gegeben, den. Und da habe ich einfach hab ich gesagt, ich gucke den nach, wenn er relevant wird. Das ist er jetzt. Ich darf Verwundungswürfe von 1 wiederholen. Den, okay. Für die Hormone. Okay. Den bringen jetzt auch schon wieder einen halben Trupp um mit dem Response, ne? Oh, guck mal, wie viele Eier. Die verwunden alle schon. Das ist ja wundervoll. Okay, dann die auch noch. Oh, die Würfel sind definitiv irgendwie parteiisch. Das ist, weil ich so viel Spaß an dem Spiel habe. Ich habe eigentlich auch total viel Spaß. Ich hatte richtig Bock auf das Spiel, mal wieder die Necrons zu spielen mit den besseren Regeln. Ich habe einfach 15. 15 Wunden mit minus 2. Bra. Minus 2. Ja, weil wir sind in der ersten Runde von Nahkampf und ich bin krank. Die haben 3 Leben, also Alter. Ein toter Scorpec Destroyer, zwei tote Scorpec Destroyer, 3 tote Scorpec Destroyer und 4 tote Scorpec Destroyer. Die haben ja einfach aufgegessen, ne? Ja. Ja, dann denken wir mal, mit Scorpec Destroyer tötet man Ganten, ne? Hab ich auch gedacht. Dann kriegst du nochmal 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 tote Destroyer. Ja. Aber ich habe auch wirklich insane gewürfelt, ne? Ich habe wirklich sehr, sehr gut gewürfelt. Aber. Gut, dann ist Ende meines Zuges. Ja. Ich bekomme aber, weil ich in der Mitte hier nochmal die Action gemacht habe, 4 Punkte. Und ich halte wieder 2 von den Marked Objectives. Das sind nochmal 3 Punkte. Das kriegt 7 Secondary. Okay, das heißt, du hast bei Ancient Machinery ist jetzt 8 und bei Treasure of Eons hast du 6. Jetzt 6. Okay. Das ist so krass. Ne? Also, das ist wirklich, also so punktetechnisch. Ich meine, wie viele Punkte habe ich? Ich habe 3. Ne? Und Genie hat? 26. Ja, gut, aber du scorst jetzt ja auch dein erstes Primary mit 8. Ja. Ne? Also deine Runde, 8 Primary. Ich gehe ein CP hoch, du gehst ein CP hoch. Ich habe wieder 4 CP. Ich bin so reich. Ich werde erstmal wieder die Hormaganten erneuern. Oh, okay. Ich gehe wieder auf 3 runter, ne? Aber und ich krieg 4 Hormaganten. Wie kann ich das nicht? Du kannst das. Also du brauchst nur eine Barke oder sowas dabei. Aber dann kannst du das auch machen. So. René, gibt es noch irgendwelchen Command-Schüssel, den du machen musst? Oder kann ich in die Chat-Zeit? Folgendes, guck mal. Der Tyranid Prime. Der redet mit den Zoanthropen. Die sind da 12. Ich guck kurz nach, ansonsten schreibt wieder Chat. Ne, sind 12. Der redet mit den Zoanthropen, die wiederum mit der Neuroflobe reden, die wiederum den Tyranid Warriors sagt, dass sie jetzt Verwundungswürfe von 1 wiederholen dürfen. Okay. Telefonlawine. Telefonlawine. Ohne Witz, Leute, hat bei euch in der Grundschule so eine Telefonkette mal funktioniert? Ja, bei mir immer. Nee, bei uns überhaupt nicht. Weil ich war ja N, ich war relativ in der Mitte, ist nie bei mir angekommen. Weil das Problem war, die haben das immer von oben und von unten gestartet, aber es kam nie bei mir an. Ich krieg noch einen Punkt für Banners. Ah. Vielleicht haben mich die Leute auch einfach gehasst und mich einfach auf die Prinzip nie angerufen. Die haben mich einfach nie angerufen, genau. Guck mal hier, der flattert jetzt dahin. Gehst du von meiner Spinne weg? Ja, und wir sind jetzt übrigens in der Chatzeit. Ja, ich weiß ja jetzt, wie man Pulse macht. Ja. Und das ist eine ganz neue Kraft jetzt. Ganz neue Möglichkeiten. Ich würde super gerne jetzt mal wissen, wie findet denn Chat die CP-Changes bei Nephilim?
Findet ihr das cool oder findet ihr das doof? Also da ich davon nichts cool, merke, finde ich es gut. Doof. Das ist einfach dein Ding jetzt, ne? Ruben. Ich bin jetzt der Pollmann. Ruben Pollmann. Polnareff. Das ist Ruben Polnareff. Ich finde Ruben Pollmann lustig, weil es den gleichen Klang hat. Ja, aber Polnareff ist Jojo. Das ist noch besser. Jojo. Das ist Jojo. Ich guck mal gerade hier. Ich glaube, wir hatten die Subs, die vor der... Ja genau, Lumpy Lumpy Doo hatten wir. Aha. Dann gab es die Gift-Subs von Argentum. Und jetzt gerade gab es noch einen Prime-Sub von Chiller69 im 8. Monat. Hab endlich mal wieder ans Prime-Abo gedacht. Geil. Der Julian. Ehre. Dankeschön, Julian. Dankeschön, Dankeschön. Ich denke da auch wieder. Übrigens, meine Spornminen. Wir gehen hier zu deinem Nightbringer und platzen. Yes, mach das. Okay, es sind zwei Morte zu deinem Nightbringer. Elite Henry Legio fragt, was haltet ihr von den Leaks auf Wotan? Ich persönlich mag sie, hat er geschrieben. Also ich glaube, die sind cool. Ob ich sie jetzt mega diggen werde, weiß ich nicht. Ich muss warten, bis da die ganze Range raus ist. Das ist so das, was ich eigentlich dazu immer sage. Weil ich finde es halt spannend, dass eine neue Fraktion rauskommt. Die haben natürlich ein ganz eigenes Design, was viele Leute mögen und viele Leute nicht mögen. Und da muss man einfach, ich muss die auf mich wirken lassen, muss ich halt so sagen. Ne? Und dann einfach mal gucken, was sich dann letzten Endes für mich daraus ergibt. Ob ich dann sage, ultra geil oder ultra kacki. Ruben, du bist nicht so der Fan, ne? Ja, ich bin nicht so der Riesenfan. Ich, also gerade... Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen an Chaos Space Marines und Jinxsealer Kalt, weil Jinxsealer Kalt tut das schon sehr weh alles. Gut, die meinen Waller Trades sind da eh irrelevant, aber man will schon drei Relikte eigentlich. Und also, zweites Detachment Spiel ist halt quasi tot. Ich war jetzt gerade bei Leaks of Wotan. Achso, ich habe sie komplett abgeschaltet. Komplett. Also, ja, weil ich, während du gebrabbelt hast, habe ich die ganze Zeit im Chat über die CP-Sachen. Ich war einfach so, worüber redet der Mann denn jetzt da gerade? So, hä? Ja, also meins ist es nicht. Also ich fand den ersten Squad ganz cool, die erste Standardeinheit. Aber so die, jetzt die anderen Sachen, die bis jetzt gezeigt wurden, sind nicht so riesig mein Ding. Ich glaube, ich aber auch so ein bisschen, sie hat so ein bisschen, also die hat eine sehr krasse StarCraft-Ästhetik irgendwie, ne? Ja, das war also komplett. Komplett. Und das ist nicht so ganz mein Look. Aber hey, also für alle anderen cool, ne? Just John fragt, werdet ihr auch Horus Heresy Battle Reports machen? Wir können noch nicht genau sagen, in welcher Form, aber sehr wahrscheinlich. Also dafür sind wir viel zu viel Bock drauf. Ja, man kann zu 90%, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. René hat sich da auch schon ein bisschen eingekauft, auf jeden Fall. Da haben wir schon ein bisschen was da. Genie hat auch schon Pläne, glaube ich, für Heresy. Oh ja, da kann ich euch eigentlich mal fragen. Ruben, du bist ja jetzt Pollmann. Pollnareff. Ja, weil, also Leute, ich werde auf jeden Fall Death Guard machen bei Heresy, weil ich finde das Farbschema cool und die gefallen mir halt einfach sehr, deswegen habe ich da Bock drauf und ich habe Bock nochmal einen Morty zu bemalen. Aber ich höre ja gerade die Heresy-Bücher. Und nur mal theoretisch, fändet ihr das in Ordnung? Weil es ist so, ich sag mal so, wenn man in dieses diepe, strenge Heresy reingeht, wäre es eigentlich nicht okay. Aber ich finde es eigentlich cool, eine Luna-Wolf-Armee zu machen. Ich würde halt auf jeden Fall einen Loken dazu machen. Und ich habe jetzt schon so ein paar Sachen auf Pinterest und so gesehen, wo die Leute sich einen Horus gebaut haben. Ich habe auch gesehen, es gibt STL-Files mit wirklich Luna-Wolf, mit Luna-Wolf-Horus. Ich weiß ja nicht, ob ich die dann halt einfach Sons of Horus regeltechnisch spielen würde oder mir einfach irgendeine x-beliebige loyale Fraktion nehme und die dann halt einfach mit den Regeln spiele. Aber fändet ihr das okay oder seid ihr da wie diese bekanntlich typischen Heresy-Spieler und read einfach nur komplett, wenn ich in der Horus-Heresy Luna Wolf spiele? Oder sagt ihr, okay, aber ohne Horus? Also das wären die drei Optionen. Finde ich fein, finde ich kacke oder... Ja, aber dann bitte nicht mit Horus. Ja, der Mari, ich mach den Poll sofort rein. Ja. Gerade noch der andere Poll, der ist jetzt schon weg, aber der ist ausgegangen mit
irgendwie 17 zu 3 Nephil im CP sind cool. Also kommt sehr gut an bisher, die neuen CP-Changes. Hogger, zu deiner Frage mit den neuen Necrons, da können wir am Ende nochmal, glaube ich, kurz drauf eingehen, wenn das Spiel vorbei ist. Und genau, ich hau jetzt mal den Poll rein. Ja. Elite Henry Legion hat noch gefragt, haben wir jetzt bei Genie schon beantwortet, aber bei René und mir, wer spielt denn welche Legion dann? Wetbearers. Ich würde, glaube ich, wahrscheinlich White Scars machen. Ja, also spielen werde ich auf jeden Fall erstmal Dämonen und Kustodes, weil die habe ich schon. Ja, ich muss erstmal komplett eine Armee machen. Ich habe schon zwei Armeen. Willst du mal kurz den Dice Try einblenden? Denn ich würfe jetzt für die Anzahl an Spornminen. 5. Ach, geh doch weg mit deinen Kack-Spornminen. Oh, weißt du, was ich auf jeden Fall auch als nächstes noch machen werde? Mehr Spornminen bemalen? Diese Fortification mitnehmen, die einfach jede Runde 6 Spornminen kotzt. Oh nee! Und dann spiele ich noch eine Harpie, die Spornminen droppen kann. 3. Du bist einfach so ein blöder Spornminen-Mensch, ne? Ich bin ein kompletter. Und dann gebe ich einfach noch 10 Punkte pro Spornmine aus und kauf noch 30 Stück. Nee, 28. Nee, 27. Warte. Also in 48 Zoll. Ach, geh doch weg. Dann werde ich die einfach hier hinten hinsetzen, wenn das geht. Ich müsste quasi ab hier. Und dann renne ich deinem Doomstalker hinterher und spawn ihn. Mir doch egal. Wenn das geht. Bin ich nicht mit allen in Reichweite. Dann muss ich das. Wo setze ich denn ja jetzt die Spornminen hin? Dann tue ich die einfach hier hin. Boop, 5 Stück. Die können auch rennen, ne? Und ich habe das Kletter Gym, dass die 8 Zoll rennen können. Ach, Scheiße. Können die auch einfach so. Können die sagen. Kann ich ganz schnell. Okay, ich bin fertig. Ende meiner Movement Phase. Ich habe erstmal Death Leaper hier hinten. Da sieht man das? Nee, ne? Hier. Oh, du hast du. Ja. Mach mal kurz das Bild, wo man uns sieht, dann sieht man das ja. Ja. Hier. Ja. Hier. Da ist Death Leaper hingekommen. Denn Death Leaper möchte jetzt. Death lieben. Ja. So und vielleicht schafft er ja gleich den Charge auf die Immortals. Ich habe die Hormagon nach vorne bewegt. Der Tyranid Prime hat hier einen Banner geraced. Die Zoanthropen sind nach vorne, dass die gleich hier drauf smiten können. Die Neurotrophe ist hier hingegangen, um dann gleich einen Smite auf den Katan zu machen, dass ich den in einer Runde töten kann. Die Exocrine hat sich nicht bewegt. Die Turret Warriors sind nach vorne. Und das war's eigentlich. Ja, da hinten. Hier. Da, mein Parasite of Mortex ist in geheimer Mission unterwegs, um dich zu schlingeln. Oh, wenn du das jetzt. Das ist jetzt richtig spannend, weil wenn du jetzt. Wenn jetzt alles funktioniert bei dir, René, dann drückst du Genie eine Nullerrunde. Ja, das ist auch der Plan. Also, dass ich quasi dir jetzt in einer Runde alles nehme. Ne, hier habe ich ja noch. Ja, wenn der halt der Death Leaper den Charge. Also es ist hier, wir sind jetzt auch ein bisschen so im Hintergrund. Also ne? Wie kannst du denn den Charge schaffen? Du musst ja hier um die Ecke laufen. Nee, das ist ja eine Ruine. Und ich habe. Geht das, glaube ich, auch. Ja, ich habe. Ja, aber du kannst dich doch nicht da reinstellen. Ich kann mich da draufstellen. Wenn er da draufsteht, ist er trotzdem in Engagement Range. Ja, weil und das Ding ist, normalerweise müsste ich ja hochlaufen, aber ich gucke nochmal nach, nicht, dass ich Scheiß erzähle. Genau, der Death Leaper hat nämlich Flash Hooks. Und Flash Hooks sagen, dass ich quasi mich ganz normal immer, also dass ich Höhen ignoriere. Weil der hat halt so wie Spider-Man nur mit widerlichen Haken. Ne? Das würde ich gerne mal animiert sehen. Wie so ein Flash Hook, wie der sich. Aber das hier hab auch noch ich, ja, wenn die Necrons hier noch stehen. Oder steht ihr einfach vor wie Attack on Titan. So hangelt er sich jetzt so lang. Okay. Und ist so. Sie sind das Essen. Und ich bin der Jäger. Okay, dann schieße ich jetzt. Ich fange mal. Ganz kurz, bevor du anfängst zu schießen, willst du zaubern wahrscheinlich. Ja. Aber die Abstimmung ist zu Ende noch. Ja, sag mal. Lunarus und Heresy, 11 Stimmen für ist fein, 4 Stimmen für nur ohne Horus und 2 Stimmen für niemals. Wobei ich dazu sagen muss, eine Stimme von niemals ist von mir, weil ich quasi. Ich wollte als Doppelagent unterwegs sein und eine Stimme geben, damit Leute sich auch trauen, niemals zu drücken. Ja. Okay. Also, aber wie viele Leute sind gerade im Chat?
Also wie viel schauen zu? 217. Ja, dann, also es ist... Sehr nicht sagen. Also ich malen alle. Ich smite jetzt... Ja, also vielleicht mache ich mal ein Doodle im Discord oder so. Ich smite jetzt hier den... ja. Oh, du kannst bannen. Ich wollte gerade sagen, das werde ich bannen. Oh Gott, da muss ich das rerollen, das Smite auf den Nightbringer, weil... Darf ich einen Tipp geben? Darf ich einen Tipp geben? Ja. Versuch lieber doch Psychic Interrogation zu bannen. Nee, weil sonst rennt er die ganze Zeit rum und bringt alles um. Wenn ich Genie auf Null bringe, ne? Dann, was ihre quasi... Jetzt wiederhol das. Ja, ich will das wiederholen. Er meint übrigens, dass ich nicht, dass du das jetzt nicht machen sollst, sondern dass ich das nicht bannen soll. Okay. Nee, aber ich kann ja eh, wenn ich smite, kann ich nicht mehr interrogaten. Ja. Obwohl doch, es gibt es. Egal. Ist gebannt. Das ist sehr schlecht. Fuck. Ich check mal gerade kurz, ob der überhaupt in 24 ist. Ja, ist er. Fuck. Oh, ich hätte mich auch einfach rausbewegen können, ich Otto. Ich habe einfach nicht dran gedacht, dass ich schlecht würfeln kann. Nee, du hast nicht schlecht gewürfelt, ich habe besser gewürfelt. Ausnahmsweise. Ich würde die gerne noch, die Eternal Warrior noch... Wieder buffen. Mhm. Das kommt. Ja. Dann sind die katalystisch. Okay, das ist jetzt sehr schlecht. Cool. Er überlebt diese Runde. Dann habe ich noch die Zoanthropen, die Smite noch. Ja, es geht auf den Necron-Krieger. Das ist ein super Smite. W6. Reanimiert der. Plus 3. Hast verdient. Und du hast keine Reanimation, weil es ist... Ah ja, Zauberei. Stimmt. 4 Stück tot, weil ich krieg ja noch plus 3. Habe ich auch wirklich verdient, ne? Also ich darf mich nicht beschweren. Aber warum hast du denn gesagt, du kannst nicht mehr interrogaten? Die Zoanthropen können auch interrogaten. Nur Charakter dürfen interrogaten. Deswegen sind ja Killricks so geil, weil Killricks Charakter sind. What? Ja. Jetzt darfst du schießen. Jetzt darf ich schießen, jetzt darf ich traurig sein. Dann habe ich hier 6 Gargoyles. Gargoyles, ich wollte fliegende Ganten sagen. Es sind ja eigentlich auch fliegende Thermaganten. Die schießen auf den Nightbringer. Ein Treffer. I am the Nightbringer. Nichts. Dann... Ich muss aber auch einen Beschuss da jetzt Schaden machen. Oder ich lasse ihn einfach, ich lasse den Nightbringer einfach Nightbringer sein. Also als jemand, der selber gegen den Nightbringer spielen musste auf dem Turnier, lass den Nightbringer Nightbringer sein. Wahrscheinlich, ne? Ignoriere ihn einfach. Ich lasse den. Der nimmt jede Runde irgendwas raus, aber du dürftest eigentlich genug haben, um in der Zeit, bis ich genug rausgenommen habe, du mir alles andere rausgenommen hast. Ja, weil du hast schon so viele Punkte, deswegen weiß ich nicht, wenn du mir jetzt zwischen meinen Homemarker wegnimmst, ob das, wie schlimm das für mich ist. Aber, ja gut, dann würde ich mal sagen... Hab ich ihn reingebaitet? Ja, hast mich jetzt richtig reingebaitet, ne? Dann nehme ich jetzt die Exocrine und schieße damit einfach mal auf den Silent King und guck mal, was passiert. Guck mal, was passiert. Das sind 8 Schuss. 6, 8. Ich treffe jetzt nur noch auf 4. Okay, es sind 4 Treffer. Ich habe jetzt zumindest gut angeschlagen. Stärke 8. Du hast hier schon 7 nur, ne? Mhm. Ach, geil, dann sind das einfach 4 Stück. 4 Retter. Oh Gott! Jetzt kommt. Oh Gott, Ginny weiß, was jetzt passieren wird gleich, ne? Alles wird schief gehen und die Rache der Necrons! Der Plan, alles bricht zusammen. Okay. Die Rache! Schaffe ich die Necron? Ja, doch. Das ist die wahre Revenge of the Doomstalker. Das ist die wahre Revenge. Okay, ich schieße mit den ganzen Tyrant Warriors. Ja. In die Necron-Krieger, die hier stehen. Ja. Obwohl wir sehen, doch irgendwie sieht jeder irgendwie. Okay. Ja, durch irgendwelche. Okay. Die sind aber in einem Krater, was natürlich jetzt nicht so geil ist. Das bedeutet. Du hast plus 1 auf dem Safe. Ich habe immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Kotz mit dem Dreierrüster. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. So. Oh, ich habe auch zu kleine Hände. Auf die 3. Ich darf hier jetzt nichts wiederholen. Ich darf nur Verwundungswürfe von 1 wiederholen. Und auf die 3. Da habe ich aber 1 Million. Oh, dafür verwunde ich immer noch unfassbar gut. Wie viel Minus? Minus 2, also auf die 5. Ja. Für die Necron-Krieger. Oh, habe ich die... Oh, der das ist Kippe?
Oh, ich glaube, das war wahrscheinlich der Wurf, der ich gesaved habe. Das sind 2, 4, 6, 8, 10. Nein, es sind genau 10. Und es ist ein 10er-Trupp, ne? Ja. Oh, Glück gehabt. Der Dead. Hui. Kannst du einen CP rerollen? Wenn du den einen Save schaffst, dann kannst du alle reanimieren. Die Silence so, mach ich das jetzt oder mach ich das nicht? Ah, komm. Ja, machst du? Was kostet die Welt? Okay. Ich wiederhole diesen hier. Okay. Oh. Aber. Hast du schon wieder gebaitet? Ja, aber ich glaube, das wär sogar wirklich gut gewesen. Das ist eh so viel. Dann kriegst du 10 Killpoints. Ja. Okay, die haben dich gedespet, die haben aber einfach auf dich gespuckt, Genie. René wollte nur, dass du die Reanimated, weil er dann noch mehr Killpoints hätte machen können. Ja, stimmt. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich überhaupt Punkte in dieser Mission ja. habe. Ne? Gut, dann Charges. War jetzt eine angenehme Schussphase. Aber jetzt kommt das Unangenehme. Ja. Ah, ich habe hier noch den Turn. Ah, ne, da hat eine Action gemacht. Ja, dann Charges. Dann fange ich mal an mit den Turnit Warriors, die einen Multicharge ansagen auf die Necron-Krieger. Mhm. Oder mache ich nur die Necron-Krieger und gehe safe? Ah, ich mach nur die Necron-Krieger und die Save. Nur einfach nur auf die Necron-Krieger. Mit den Warriors. Ja, das ist eine 7. Wird zu einer 8. Ich charge hier auch durch das Gelände durch, also wird zu einer 6. Da ich minus 2 krieg. Werden aber trotzdem letzten Endes alle rankommen. So. Ja, ey, ganz ehrlich, Tyranniden sind prädestiniert dafür, dass man irgendwie. Hier, der ist ja eh nur optional. Ist er? Ja. Weil dann dürftest du dich da nicht hinstellen. Der stand aber nicht in der Mitte. Der stand hier. Ja, am Rand oder sowas. Aber er ist doch einfach nur zur Deko da, Genie. Nein. So. Dann, der toucht hier nicht die Base. Ja, dann. Ne? Und dann kommen wir jetzt auf unser Death Leaper, der da hinten die Immortals snacken möchte. Nee, bitte. Komm schon, Würfel. Bitte, bitte. Nein. Oh, ich hab nur 2 CP. Oh, ich hätte den so gerne, den Charge. Ich hätte den so gerne. Dann reroll. Ja, ich reroll den. Komm, hab ich 1 CP nur noch. Doch. Alles okay? Ich beschwöre, dass es nicht klappt. Komm. Ja. Oh, der Death Leaper. Ich hab mich enttäuscht. Meine Hände. Die Hände so. Nee. Weg mit den Händen. Oh Mann, oh. Das sieht so mal dumm aus, dass er da oben steht. Nein, das ist richtig cinematisch. Nein, das ist richtig kacke. Doch, nein. Der Death Leaper. So stehen doch Lektoren immer. Die stehen immer irgendwo oben drauf. Ja. Vielleicht gebe ich Abwehrfeuer. Und er squattet auf den. Vielleicht gebe ich Abwehrfeuer. Du hast ihn nicht gesehen. Oh. Und dann hinten noch der Parasite of Mortis. Das aber jetzt. Hier. Der geht mit seiner neuen. Teleports behind you. Nothing personal, kid. Aber vielleicht stirbt er auch. Der ist nicht tanky, ne? Der Parasite. Und dann werde ich die Ganten in den Silent King reinbieten. So gerade. Das ist eine 4. Schaffe ich. Die werden auf jeden Fall auch alle rankommen, weil ich habe eine riesig große Engagement-Range. Übrigens, bei dem Death Leaper Charge, da könntest du jetzt diesen Abuse machen. Mit dem das Genie nicht zurückschlagen kann. Ah, aber, echt? Ja, theoretisch. Wie geht der? Verrate ich nicht. Würde ich mal, ja, stimmt. Und beim Parasite auch. Stimmt, beim Parasite wäre es viel relevanter. Kann ich das einmal. Also dann wärst du zwar nicht am Objective, wenn du den nicht tötest. Also ich würde das auch nicht nochmal erlauben, das zu machen. Ich würde es aber nur quasi einmal erklären. Ja, dann zeig mal. Okay. Das finde ich mal gerade spannend. Weil ich habe das selber noch nicht verstanden, wie das geht. Weil. Okay, jetzt musst du einfach. Oh, warum? Ich habe so Angst, dass nachher irgendwas kaputt geht. Ich nehme jetzt mal kurz weg. Ja. Ne? Wenn du jetzt reinschaffst und hier haben wir diese Kante vom Gelände, ne? Ja. Und geben wir mal gerade ein Maßband. Dadurch, wenn das der kürzeste Weg durch diese Geländekante ist, kannst du den hier in 2 Zoll Engagement Range reinstellen, sodass du hier stehst, ne? Und du bist in 2 Zoll, aber nicht in 1 Zoll. Und dann
gehst du hin, schlägst zu, consolidatest hierhin und dann geht die kürzeste Linie nicht mehr durchs Gelände. Das heißt, de facto bist du nicht mehr in Engagement-Range. Und deswegen darf er dann nicht mehr zuschlagen. Ach, weil es jetzt so geändert wurde, dass du über Gelände 2 Zoll Engagement-Range hast. Ja, über Ruinen, also ja, über Area-Terrain. Ja, machen wir nicht. Ja. Ja, also das ist, also, wer macht sowas? Aber seit wann darfst du eigentlich, nachdem du zugeschlagen hast, nochmal consolidaten? Schon immer. Aber das habe ich nie gemacht. Ja, du hast ja auch noch nie zweimal mit deinen Katan gezaubert. Es ist immer nur so, ich habe gecharged und dann bin ich rein und dann darf ich 3 Zoll dran. Ja, und dann kannst du theoretisch danach nochmal bewegen. Aber ich dachte, das geht nur, wenn man den Gegner getötet hat. Nee, geht immer. Aber du musst dann halt natürlich auch die Regel fürs quasi, du musst näher dran bleiben und so. Ja, also es ist jetzt nicht behalten. So, Das macht niemand, weil es nie relevant ist, oder wie? Mhm. Nein, man macht es eigentlich schon sehr oft. Aber ich glaube, bei den Armeen, die du gespielt hast, war es jetzt eigentlich nicht so ja, richtig. Ja, wahrscheinlich das. Weil entweder haben die das sofort weggetötet. Ja, gut, wahrscheinlich. Oder, ne, also die Custodes oder so, wenn die irgendwie in den Nahkampf gerannt sind. Oder die haben weil halt das wäre jetzt zum Beispiel interessant gewesen bei meinen Phantomen, dass ich die dann wieder zum Missionsziel ziehe. Ja, man muss ja auch. Nee, das wäre nicht gegangen, so, weil du näher dran sein musst. Genau. Aber, egal. Aber ich kämpfe jetzt. Ich fange mit dem Parasite an, weil da habe ich Angst, dass du nachher intervenierst. Ja, das wäre mein Plan gewesen. Mhm. Also erstmal, der Injektor, der trifft, der verwundet. Mit dann minus 2 ein Damage. Habe ich dich wieder hier ovipositert. Barbed ovipositor. Minus 1? Minus 2. Okay, dann habe ich noch einen 5er Retter. Ja. Okay, dann kriegst du einen Lebenspunkt Schaden und eine Mortal Wound und verlierst Objective Secured. Okay. Weil du hast jetzt so einen Jucken. Will ich untersuchen. Dann habe ich noch 4 Leben. Das Jucken wird vielleicht gleich noch auf meine Wand. Dann die normalen Attacken. Oh, ich treffe nur 4-mal. Ich verwund dich, glaube ich, auf 4. Oh, jetzt muss ich nachgucken, was für eine Stärke ich habe. Was für ein Widerstand? 6. 6. Ne? Ja, ich glaube, ich habe nämlich eine Stärke 6. Ja. Nee, ich habe sogar nur Stärke 5. Oh. Dann habe ich 2 Stück mit minus 3. Ein Damage. Oh. Okay. Dann hat er 2 Leben. Okay, dann lebt er aber noch. Okay, dann kann er mich theoretisch zurückkommen. Aber erstmal, willst du irgendwo intervenieren? Ja, ich glaube, ich interveniere sogar mit dem Silent King. Echt? Also, oder halt, ja, bei den Necronkrieger macht es nicht viel Sinn, da würde ich halt maximal einen töten, aber ich glaube, es macht keinen Unterschied, wenn da einer weniger lebt. Hier macht es keinen Unterschied. Ja, im Silent King. Ja, daran machst du mir super viel Schaden, du hast halt wieder Tons of Attacken. Attacks, ne? Das stimmt. Ich hab deswegen Attacken. Bin ich da so ein bisschen ängstlich. Ich glaube, ich interveniere für 2 CP dann. Okay. Ich habe ja noch 2 CP. Mhm. Ne, was kostet die Welt? Silent King gibt Fight Last, schreibt Muddle. Ich gucke. Oh. Das heißt. Oh. Ah, Fight Last habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört, aber ich habe auch, ich kann ja schon mal gerade den, Ja, stimmt. Echt? Gibt der Fight Last? Ja, dann muss ich nicht intervenieren. Wann gibt der denn Fight Last? Junior hat so viele Regeln. Ja, deswegen, Mann. Man kann bei dem einfach nicht mehr durchblicken. Ja, ne? der hat wirklich eine Seite Regeln alleine, ne? Muss man halt wirklich so sagen. Vor allem, der gibt allen Units, die mit ihnen in Engagement Range sind, Fight Last. Hm. Okay. Dann mach erstmal deine. Das heißt, in dem Fall ist es dann egal. Weil, ne, die Giganten hocken da drin. Mach erstmal deinen Kram, ich dann später zu. Dann kannst du später zuhören. Dann nehme ich jetzt den Lictor, also den Death Leaper, und der hat 7 Attacken. Der hat 7 Attacken und trifft auf 2. Der trifft mit allen. Und der verwundet dich auf die 3. Und der hat minus 4, weil er gecharged hat. Sie das heißt, die sind einfach alle tot. Oh, ist der cool! Oh, der ist gerade eingegangen. Und hat dann die gedeletet. Willst du da stehen bleiben? Der hat sein nächstes Ziel im Auge. Okay, dann gehe ich hier rum mit meinen. Ah, nee, warte, der. Nee, doch, der kann dann so. Und der kann so. Und dann kann der hier ran. Der Warrior. Der kann hier hingehen. Und dann sind. Der peilt hier dann noch so drauf und dann bin ich hier. Geh doch einfach mit dem hier hinten durch und dann hättest du mit dem. Ja, aber er muss ja näher dran stehen am Ende beim Peilen. Deswegen, das geht nicht, ja. Aber dann kriegst du einen nicht ran. Nee, das geht schon. Es ist nur gerade mit den ganzen Chunks und sowas. Also glaub mir, ich komme mit den beiden innerhalb von 2 Zoll um seine Pace oder, so. Oder anderthalb oder was auch immer das ist. Ja, so im Endeffekt. Upp, fertig. Dann hau ich jetzt mal die ganzen Turret Warriors zu. Ja. Und ne, die stelle ich auch dann passiert.
fertig. Jeder von denen hat 4 Attacken. Wieder drauf. Ja, egal. Du kannst Modelle nicht platzieren, wenn sie nicht stehen können, René. Ja, dann. Okay, pass auf. Willst du das jetzt durchmachen oder nicht? Ich guck einfach, ob du sie tötest und dann sparen wir so die Diskussion. 8, 12, 16. Solltest du nicht 20, bei anderen Spielern machen. 24. Was war wirklich? 3, 6, 8. Das sind. Weißt du was, dann mache ich einfach die beiden nicht, wenn du wenn das. Oder ist dann. Das müsste auch so schon. Wahrscheinlich. Ah, oder ich treffe einfach gar nicht. What? Okay, dann werden die leben. Dann sind das 2, 4, 6, 8, 10 Stück, die sterben. Mhm. Und dann hast du noch nicht übrig. Ja, aber wie gesagt, ich sehe nicht, ja, dass du. Du darfst dich ja nicht hier draufstellen. Also hier, das ist, ne, das ist quasi Deko. Ja. Ne? Und ich kann quasi ihn, hatte ich jetzt gedacht, hier hinstellen. Okay, wenn wir sagen, es geht nicht, geht er quasi hier hin. Ist dann da ein, zwei oder was? Und ist dann, ja, oder halt, ne, der dann halt nicht, ist mir auch egal. Aber ich habe jetzt die Attacken nicht gemacht und ist jetzt auch ein bisschen lächerlich, dafür die 4 Attacken zu diskutieren oder so. Ich finde es halt deswegen, ein bisschen ja, deswegen schwobli. Nicht. Ja, ja, nee, deswegen mach ich's auch nicht. Ja. Ich würde auch nicht einfach irgendwo einen Baum wegnehmen, nee, um mich ranzustellen. Ja, ja, also die sind halt einfach nur Deko. Ja, nimmt man trotzdem ja nicht weg. Du kannst aber noch reanimieren, ne? Aber kommt das nicht erst am Ende der Phase? Nee, nachdem ich angegriffen bin. Ah, okay. Das kommt am Ende der Phase, weil dann dürften die ja nicht mehr zuhauen. Also ansonsten kannst du ja nochmal nachgucken. Es, sind es wären 2, die wiederkommen. Du darfst einen wiederholen. 2, die wiederkommen. Mhm. Wie viel habe ich jetzt weggenommen? 10 habe ich getötet. Das heißt, ich muss noch. 5. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele du weggenommen hast, aber. Ja, also 8 müssen ja weg sein. Mhm. Dann habe ich noch 3. Ja. Das heißt, du hast alle bis auf einen getötet quasi eben. Oh, das ist extra traurig. 3 tapfere Necron-Krieger. Ein Treffer. Ah, ich nehme die aber natürlich so weg, dass sie doch alle 3. Ich meine, das macht keinen Unterschied, aber. Mhm. Ja, ein Treffer. Nee, ich habe Widerstand. Nee, da, nee. Okay. Dann darf ich zurückhauen. Ja, dann kannst du jetzt mit dem Silent King und dann. Und mit der Spinne. Mit der Spinne. Ich mache mal die Spinne, ja, das ist ja irgendwie spannender. Vielleicht. Ja. Du triffst mich um 1 schlechter und darfst keine Treffer wiederholen, weil es der Parasite of Morgex und der ist so. Ich darf eh keine wiederholen. So. Hm. Gut, aber vielleicht tötet die den auch, wenn die dann explodieren. Oder? Nee, die explodiert dann nicht mehr. Die können ja nicht selber explodieren. Warum hat die nicht eigentlich auch. Das wäre voll cool, wenn die auch einfach automatisch explodieren könnte, für die Schwärme. Aber so eine Mega-Explosion. Okay. Gut, ich treffe dich um 1 schlechter. Das höre ich natürlich gar nicht gerne. Auf was triffst du jetzt? Auf die 5. Auf die 5. Oh, ich werde leben. Oh, ich werde doch nicht leben. Ja. Stärke plus 2 ist 8. Was ist das für ein Widerstand? 5. Okay, sehr gut. Wie viel Minus? 3. Minus 3. Oh, ich kann safe mehr. Und wie viel Schaden? 2. Krass, wenn alle durchgegangen wären, wäre ich gestorben mit dem. Oh, hat er 6. Oh, Glück gehabt. Okay, dann schade. Lebe ich. Und wir müssen uns merken, es kitzelt bei dir. Ne? Und gleich wird es kitzeln. Unangenehm. Ganz kurz, ist die Spinne nicht in Range vom Silent King? Nein, habe ich schon geguckt. Das sind 6 Zoll beim Silent King und 6 Zoll sind definitiv davor. Glück gehabt. Alle. Ja. Das wäre krass gewesen. Weil ich hätte den Pimmel hier oben lassen müssen. Mhm. Dann wäre sie drin gewesen. Ja, aber es halt auch, muss man halt öfter mit dem Spiel. Ja, dass man, ne, so dass man den halt wirklich. Die Augen maximiert. Genau. Okay, ja, dann haut jetzt der Silent King auf die ganzen armen Ganten. Auf die armen Ganten. So, der hat 6 Attacken. Mhm. Aber ich mache definitiv den Scythe of Dust, weil dann mache ich 4 Zusatz. Nee, das ist kurz zu dem Profil, Genie. Der hat quasi hier nur Zusatzattacken, die er macht. Der hat also er macht 6 hiermit und dann nochmal 4 hiermit, nochmal 4, 3 damit. Genau. Das sind okay. Dann die Dudes, die da noch drauf sind, die dann auch zuschlagen. Ja. Gut, dann erstmal seine 6 normalen Attacken mit seinem Scepter of Eternal Glory. Mhm. Treffe ich auf die 2. Und wurde nicht auf die 2. Die darf ich wiederholen. Ja. Okay, ja, das minus, sind alle minus 3. Okay, dann sind schon mal 6 tot, das merke ich mir einfach. Oh, die werden alle sterben. Dann 4 extra. Ah. Darf ich Treffer, nee, nee, Treffer nicht, nur, Treffer nicht. Nur Wunden. Fernkampf. Ja, ja, aber Wunden. Ja, was ist das Minus? 4. Okay, das heißt nochmal 4 tot. Sind wir bei 10 Toten gegangen? Und
Dann nochmal 3 extra. Ja. Darf ich nicht wiederholen? Okay. Und dann nochmal 2 mit minus 2. Minus 2. Okay, also sind wir bei 12 toten Ganten. Ja. Eieiei. Dann nehmen wir mal hier weg. 3, 4, 5, 6. Ah, ich müsste die 5 hier noch anstreichen 9, für deinen. 10, 11, 12. Dann leben hier noch 5. Ui! Kannst du dich aus dem Nahkampf rausbewegen und schießen oder sowas? Also wie so ein Knight? Oder nicht? Wenn das ja nicht extra stehen hat, nicht. Also ist er Titanic? Ja, Titanic hätten das immer, ne? Also weil irgendwie so Titanic gibt es als Keyword irgendwie, ich glaube, das ist. Also er ist nicht Titanic. Okay, dann kann er es nicht. Außer, also das kann ja, ich glaube, Madde hier ist auch ein Necron-Profi, ne? Dann kann der da nochmal Bescheid geben. Ja, dann hau ich mal mit den übrigen, hau mal ganz so. 9. Nur durchs 12, Protokoll. 15. Okay, nur durchs Protokoll. Vielleicht hast du das ja zufällig gleich gewählt. Vielleicht. Oh Gott, die Homagannen sind richtig. Also, die haben keine einzige 6 gewürfelt. Ach, die Armen. Auf die 5. Okay, aber dafür verwunden die richtig gut. 4 Stück mit minus 2. Dann habe ich eigentlich eher meinen Ritter noch, ne? Also, hast du 4er auf jeden Fall. Ja, 4er Ritter. 3 Schaden. 3 Schaden. Aber das Protokoll kannst du dir ja gleich hinlegen durch die Regel vom Silent King. Der kann das ja altern. Ah, kann das immer? Also ja, einmal im Spiel kann der einfach sagen, ich nehme jetzt das. Okay, ja, dann ist doch super. Genau, once per Battle. Oh, dann ist das gleich richtig spannend, das Game. Mhm. Weil dann gleich nicht mehr so viel von mir steht. Gut, das heißt. Fertig? Meine Necron-Krieger machen mal Moralwerttest. Ja. Den halten sie. Ah, eine 1, okay. Das heißt aber, die sind ja jetzt double objective secured und dann ist das umkämpft das Ziel, weil du hast dann ja quasi 6 und ich habe 6. Mein Silent King ist aber auch drin. Mhm. Dann halte ich das, dann kriege ich noch 4 Punkte. No. Ah, ich krieg 4 Punkte, nein. Immerhin. Double objective nein. Secured, wenn das wirklich so ist, ne? Ja, guck mal in deinen Dynasty Trade nach. Was ist die Frage? Genius Dynasty Trade, ob der sagt, wenn Sachen schon obsec ja, sind, dass it counts as one additional model. Das ja. Heißt, ich habe quasi 7 und du hast 6 drumherum. Ja. Das heißt, das in der Mitte gehört mir. 1, 2, 3, 4, 5. Also nur 4 ja. Punkte für. Primary. Oh. Primary? Also stimmt, du bist ja, ja dran. Hi. Ja. Du hast den Silent King da, der ist ein Dude, ne? Ja. Den Minion nicht. Ich habe nur einen. Genau. Ja, und ich habe nur einen Warrior. Das heißt, du hast 7 Dudes und ich habe 6. Ja. Okay. Dann, Moralcheck muss ich nicht machen mit den Homogan, dann bist du dran. Nee, genau. Soll ich Secondaries, René? Secondaries, ich krieg, da muss ich mir jetzt mal gerade kurz nachgucken. Kannst du mir eben das Chapter Book geben? Ja, natürlich. Dann muss ich auch mal tatsächlich was da von den Secondaries gucken, weil, also ich krieg 6 Millionen Punkte für No Prisoners, machen wir aber später. Ja, ja, die count ich ja hier. Ich hab aber, da muss ich jetzt mal gerade kurz gucken, na, wo sind die allgemein? Weil ich möchte gerne wegen. Willst du das eigentlich spannend machen, oder soll ich schon mal sagen, wie viele du schon getötet hast bei einem Prisoners? Nö, das machen wir am Ende, das ist doch witzig. Ich muss nur gerade kurz gucken wegen Engage. Du kannst ja aber schon mal in deine, Genau, also ich wechsle dann auf jeden Fall mein Protokoll mit meiner Silent King-Fähigkeit, weil ich hätte das nicht als nächstes. Da, weil ich habe nicht Engage und das ist aber... Das ist nämlich das Ding. Ich hatte nämlich Engage on All Fronts gepickt, weil ich so war, ich teile mich ja eh so voll auf und ich habe noch den Lictor und sowas, der Deep Strike, also Death Leaper und so. Aber ist eigentlich absolut der End gewesen, weil nur Modelle mit einer Starting Strength von 3 oder mehr oder Vehicle oder Monsters zählen für Engage. Das heißt, ich kriege keinen einzigen Punkt für Engage. Das ist richtig, richtig bad gewesen. Jetzt hast du überall ein Charaktermodell. Ja, jetzt, genau. Ich hätte halt einfach nur Behind Enemy Lines nehmen müssen. Da hätte ich jetzt einfach 4 Punkte gekriegt. So. Aber ich habe einfach das Falsche genommen. Dann habe ich noch, und mein Warcraft-Ding, das wahrscheinlich jetzt auch doomed, ne? Weil das mit dem Smite nicht geklappt hat. Oh, das wird doch mega spannend, weil es ist wirklich das, was ich gedacht habe, was passieren wird. Es ist dieses, ich bin zwar mehr Killy, aber Genie scored halt wie bescheuert. Ne? Und dann habe ich mich jetzt auch blöd angestellt. Das macht es auch richtig spannend jetzt. Boah, Foxhorn fragt, hier, würdet ihr ein Ringbuch nicht besser finden? Vermisst ihr das erste GT-Buch der 9. Edition? Absolut. Ja. Jedes Mal, wenn so ein neues Chapter-Proof kommt, sind wir jedes Mal so, warum kein Ringbuch?
So ganz kurz, mein einer Scarab Strong geht auf 3 Leben hoch, mein Silent King geht auf 1 Damage, den er hat, und meine Spider geht auf 3 Remaining Wounds. Also der hat 3 Schaden bekommen, glaube ich, der Silent King, ne? Ach, 3. Dann hat er jetzt noch 2. Wann passiert das mit dem Heilen? Weil du hast ja noch das Kitzeln. Das ist Anfang meiner Kommandophase. Okay, ja, dann kannst du es nämlich, nämlich das Kitzeln machen wir jetzt auch at the start of your opponent's command phase. Mhm. Weil du bist ja infected mit Parasites. Ja. Und jetzt musst du einen W6 würfeln. Okay. Was muss ich würfeln? Ja, würfel. Nee, ich will wissen was. Ja, du willst niedrig würfeln. Okay. 1. Okay. Das bedeutet, du kriegst jetzt D3 Mortal Wounds. Holy shit. Ja. Dann willst du dich für dich selber würfeln? Nee, das ist deine. Ah, komm, würfel für dich selber. Komm. 2. Okay, du hast 2 Mortal Wounds bekommen und das bedeutet, innerhalb von 3 Zoll werde ich jetzt eine Ripper Swarms Unit aufstellen. Was wäre denn passiert, wenn ich höher geworfen hätte? Dann wärst du einfach weiterhin infected gewesen, hättest auch die 3 Mortal Wounds bekommen. Ah. Okay. Also ein Chestburster. Ja, genau. Jetzt kommt aus der... Ich habe mich da eingenistet und ich hole kurz eine Base. Ripper Swarms. Ich habe nämlich nicht gedacht, dass das passieren wird. Okay, dann, ja, my will be done macht mein Silent King. Ist das ein 6 Zoll? Ist das so ein 6 Zoll, oder hat der das ausnahmsweise? Nee, 9 Zoll. Ich krieg ja noch ein CP. Cool, habe ich wieder 2. Ich würde gerne mal was anderes machen, irgendwie mit meinen CP, als so immer einmal dasselbe. Ich hab ja fast nichts mehr, ne? Ja, dann my will be done auf meine Spinne und auf diese Top von Necron-Krieger. Das ist eigentlich noch geiler, dass jetzt dieser Ripper Swarm da ist, weil der kann ja auch einfach Objectives halten. Und der kann Bomben planten. Und der kann Bomben planten, stimmt. Oh, das ist ja insane. Ich kann hier theoretisch eine Bombe planten, ne? Ja, ist in meiner Hälfte. Ja, gut, dann werde ich das nämlich machen. Ich guck mal kurz nach. Fallback und Action kannst du auch machen. Ich weiß nicht, ob du da nicht wegbleiben musst von Gegnereinheiten. Noch kurz, bevor ich es vergesse. Abaril, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Und Grakon, vielen Dank für deinen Prime-Sub im 3. Monat. Ist schon ein bisschen her, die Runde ging sehr lange. Ja. Deswegen, ja, ich hoffe, du bist noch passiert, da. Viel passiert, ne? Viel passiert. Oh. Ich gucke einmal kurz wegen der Bombe noch nach. Mhm. Ich muss mal dann gerade in Battlescribe mir hier einen Ripper Swarm in die Liste werfen, damit ich die Regeln von dem hab. Weil die jetzt die ganze Zeit im Buch nachgucken. Haha, meine Scarab Swarms gehen einfach hin und machen hier. Die machen auch eine Bombe. Da Bomb. Die machen da Bomb. Natürlich. Weil die dürfen das. Die dürfen das. Okay, die können das hinlegen. Aber die Necron-Krieger, also mit wem wolltest du das machen? Ich hätte das sonst mit den Necron-Kriegern hier gemacht. Mit denen kannst du das nicht machen. Ja, ich hab's mit denen hier hinten gemacht. Mit denen bist du ja gefallbackt. Yes. Deswegen hab Geil. Ich's mit den anderen. Die Ripper Swarms, die jetzt einfach Bomben machen. All day. So, ich bin mit meinem Silent King gefallbackt. Meine Spinne ist drin geblieben. Mein Lord, der geht hier mal so hin. Der kann vielleicht. Das ist aber Fallback-Shoot, nicht Fallback-Charge. Ne? Ich hab Fallback-Shoot. Okay. Noch vielen Dank an Reductus Saboteur für deinen Prime. Dankeschön. Ja, wenn wir gerade von Bombenplänen reden. Ja. Ne? Dann, mein Nightbringer hat sich hier hinbewegt und will da gleich ein bisschen aufräumen. Meine Swarms sind hier hingegangen, haben die Action gemacht, die ja jetzt auch gleich schon completed ist, weil ich bin Objective Secured. Mhm. Bin ich doof. Wie viel Leben hat der noch? Der hat noch 4. Weil da eine 6 liegt. Dann ist das eine Lüge. Hier, okay. Die Frage ist, gehe ich lieber mit dem raus und schieße den ab? Oder wie oft hat es den verwundet? Du hast ihn nur einmal verwundet, ne? Ja. Ich glaube, es ist schlauer, wenn ich rausgehe und den einfach abschieße. Geh weg. Und schieß den ab. Okay. Die Ripper sind übrigens ein 13er Objective, ne? Nur für den Fall. Ja, ja, aber ich bin Objective Secured, das heißt, ich würde es noch eher halten. Ach, stimmt, du bist ja nicht mehr am Tickeln. Solange es nämlich tickelt, dann bist du nicht mehr auf. Ich weiß. So, und jetzt will mein Nightbringer erstmal ein bisschen Night bringen. Okay. So, das heißt, er macht erstmal seine beiden, wobei, End of Movement, ich glaube, ich mache sogar eigentlich erstmal jetzt noch eine Random-Kitan-Fähigkeit vorher, weil ich glaube, alles ist gerade worth. Okay.
Das war 1 CP, ne? Ich glaube, es war 1 CP. Ja, das ist 1 CP. So. Dann welche machen wir denn? Dann gehe ich auf 4. Und wir machen die 2. Das ist, glaube ich, auch Sky of Falling Stars. Oh, wenn er zweimal. Oh, das wäre richtig eklig. Ja, ich muss hier nachgucken. Hier. Nee, die 2 ist Times Error. Mhm. Select one enemy unit within 18 inch and visible, 1d6, adding 1 to the roll. Nein, das ist ja egal. If the total equals or exceed the wound characteristic of any model in that unit, that model is destroyed. Okay, okay, was haben denn hier? Ja, eine Wunde, ja. Zu viel. Die haben 3. Die haben 3, aber da würde der angeschlagen sterben, ne? Mhm. Mehr sehe ich ja schon gar nicht. Wie viel hat die? Die Neurothrow, die hat, glaube ich, also ich würde jetzt mal sagen, da eine, die müsste mindestens 6 haben. Vielleicht hat die sogar 7. Lass mal gucken. Die Neurothrow hat 6 Lebenspunkte. Wenn du eine 6 würfelst, ist sie weg. Du hast jetzt 1 CP ausgegeben. Ja. Ach komm. Ja, ich glaube, was anderes lohnt sich gar nicht. Deswegen, ich gucke einfach mal, ob ich die Neurothrow töte. Oh, okay, echt auf die Neurothrow. Alles klar. Ja. Ah, oh, schade. Okay. Nee, dann mache ich jetzt erstmal Gaze of Death. Mhm. Select one enemy unit within 9 inch visible. Dann kriegt die 6 Leben, sagst du, hast die? Ja. Mach es auf den Neurophobe. Okay. 3 Würfel? Oh, keiner. Ah, schade. Das ist sehr gut. Gut, dann Sky of ganz the kurz, Falling Stars. Auf den Death Leaper kannst du nur schießen, wenn du innerhalb von 12 bist. Falls also noch irgendwas anderes auf den schießen. Ja, würde. Hier, der wollte okay. Noch. Nur wegen jetzt irgendwie Move and Face oder so. Nö. Der ist mir Wumpe. Gut, dann Sky of the Falling Stars. 3 Units mit einer 1 bis 5. Das mache ich dann, glaube ich, auf die Krieger. Mhm. Auf die. Auf die Gargoyles. Ist nicht visible. Und dann mache ich es einfach hinten wieder auf die. Okay. Auf die. Bei Biotopen. Bio, ja, dann, ja. Dann auf die Bio. Nee. Gargoyles. Ja. Wie viele? Eine. Und die Tyrannidenkrieger. Ja. 3. Dann 3 Final Pains. Dann 2 Lebenspunktverluste. Geht einer jetzt hier auf 2. Und einer ist weg. Okay. Hup. Okay. Nicht so eine krasse Ketan-Phase wie neulich, boah, aber. Boah, das war wichtig für mich. Weil ich hab, man kann also ja nicht alles haben. Ja, weil ich habe wirklich nicht mehr viel. Ne? Der Swarmlord, der ist richtig doof gestorben. Das wurde echt noch spannend. So, ich fange mal an mit meinem Doomstalker. Vielleicht revenge der sich ja jetzt doch. Der schießt mal hier auf deinen. Ja, du triffst ihn um 1 schlechter. Das ist einfach so lästig. Weil er ist halt ich habe mich aber nicht bewegt, also habe ich D6 Schuss. 3 auf die 5. Zweimal. Das gibt's nicht. Nein. Dann Stärke 10, was hat er für einen Widerstand? Der hat Widerstand. Hat er 5 oder 6? Ah, das ist eine gute Frage. Das ist nämlich wichtig. Das ist wichtig, ne? Du kannst schon mal würfeln. Ja, okay, ist egal, es sind 5 und 6. Okay, ich hab. Minus 5. Vierer Retter. Oh, komm schon bitte. Okay, den einer schon mal nicht. Nicht. Den zweiten, ich muss einen schaffen. Du hast wie viel Schaden? 2d6 Schaden jetzt. Ich muss einen rerollen. Ich muss den letzten rerollen. Okay. Ich will nicht, also bitte. Oh Gott, nein! Das sind 6 Schaden? Und der, ja, dann ist er tot. Geil! Dann hast du ihn einfach gedoomstalkert. Oh, das war wirklich die Revenge of the Doomstalker. Leider stehe ich jetzt nicht am Missionsziel, aber da kann ich mich ja gleich hinbewegen. Das ist richtig schlimm. Revenge of the Doomstalker! Oh, ich hab CP ausgegeben. Okay. Cool. Ja, dann hat er dann doch nochmal was gemacht. Scheiße. Der wollte sich jetzt auch beweisen. Oh. Der wollte sich jetzt einfach mal beweisen. Warum habe ich das hier mit dem Nightbringer gemacht? Ich war sowieso sicher, dass ich den Tod smite. So, ich würde gerne mit meinem Silent King schießen. Ja. Und zwar schießt auf jeden Fall. Der hat noch 6 Leben, waren das? Ja. Also, nee, 6 Leben, gut. Nee, der ist ja gleich tot. Ich glaube, ich schieße. Wie viel Leben hat dein Turnip Primer hinten? Ah, ja, der steht sehr alleine, ne? Den habe ich aber auch jetzt auch richtig schlecht benutzt. Darf ich was empfehlen? Was denn? Der hat 6 Lebenspunkte. Hm. Also der ein Menier und der ist einfach weg. Okay, dann würde ich glaube ich. Darf ich was empfehlen oder nicht? Nee, mach mal nicht. Nee. Okay. Ich würde gerne, glaube ich, einbeamen dann in den Vortex. Vortex? Wie auch immer er heißt. Vortex Shaker? Ja. Einbeamen in den Turnip Prime. Mhm.
Dann die Schusswaffe mit den 3 Schuss 2 Damage geht auch auf ihn hier. Okay. Und dann die 9 Schuss mit nur... Wer ist ihn hier? Hier, ich weiß nicht, wie er heißt. Vortex-Shaker. Der Vortex-Shaker. Okay. Ich zeig doch im Top-Shot auf ihn. Ja, ja, der Vortex-Shaker. Ja. Und dann seine 9 Schuss mit einem Damage geht auf den Ripper Swarm. Oh, nicht der Ripper Swarm. Nee, der macht mir da hinten jetzt zu viel Action. Okay, erstmal der Beam. Ganz kurz. Sieht der den Ripper Swarm? Ja. Okay, von hier aus kann ich es nicht sehen. Erstmal der Beam hinten auf den Turnip Prime. Okay. Trefferwurf! Darf ich wiederholen? No! Trefferwurf! Verwandlungswurf! Ja, der ist ja tot. Geil. Oh, das ist schon mal Punkte für mich, weil ich habe was getötet. Mit im Schuss sind schon mal 3 Punkte. Merke ich mir gerade kurz. 3. Fernkampf 3, Nahkampf 4. Oh Gott. Kurz, kommt das immer einfach, wenn du was tötest, oder? Ich meine ja. Mit einem Noble. Deswegen. Ja, mit einem Noble und er ist ein Noble, deswegen da kriege ich schon mal 3 Punkte. Dann der Beam auf deinen Vortex Shaker. Ja. Den ist einfach so. Der trifft, der verwundet. Der hat auch keinen Retter, der ist auch einfach tot. Dann kriege ich nochmal 3 Punkte. So, dann sind die einen Schuss auch weg, weil der ist ja jetzt schon tot. Dann habe ich noch die 9 Schuss auf den Whipper Swarm. Der gibt mir auch 3 Punkte, ne? Yeah, weil der eine einzelne Unit ist! Weil der eine einzelne Unit ist! So, treffe ich auf die 2. Also darf ich wiederholen. Treffen alle. Oh, Stärke 6 auf die 2. Ja, wahrscheinlich auf die 2. Der ist ja auch tot, kriegst du auch 3 Punkte. Der hat jetzt einfach 9 Punkte gescored, der Silent King. What the fuck? Oh nein. Oh, Gigawurf. Oh no. Gigawurf. Nein, alles ist schlimm. Oh, ist das geil. Schlimmste ist, dass der Doomstalker einfach Death Reaper erschossen hat. Das finde ich so gut. So, meine Necron Warrior dürfen ja aber noch schießen, weil die sind ja raus und ich bin ja gerade im Protokoll. Das heißt, die schießen auf die 5 Ganten mit 6 Schuss, weil die sind in kurzer Reichweite, aber mit minus 1. Ja, alle. Nein, treffen dann nicht. Aber ich darf wiederholen vom Silent King, sind alle wiederholen. Darfst du alle Treffer wiederholen? Ich meine, ich darf alle Treffer wiederholen. Ich habe sie ja einzeln. Ja, du hast sie einzeln. Weil wenn ja, dann hast du gerade alle Ganten getötet. Ah ne, das war dann erstmal noch Treffen. Hier, within 6 inch, each time a rage attack is made, you can reroll the hit roll. Ey, das ist ja so gut. Okay. Ja. Ja, dann hast du auf jeden Fall schon mal 3 tote Ganten. Und 3 Stück musst du noch verwundet, ne? Weil die hast du ja schon verwundet. Und die hast du ja dann rerollt und getroffen oder was. Und dann hast du 5 tote Ganten und dann sind alle Hormaganten tot. Geil. Oh Gott, Ruben. Ja. Ah, es stirbt. Ah, es stirbt. Revenge of the Necrons. Mhm. Dann mein Lord hier hat noch eine Schusswaffe. Hast du hier kurz den Ketan, hast du geheilt oder nicht? Weil der hat 7? Nee. Dann geht der auf 8, ne? Ja. Oh. Weil da habe ich ja den Smite gebannt. Mhm. Du hattest mir nur 2 Schaden gemacht. So, genau. 3 Schuss von meinem Lord, den setze ich. Der hat noch 2 Leben, ne? Dann versuche ich einfach den Tyrannienkrieger zu töten. Okay. Schieße ich auf die. Der trifft auf die 3 mit seinen 3 Schuss. Ja. Stärkt 5. 2. Oh Gott. Die haben ja wieder schon 5, ne? Ja, was für ein Minus? Minus 2. Oh Gott, habe ich nur 6er Save. Nee, ein Damage und ist der eine tot. Feel no pain. Feel no pain. 2 Damage? Nein, ein Damage. Okay, feel no pain. Oh nee, Gott, da steht noch ein Krieger. Das ist wirklich einer tot. Geil. Müssen die immer innerhalb von 2 sein um 2 Zoll wegen Consolidation? Currency? Ja, ja. Currency, ja, also der ist ja bei dem und der. Okay, ja, okay, dann ist alles gut. Okay. Dann Nahkampf? Ja, geschossen. Dann Nahkampf. Boah, ich komme noch mal richtig back, ja, ne? Ja, also übel stark. Ich score mein Ketan, gar nichts. Mein Ketan geht in beide rein hier. Okay. In die Neurophobe und in die Exocrine. Genau. Es gibt gerade noch eine kurze Anmerkung zum Thema Death Leaper. Ja. Der hat 7 Lebenspunkte. Ja, und Genie hat 2 Stück durchgemacht und hat mit dem ersten schon eine 6 geworfen beim Schaden, oder? Ja. Und danach... Ah, okay, weil die Leute hatten geschrieben, der Death Leaper hat noch einen Lebenspunkt. Also die haben 2, ne? Die sind 2 durchgekommen, 2 W6 Schaden. Und der erste war eine 6 und dann habe ich ihn weggenommen, weil der kann ja nur mindestens 1 sein. Ja, ja, komm ich ran. Drin. Und mit was anderem charge ich gar nicht. Okay. Weil, why should I? Why should you? Gut, dann muss ich jetzt überlegen, was ich haue. Also ich nehme dann auf jeden Fall auch wieder den starken Schlag. Du sagtest, die hat 6 Leben, ne? Ja, die Neurophobe hat 6 Leben. Und der andere hat auch noch 6 Leben. Ja. Dann mache ich 3-3. Okay.
Dann erstmal auf die Neurophrobe. Mhm. Oh! Das ist sehr glücklich. Da wiederhole ich einen. Das ist sehr unglücklich. Da wiederhole ich definitiv, dann gehe ich auf 3 CP. Ja, treffe ich 2. Mhm. Verwunde ich Widerstand? Was für eine Stärke hast du? 14. Dann ist egal. Oh! Einer! Okay, habe ich nichts gegen. Hast W6 Schaden. Nee, oh, leg noch, die noch. Das ist so wichtig. Das weil, ist sehr gut. Weil die kann halt auf Psychic Interrogation machen. Ne? Und so. Ja, ja. Das ist, boah, war das wichtig. So, auf den Großen treffe ich alle 3 und verwunde 2. Ein nur? Der hat hier schon 8. Oh, damn. Und ich habe einen 6er Rüster. Oh Gott. Den ich nicht halte. Oh, ach ja, aber als ob ich jetzt wieder eine 6. Oh, na, schon wieder eine 2. Okay, absoluter Lappen. Okay, wie viel? Boah, in der Runde Silent King einfach nur ein nasses Bettlaken. Ja. Kein böser Geist. Nee, nicht nasser, Silent King. Ja. Nightbringer. Nightbringer. Der Silent King war gerade der Held der Stunde. Silent King hat einfach so eine Laserdisco-Kugel angemacht und war dann so. Und hat dann 3 gedatet. Okay. Ich töte euch alle. Ja. Ja, dann fertig. Du darfst noch zurückhauen. Ach ja, ich habe meinen Kampfeswillen verloren. Aber ja. Du kannst ja zumindest gucken, ob du dem nochmal Damage machst. Das ist übrigens ein Rennen gegen den Akku, ne? Ja, bei mir auch. Ich habe auch noch irgendwie nur 6% Akku. So. Irgendwann spielen wir ohne Regeln. Ja, ja, dann spielen wir einfach nur mit Chat. Wie wir es im Kopf haben. So, 3 Attacken. Der Exocrine, die trifft nicht. Ist sogar wichtig, dass ich die jetzt mache, normalerweise hätte ja, ich jetzt gesagt, wenn du den auf 6 Leben haust, kannst du die nächste Runde töten, deswegen. Das ist sehr wichtig. Die trifft zweimal. Die verwundet einmal. Nee, halt ich. Fast eine Kopfnuss. Okay. Dann, ich bekomme 2 Punkte, weil ich halte ein markiertes Missionsziel. Mhm, für Ancient Machineries. Genau, ne? Ancient Machineries. 2 Punkte. Genau, 2 Punkte, weil ich nur 1 halte. Okay. So. Dann beginnt meine Runde. Ja, ich gehe auf 4 CP, du gehst auf... Ich gehe auf 2 CP. Ich krieg 4 Punkte Primary und 2 Punkte für Banners. Das war's schon. Ja. Eieiei. Boah, wir dezimieren uns aber auch richtig gut, ne? Komplett. Ja. Jetzt ist die Sache, jetzt muss ich hier aus dem Nahkampf raus und dann ist schon... Das ist, kannst nicht mehr schießen, ne? Ja, das ist richtig doof. Überleg dir mal, was du da machst, René. Hast du Command-Face-Sachen? Nee, hab ich nicht. Ich bin direkt in der Movement-Face. Okay, dann beweg dich mal, weil ich hab dem Redactors-Laboratory versprochen, dass ich ganz kurz anschneide, was ich für einen starken Jeans-Stealer ist, der empfehlen kann. Generell, Jeans-Stealer, schwieriger Spot im Moment. Oh, vorher noch, vielen Dank an der Haider für das Prime-Abo im 16. Monat. Ehre. Dankeschön. Diesmal war ich gemutet. ja, genau. Ja, dann nochmal, danke also, an der Haider. Die Liste. Starke Jeans-Stealer-Liste. Ja. Generell, Jeans-Stealer, ganz schwieriger Spot im Moment. Haben wir jetzt nicht die besten Secondaries. Die CP tun weh. Nochmal? Nee, jetzt müsste es gehen. Oder war das einfach Delay? War Delay bestimmt. Ich glaube, es war Delay. Ja, der spielt halt oft sehr cheesige Elder- oder Tau-Listen, sein Kumpel. Boah, das ist wirklich hart. Also ich würde halt generell sagen, spiel auf jeden Fall Industrial Affinity mit irgendwas. Dass du da die Abzüge ignorierst für Industrial Weapons. Für Mining Weapons. Und wahrscheinlich dann einfach Impassioned und ganz viele MSU Acolyte-Einheiten mit Rockcuttern. Ograna, vielen Dank für deinen Prime-Sub im 4. Monat. Dankeschön. Mit vielen Rockcuttern. Und ich glaube, auch so 2-3 Rockgrinder sind nicht schlecht. Bei Tau nicht so geil, bei Elder aber schon. Und ja, ist alles schwierig im Moment für Jeans-Stealer. Oh, sind wir nicht in Runde 3? Ja, stimmt. Aber ja, ich glaube, was am besten funktioniert, ist viele Acolytes mit Rockcuttern. Okay, ich werde 1 CP ausgeben, jetzt in der Movement Phase, mit den
Sporenminen automatisch 12 Zoll zu advancen. Das heißt, sie haben jetzt einen 12er Movement. Mhm. Das heißt, jede Spornmine, die innerhalb von 15 Zoll um den Nightbringer kommt, geht hoch. Das sind 4 von 5 Stück. Und dann würfe ich eben für die. Ui. Ja, Nürgel schreibt noch. Und 2d3, komm. Ja, 3 Mortal Wounds insgesamt. Ja, dann. Geht der auf 5. Ja, okay. Nürgel schreibt noch, jetzt sind ja die CSM nah, da können Genestealer ja aktuell ruhig etwas schwieriger sein. Ja, ich würde die halt super gerne viel mehr spielen, aber im Moment ist es sehr dry. Also da muss irgendwie im nächsten Balance Data State irgendwie müssen da ein paar Kleinigkeiten passieren. Mag die auch sehr gerne. Anthem Heresy schreibt auch, dabei sind die so cool. Ja, ich mag die auch sehr gerne, aber ich werde die im Moment werde ich erstmal ein bisschen mehr Chaos spielen. Aber am 8. August kommt der Ramses, ne? Wir müssen ihn noch fragen. Also er hat einmal so ein Halbjahr gesagt, aber wir haben noch nicht ein Ja. Da spiele ich nochmal Genestealer. Mal gucken, wie das dann wird mit Nephilim. Was für ein Movement? Wie funktioniert das jetzt eigentlich, wenn ich keine Spornminen schießen will, theoretisch? Ja, wenn du normal schießen willst. Wenn ich normal schießen will mit dem Bio-Worn. So, Moment. Der hat Heavy D3. Okay, ich hit a scored. Okay, und die haben BS4. Also es ist Heavy und die sind Infantry. Also ist egal. Alles klar, dann können die einfach so da stehen bleiben. Gut. Dann bleiben die stehen. Die haben sich bewegt. Die sind darüber. Große Trauer für Engage on all fronts. Mhm. Und dann gehe ich in die. Bin ich fertig? Ich erkläre mal gerade, was ich gemacht habe. Also, Freunde. Ich bin erstmal hier gefallbackt aus dem Nahkampf mit dem Nightbringer raus. Kann zwar jetzt mit meiner Neuroprobe nicht mehr zaubern, aber dann kann ich zumindest auf den Nightbringer drauf schießen. Und das ist mir auf jeden Fall ein bisschen mehr wert, als da jetzt eventuell drauf schießen zu können oder nicht. Oder so. Habe ich auf jeden Fall gemacht. Die Spornminen, die hier waren, habe ich mit einem Stratagem von Kraken automatisch 8 zu advancen lassen. Und dann sind die in den Nightbringer reingerannt und haben dem Nightbringer 3 Mortal Wounds gemacht. Das heißt, der Nightbringer ist jetzt auf 5. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich es irgendwie schaffe, Nightbringer jetzt in einer Phase zu töten. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Die Turret Warriors sind so ein bisschen nach vorne. Die sind jetzt eigentlich so meine letzte Bastion, um überhaupt irgendwas zu machen. Und ich kann jetzt eigentlich nur hingehen und Genie versuchen, möglichst viel Schaden zu machen und dadurch dann eigentlich das Spiel zu gewinnen. Es ist auch eigentlich saudumm, dass der Fight Last gibt. Weil das bedeutet ja im Endeffekt, du kannst nie gegen den Silent King als erstes kämpfen. Ja. Ist das nie richtig? Der gibt. Ja. Das ist hier, ich kann es. Das ist ja ultra strong. Also das finde ich mega geil, weil ich habe immer gedacht, eigentlich ist er noch gar nicht so gut. Also aber der ist halt giga gut. Also wer den bei Necron nicht spielt, ist jetzt also einfach nur lost. Also jetzt, dass du jetzt nach 2 Jahren das Fight Last entdeckt hast, das ändert alles. At the start of the fight phase, if there are any enemy units with an engagement range of Zarek, then until the end of the phase, those units cannot fight until after all other eligible units from your army have done so. From your army. Und das schaltet, glaube ich, sogar Fight First aus, weil der ja sagt, du darfst nicht zuhauen, bevor nicht alles zugehaut hat. Also du hast ja Fight First, Fight Last, das ist quasi dann plus minus null. Hm. Aber es ist dann halt, weil es ja nicht mein Zug ist, darfst du als erst wählen und deswegen. Okay, dann gehe ich jetzt aber in die Psychic Phase und die Zoanthropen versuchen Schaden auf den Nightbringer zu machen. Ja. Die haben auch die Command Phase Fähigkeit. Nee, die waren, glaube ich, nicht in Range. Also habe ich nur 2 Sets. Ich versuche zu smiten. Das kommt nicht durch. Ist plus 3, ist eine 7, aber jetzt bist du wieder in Bannreichweite und wirst es bannen können. Das heißt, ich muss wieder auf 1 CP gehen. Und es wiederholen und hoffen, dass es höher ist. Und hoffen, dass es einfach höher ist. Ist eine 8, oh Gott! Nee, kann ich nicht. Würde ich aber gerne wiederholen, ja. Wenn du das wiederholst, auf 3 dann, CP. Dann bin ich einfach, dann bin ich dead. Ist eine 7, ist ich nicht. Du hast eine 8. Okay, dann kriegst du 4 Mortal Wounds, kannst nur 3 kriegen, gehst also auf 2. Wieso kriege ich denn auch immer 4? Ist das immer ein Super Smite bei denen oder was? Ja, die machen immer W3 plus 3, also immer plus 3, weil es sind 3 Zoanthropen. Okay, dann gehe ich jetzt in die Shooting Phase. Ja. Und ich fange an mit den
mit dem Bio-Born. Die schießen jetzt indirekt sofort auf den Nightbringer. Ja. Und die haben 8 Schuss. Boah, das wird richtig spannend, ob das jetzt klappt oder nicht. Jeder Hit macht direkt eine Mortal Wound. Mhm. Das sind 2 Fünfen. Und weil die indirekt schießen, kriegen die ja minus 1 auf ihre BS-Charakteristik. Ja. Das heißt, die haben 2 Treffer, sind 2 Mortal Wounds, das heißt, ein Toter getan. Explodiert er? Oh Gott. Bitte explodiere. Nein. Ja. Okay. Es hat funktioniert. Aber ich glaube, es wird trotzdem nicht reichen, weil ich krieg den scheiß Silent King nicht tot. Dann würde ich vielleicht alles andere aussehen, Silent King? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt richtig spiele. Ich glaube, du punktest mir einfach weg. Wahrscheinlich, ne? Dann, ja, ich finde das dann halt super unattraktiv, den Silent King zu chargen, weil du halt so viele Attacken hast mit so viel Schaden. Und ich habe keinen Kino Pain drauf oder so. Also da geht's ja einfach durch wie Butter. Dann, nee, der Silent King ist wie so ein Anime-Villain, der so sagt, the fight is already over. Ja. Sache ist, ich würde so, sagen, Nani? Ich würde sagen, dann charge erstmal die hier und nimm mir erstmal für eine Runde das Objective weg. Das Problem ist, ich glaube, sobald du hier irgendwie dran bist, kann ich heroisch intervenieren. Okay, warte, ich habe hier erstmal 5 Schuss, ich bin zwar gerannt. Aber die schießen erstmal hier auf den Necron-Krieger. Ja. Die Gargoyles. Die treffen nicht. Okay, jetzt dann lass mal überlegen, dann mit dem Schießen. Ja? Was hast du denn noch? Ich habe noch hier meine ganzen Tyrant Warriors. Ich muss hier die Skarabäen wegmachen. Das planten die mehr Bomben. Ja, besonders du kannst dich einfach hier hinstellen und mich auslachen, weil du Obsec hast. Ja. Das heißt, ich muss hier die Skarabäen töten. Das heißt, ich muss da auf jeden Fall Feuer reingeben. Mhm. Ich muss zumindest die Necron-Krieger töten. Dass du den Overlord chargen kannst? Dass ich, ja. Den Lord. Den Lord. Ist ein Lord. Die haben aber noch wie viel Leben, die Skarabäen? 7 insgesamt. 7. Okay, pass auf. Dann machen wir Folgendes. Ich werde mit... Ja komm, die schießen einfach alle. Die schießen alle ihre ganzen Schuss in die Skarabäen rein, weil anders geht's nicht. Ist wichtiger jetzt für die Punkte zu gehen. 9, 12... 15, das sind noch 6 Stück, ne? 18. Gott, das ist so ein, also dass es noch so spannend wird. Ja, das ist wirklich, es ist giga spannend. Das ist wirklich richtig cool. So, auf die, ach genau, du hast ja einen Ketan getötet, ich gebe dir eben die 9 Punkte. Ja, ich glaube, da kriege ich keine Punkte für den Ketan. Warum? Weil No Prisoners so ein paar Ausnahmen macht. Schreib's mal gerade. Ich schreib's in Klammern. Ja, also die Skarabäen-Bases habe ich getötet. Ja, dann kriegst du 7 Punkte. Aber da habe ich auch nur 9 Wunden gemacht. Also es war gut, dass ich mit allen draufgeschossen habe. Alles andere wäre viel zu gierig gewesen. Ja, töte ich jetzt alles andere und dann ist da der Silent King, der einfach nur auf meinem toten Körper tanzt. Oder wie mache ich das? Oder charge ich rein und gebe den minus 1 Damage und hoffe einfach... Aber ich, das Ding ist, ich kann nicht mehr hoffen, dass du schlecht würfelst, weil der jetzt komplett Rerolls hat. Der Silent King. Ne, nicht komplett, nicht im Hit. Ja, nicht, der trifft auf 2 Füße. Ja. Okay, komm, pass auf, ich werde mit den ganzen Tyrannidenkriegern. Weil ich einen Multicharge hier auf die normalen Necron-Units, nicht auf den Silent King. Okay. Der ist doof. Ja, mit einer 9. Dann mache ich hier aber noch. Dann gucke ich mal mit einer 9. Komme ich sogar bis hier hin. Dann würde ich gerne so einmal hier so rumgehen. Ja, dass du. Vorsicht, da kann ich intervenieren. Da musst du gleich drauf aufpassen. Ah, du hast vollkommen recht, dann ist das rumgehen. Ja, dann kann ich mit ihm so gehen und dann kann ich gleich hier reinpeilen und bin dann wieder in... In, ja, Currency. Genau, so bist du noch außerhalb von 3 Zoll. Ja. Ich glaube, der kann nicht in 6 Zoll intervenieren, außer Chat... Außer er hat noch eine Regel, die auf seinen einen Seiten-Datasheet steht. Ja, gut. Aber ich glaube nicht. Dann gehe ich hier jetzt mit dem Krieger so hin und dann töte ich die eh gleich alle. Und wenn nicht, dann ist dieser Krieger halt tot wegen Consolidation. Nicht Consolidation, wegen... Ja, es ist Currency. Currency. So, das heißt, ich werde mit 3 Stück schlage ich auf den Lord. Hat der einen Retter, der Lord? Das müsste ich gleich kurz gucken. Weil ansonsten muss ich mit mehr draufschlagen. Also ich kann nicht 6 Zoll heroisch intervenieren. Okay. Auch nicht mit dem Strategy. Und mit der Lord hat keinen Retter, der hat einen 3er Rüster. Okay, dann haue ich erstmal mit 3 Stück auf den Lord. Ja. 5 Attacken. Mir ist eingefallen, ich habe ja auch hier Toxinkammern, das heißt 6 sind beim Treffen verbunden automatisch. Okay. Und dann habe ich noch hier den Rest. Okay, oh, das sind viele. Dann sind das, die haben alle minus 3 und 2 Damage. Okay, dann habe ich ja noch einen 6er Rüstung. Hast du noch einen 6er Rüstung? Ja, also der Lord ist tot. Ja, der Lord ist tot.
Und dann habe ich noch auch nochmal. Kriegst du für den Punkte, weil er ist ein Charakter? Klammer das auch mal ein, das gucken wir später nach. Dann sind auf jeden Fall, ja, dann, und die Necron-Krieger sind auch tot. Okay. Dann kriegst du auf jeden Fall 3 von den Necron-Kriegern. Mhm. Und nochmal 4 in Klammern. Und dann werde ich in Richtung des Doomstalkers gehen. Und ich. Also, ich meine, du kriegst halt trotzdem. Du kriegst zwar jetzt nur noch 4 Primary Points, aber du hast hier 2 Bomben liegen, du hast halt. Ja. Das wird. Ich glaube, es wird genau das passieren, was ich mir gedacht habe, du outscorst mich einfach. Hast du noch irgendwas, was jetzt am Ende deiner Runde scorst? Nee, bei Engage. Ich habe halt leider ein Secondary Gebet, das ich quasi nicht machen kann mit meiner Armee. Okay, nee, dann bin ich dran. Ich score 4 Primary, gehe auf 4 CP, du gehst auf 2 CP? Auf 2 CP wieder. 2 CP, gut. Kommandophase, my will be done auf die... Ich bin jetzt nicht drin. Auf niemanden, weil ich habe nichts. Er kann sich selber. Er macht es zweimal auf sich selber. Zweimal auf sich selber. Plus zweimal plus auf sich selber. Plus 2 auf seinen Hit-Roll. Ja. Ja, gut. So, mein Doomstalker, der hat ja... Der bewegt sich jetzt. Ja klar, der will jetzt ein bisschen wegrennen und das Missionsziel da noch halten. Das ist immer noch ein markiertes Missionsziel, ne? Oh, stimmt. Das heißt, du kriegst noch mal Bonuspunkte, ne? Ach, und generell, du scorst 4 Punkte Primary. Ja, das habe ich schon gesagt. Okay, das hast du schon gesagt. So, der ist noch Full Life, das heißt, der hat 10 Zoll Movement. Das heißt, der kann sich richtig schön noch mal nach hier hinten verpieseln. Mhm. Meine Spinne geht so ein bisschen mehr wieder hinter das Gebäude. Ja, ganz kurz, Genie, ich glaube, wir passen. Alles gut, das war nur ein Gag mit dem Malibu, dann. Wir haben das nicht gestackt. Dann stellt er sich halt hier vor. Haben wir das echt gedacht? Leute, der trifft nicht auf minus 1. Hat jemand geschrieben? Das stackt nicht. Nee, auf 0 wäre es dann ja, ne? Ja. Auf 1, auf 0. Ja. BS 0. So, ach, mein Silent King. Nur 4 auch, ne? Ja. Mein Silent King hat Bewegung 8. Der wird halt jetzt die armen Krieger alle deadenen. Elite Henry hat noch geschrieben, René, was erwartest du von dem Mann, der seine eigenen Götter versklavt hat? Weil du immer so erstaunt warst von Silent King. Ja, das stimmt halt. Er ist halt, also das Ding ist halt, Der darf ja, der ist ja Core, der darf ja auch die Action machen mit Bomb planten. Das kann generell jedes Mal. Das kann generell jeder. Aber dann kannst du nicht mehr chargen, ne? Nee. Oder ich mache auf das Objective meine Secondary Action, weil die gibt mir ja 4 Punkte. Ach stimmt, das habe ich hier. Machen. Stimmt, da hinten. Aber da komme ich jetzt gar oder nicht dran. Hier. Ja, das stimmt. Aber das Ding ist, Genie hat ja sonst immer mit dem Silent King nur mit einer hinterm Rücken verbundener Hand gespielt. Ja. Ja? Das, und jetzt ist quasi der Silent King unleashed. Ich muss nicht in den Nahkampf chargen. Und ich bin wirklich sehr, also ich bin so, ui. Ich plant hier eine Bomb. Ui, die ganze weil, Zeit. Weil wenn ich die hier plant... Dann kannst du auch nicht schießen, Genie. Da kannst du doch, nicht kann ich. Das ist mein Protokoll, das daueraktiv ist. I can shoot after an action. Ach genau, ich muss noch... Ich gehe übrigens auf die nächste Protokoll, das mir sagt, ich krieg +1 Living Metal zurück. Das heißt, der ist jetzt wieder Full Life, der Silent King. Und die Spinne geht auf... Der hier hatte doch irgendwie noch 2 Leben oder so? Der hat 2 Schaden bekommen. Ah. Deswegen geht der jetzt wieder auf Full Life. Okay. Und meine Spinne geht auf 3 Leben. Okay. Spooder. Spooder! So, ich habe geguckt, dass die Bomben 9 auseinander sind. Das passt also. Das heißt, ich gehe in die Shooty-Face. Mhm. Und da fange ich einfach mal mit meinem Doomstalker an. Der hat sich bewegt, das heißt, der ist nicht mehr so geil. Aber der schießt auf die beschissene Spawn-Mine. Okay, Spawn-Mine. Weil ich glaube, was anderes Geiles macht der nicht. Ich meine, ich könnte versuchen, ob der vielleicht einen Krieger rausnimmt. Aber ist das so wichtig? Das ist Blast, ne? Das sind über 5. Ja. Was war das? Dann habe ich immer... Mindestens eine 3. Bei D3. Ach komm, die haben doch nur 3 Leben pro Modell, ja, ne? Ja, dann schieße ich auf die. Komm, was soll okay, der Geiz? Auf die Warriors. W6 Schuss. 6 Schuss. Was für einen Schaden macht das? Bevor ich jetzt... Weil ich kann theoretisch -1 Damage für die machen. D3 mit Blast. Ah, okay, nicht D3 Schuss. Okay, dann mache ich -1 Damage an. Dann gehe ich auf 0. Blast ist doch für den Damage, oder ist... Nein, Blast ist... Ah, für die Schussanzahl, ja, okay. Ja, deswegen. Ah, du machst da -1 Damage drauf. Ja. Okay. -1 Damage für die Tyrannienkrieger für die ganze Phase. Kostet mich alle meine CP. 4, 2. Einer. -2. Habe ich noch einen 6er? Halt ich nicht. D3 Schaden. 3. Ah, und sie deswegen geht es auf 2. Ja, gut, dass du es gemacht hast. So, mein Silent King. Der schießt.
Der schießt. Zoanthropen haben einen Vierer-Retter, falls du jetzt gerade. Mhm. Der schießt auf jeden Fall all sein Kleinzeugs auf die Gargoyles. Okay. Weil ich die Primary klauen will. Und die beiden dicken Beams, die 6 Schaden machen, das sehe ich ja hier alles nicht. Mhm. Geht dann einfach auf die Tyranninenkrieg, okay. Oder? Gucke ich, dass die Gargoyles auf jeden Fall töte. Ja, aber 6 Schaden tötet ja auch nur einen Gargoyle, von daher. Schießt das auf die Krieger. Okay. So, dann erstmal der erste Beam auf die Krieger. Ja. Verwundet nicht. Geil. Der zweite Beam auf die Krieger, ja. Verwundet. Okay, er ist der mit dem einen Lebenspunkt. Ja. Dann die ganzen kleinen Sachen auf die Gargoyles. Das okay, ist auch weggebeamt wichtiger. Einfach. Das ist einfach weggebeamt, Genie. Ja. So, erstmal 3 Schuss auf die 2. Jop. Mhm. Auf die 2. 2 Stück mit minus 3, 2 Damage. Ja. Und jetzt einmal 9 Schuss. Auch wahrscheinlich mit minus 2 oder sowas, ne? Ja, mit minus 2. Ja, habe ich auch ganz selbst dagegen. So, zack, eins darf ich wiederholen. Mhm. Ich glaube, die kleinen Schüsse hätten gereicht. Dann hättest du nochmal die anderen in den Tyranninen kriegen machen können. Aber ja. Okay. They dead. They dead. Dann kriege ich nochmal 3 Punkte für meinen Silent King, weil er noch eine Unit getötet hat im Schuss. Er hat noch eine Unit getötet. Nein. Ja, dann bin ich ja auf 12 Punkte schon. Okay. Krieg ich noch voll hier? Ich trage es dir auch ein. Ausnahmsweise trage ich dir es ein. Dann würde ich tatsächlich meine Runde beenden. Mhm. Ich bekomme. Da zähle ich ja quasi nur als 2 Modelle, ne? Nee, er sogar gar nicht, weil er ist ja Sarekan. Stimmt. Ist egal, also die haben Obsec. Aber dann kriege ich 2 Punkte für mein Secondary, weil ich ein markiertes Ziel halte. Das ist alleine schon so gut. Du musst an einem wirklich safen Ziel stehen und kriegst einfach 10 Punkte quasi. Ja. Für Ancient Machinery. Das ist wirklich krass gut. Ja, dann ist deine Runde, ich gehe auf 5 CP. Ja, ich gehe auf 1. Ich habe noch so viel fucking CP. Was soll ich denn damit machen? Auf wie viel CP? 5. Ich gehe auf 1. Kennst du diese, Ruben, das ist wie bei Auntie Donna mit All I Got Was Brown. Ja, du kriegst also alles, was du, deine Punkte sind auch. Sind auch doof. Hast du irgendwas für die Kommandophase? Nee, aber ich krieg 8 Punkte Primary. 8 Punkte Primary, okay. Hä, nee, doch, stimmt, ha, du hältst 2. Ja, auch gut, dass ich die weggemacht habe, sonst wären es 12. Und jetzt für meinen 1 CP. Ich glaube, Ruben? Ja. Nein, ich mach's doch nicht. Alles gut. Ich war so, heile ich meine Exocrine oder heile ich sie nicht? Warum? Ja, weil die dann vielleicht cool ist. Vielleicht cool. Okay, ich werde hier rüber floaten. Njau, njau. Die hat voll gebibbert. Ja. Und ich renne noch. Dann ja, ich wollte gerade sagen, dann bist du im. Ja, ist Chatzeit, falls auch irgendwas im Chat ist, aber ich denke mal, alle sind gebannt am Gucken. Oder vielleicht auch nicht. Ich doch nicht. Ja, wo los? Ja, Long Island Ice hat noch gefragt, wieso Genie nicht die Krieger im Nahkampf bindet. Weil ich die Action lieber gemacht habe, um eine Bombe zu planten, weil mir das halt auch 3 Punkte gibt. Und du bist ja aus dem. Achso, stimmt ja. Ich bin nicht aus dem Nahkampf rausgegangen, ich war ja. Ich habe lieber eine Bombe geplantet. Lieber die Bombe geplantet? Ja, weil du wirst mich jetzt nicht töten. Du wirst den Silent King ja jetzt nicht töten. Ich hätte die gecharged. Ich hätte die auch gecharged. Ich wäre einfach, egal ob es besser gewesen wäre oder nicht, ich hätte sie einfach gecharged, aus Prinzip. Und jetzt nehme ich dir diesen Punkt. Aber dann hast du den Punkt. Ja. Scheiße. Ich kann keine gute Wahl treffen. Es geht nicht. Du nimmst mir das eine und ich nehme das andere. Das Ding ist halt, Genie, weil du, also zur Erklärung auch, warum der Charge besser gewesen wäre, ist, weil René dir jetzt das Objective oben auch wegnimmt. Das heißt, da hast du quasi schon 4 Punkte versus 3 Punkte von der Action und die Action kann theoretisch noch diffused werden. Ja, aber ich krieg doch für das Missionsziel, was ich da verliere, wieder das, wo René jetzt weggegangen ist. Also im Endeffekt ist es vollkommen irrelevant und ich habe die Action gemacht, dass ich da eine Bombe kriege, was mir 3 Punkte gibt. Also im Endeffekt habe ich einfach nur 3 Punkte plus gemacht und er klaut mir jetzt den Doomstalker. Der wäre eh irgendwann gefallen. Doomstalker genommen. Ich finde, das war die bessere Methode, einfach die Bombe zu planten und die Tyranninenkrieger davon ziehen zu lassen. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ah, hier, die Spornmine. Auf geht's, Mr. Spornmine. Die rennt 6. Ist noch nicht in 3.
Okay. Dann. Nur mal so, wenn ich die Spornmine im Beschuss töte, kriege ich 3 Punkte. ach genau, in der Command. Alles gut. Dann mache ich hier Interrogation in meiner Psychic Phase auf den Silent King. Also es kommt durch mit einer 6, ne? Aber. Ah, das wiederhole ich. Oh. Die hier 4 CP. Ist auch schlau. Ja, ist gebannt. Sogar gebannt. Ich lasse dir keine Punkte. Ich merk's. Diese und Ruben wollen smiten. Ja. Kommt mit einer 10, ist kein super Smite. Macht 4 Mortal Wounds. Okay. Ich glaube, die Pöllers haben. Haben die 4 Leben? Ne, die haben 5. Dann hat der eine Pöller hier noch einen. So, dann. Oh, das ist ja auch richtig, dass der einen hat. Schussphase. Ja. Okay, dann schieße ich einfach mit allem, was meine Tyranid Warriors haben, auf den Silent King. Alles klar. 6, 9, 12, 15 Schuss. Ihr könnt es schaffen, Freunde. Ihr könnt einen Pillar wegnehmen. Weg mit dem Pillar, Mann. Weg mit dem Pillar. Okay, es sind 3 Stück mit minus 2. Es sind 3 Stück mit minus 2. 3 Stück mit minus 2. Der Pillar ist tot! Der Pillar ist tot! Okay. Dann schieße ich jetzt mit der Exocrine und da werde ich 1 CP ausgeben, dass die Exploding Sixes kriegt. Die Exocrine schießt auf den Silent King. Und wie viel Schuss habe ich? Jetzt, das ist jetzt die Genki Dama quasi, ne? Okay, ich habe nur 7 Schuss, das ist schon mal kein guter Anfang. Also Chat, ich brauche eure Energie. Das ist jetzt die Genki Dama, die wir jetzt in der Exocrine kanalisieren und dann auf den Silent King schießen. Und dann würfeln wir 7-6. Dann haben 14 Treffer, weil ich treffe eh nur 5. Auf geht's. Es sind immerhin 4 Treffer. Das ist so, also es ist okay. Aber ich hätte natürlich lieber 7 gehabt. Es sind 2 und 6, ne? Ich glaube, ich habe ein. Nee, alles gut. Es waren 4 dann. Alles gut. 2 Stück. Mit minus 4, 3 Damage. Halt. Das war die Genki Dama, die nichts macht. Okay, dann versuche ich jetzt noch. Das sind 48 Zoll, oder? Das sind 48. Ja. Ich werde. Du darfst auf nicht sichtbare Einheiten schießen. Ja, weil diese Synapseneinheit Sicht auf dein Schwurbli hat. Ja, irgendwas davon sehen die auf jeden Fall. Da ist ja nichts Obscuring dabei. Das heißt, irgendwas von deinem Modell werden meine Sohntrophen irgendwie sehen. Aber ich treffe nur 5. Okay. Und es sind nur 3W3 Schuss. Es sind quasi Obliterator. Oh, 8 Schuss. Boah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bitte! Es 2. Sind nur 2! Dann verwund die mal. Nee, die machen automatisch eine Mortal Wound. Oh, dann hat er ein Leben noch. Genau. Mann, wegen dem einen blöden Protokoll, was den 2. Ja. dann charge den Doomstalker. Ja. Okay. Der gibt Abwehrfeuer. Ja, für 1 CP gibt er Abwehrfeuer. Nee, for free. Der gibt immer Abwehrfeuer. Darf er das? Darf er das? Oh ja, stimmt. Okay. D6 Schuss. 5. Ist er jetzt steady geblieben, die Runde? Ja, stimmt, er war steady. Oh Gott, jetzt kommt die wirklich. 2 Treffer. Das sind 2. Minus 5. Ja, da habe ich nichts gegeben. Dann der erste. Ach, ist nur ein Damage. Und der zweite. Ist einer tot. Wir hätten 2 sterben Gott. Können. Hast du Glück gehabt. Darf ich den Damage Roll rerollen? Ja, da hast du. Dann gehen 2 tot. 2 Tote macht er. Gehe ich auf 3 CP. Also ich bin drin. Ich glaube, ich habe eben schon den Charge gewürfelt. Willst du hier so rum, dass du ans Ziel kannst? Ja. Ja, mein Ziel ist einfach nur noch. Jetzt. Ihn töten. Ihn töten. Und dann sind wir, glaube ich, durch. Do it. Okay, ich habe schon mal 2 Stück, die automatisch verwunden. Mit den Hornschwertern.
Der war witzig geworfen. Der war sehr witzig. Ich habe Stärke 8. Also verwunden die auch. Was für ein Rüster hat der? Wahrscheinlich ein Vierer. Ein Dreier. Ein Dreier. Dann hast du noch einen Sechser Safe-Deck. Jeder hat, oh, der hat einen Vierer Retter, habe ich gerade gesehen. Hat er einen Vierer? Du, Stalk, hat einen Vierer? Ja, Vierer Retter. Okay, der hat einen Containment Field. Okay. Dann drei Stück. Sechs Schaden, ist der nicht mal tot wahrscheinlich. Ich glaube, der hat 8 Leben. Weil der ist sehr groß. Der hat 12 Leben. Oh. Er ist trotzdem nicht gut. Bitte, bitte spiel nicht nochmal einen Stalker. Ich war gerade schon so, das klingt wieder nach Excited. Okay, so, dann hat er zwei Attacken zurück. Ja. Auf die 5. Nein. Okay. Gut. Dann scorst du irgendwas. Ich score Engage on all fronts. Ja, du bist mit 3. Ja. Mit 2 Punkte. Gönn ich mir. Dann ist meine 5. Runde. Ja. Ich gehe auf 4 CP. Du gehst auf 1. Ich gehe auf 1. Ich bekomme 8 Primary. Dann, ich hab nicht. Ich bin einfach saudumm. Warum rede ich die ganze Zeit von Engage on all fronts? Ich hab das nicht mal. Was? Was hast du denn Was dann? Hast du denn? Ich hab ja No Prisoners, Psychic Interrogation und Raise Banners. Ich hab gar keinen Engage. Warum redest du? Was ist denn los mit dir? Ja, gut. Dann zieh ich hier jetzt wieder 2 Punkte ab. Ja, dann zieh mir die 2 Punkte ab. Wir müssen übrigens gucken, ob du auch die 5 Punkte für den Pillar bekommst. Das weiß ich halt auch nicht, ne? Aber was ist denn mit deinen Banners eigentlich? Ja, die Banners haben mir bis jetzt 4? 5 Punkte? Ja, keine Ahnung, ich habe die jetzt... Ja, die Banners haben mir bis jetzt... die müssten dir doch jetzt nochmal... Einmal? Müssten dir, die haben dir einmal bis jetzt 2 Punkte gegeben. Okay, also nee, ich die haben in Runde 2, 1, in Runde 3, 2, nee, also 3. Nochmal 1, hast du dann erst? Ja, ja. Dann, okay, aber dann hast du 4. Und dann Runde 3, 2. Habe ich für Banners 4 Punkte. Gib mir das iPad. Nee, das Problem ist, ich benutze es zu wenig. Um, dass es 100% akkurat ist. Ist nur bei Genie akkurat. Bei mir, ich hab den Weg verloren. Dann kann ich auch auf deine Secondaries jetzt nicht richtig eintragen. Ja, nee, die sind, also das ist aber die richtig. Die sind richtig ansonsten. Alle. Bei Interrogation habe ich bis jetzt einmal geschafft. Ja. So komm, ich schieße jetzt noch möglichst viel mit dem Silent King weg und dann haben wir Ruhe. Und dann ist der Bibel auch gebabbelt. So. Alles auf die Tyrannenkrieger. Ja, war ja klar! Ein Beam! Den wiederhole ich. Gehe ich auf 2 CP. Ah ne, ich darf ja eh wiederholen. Ja, das darf er ja jetzt endlich. Okay, ich verwunde. Ein Tyrannenkrieger weg. Ah, warte. Der ist mein Objective. Der wird weggebeamt. Okay. Ich bin übrigens im Protokoll, dass Ranged Weapons bei Unmodified Wound Roll von 6 plus 1 HP geben. Ja, HP. Nee, ich mache noch minus 1 Damage an. Okay? Okay. Fire bei dann 3 Schuss. Habe ich wieder einen durch. Treffen alle. Stecke 8 auf die 3. Nur einer. Ein Minus. Wiederhole ich da einen? Ich glaube, da wiederhole ich einen. Okay. Gehe auf 3 CP, einen wiederhole ich. Okay, 2 Stück. Minus 3. Okay, habe ich keinen Safe mehr? Wie viel Schaden? 2. Dann. Ich kriege minus 1 Damage. Ja, ist einer noch auf einem Leben. So, und jetzt noch der kleine Schuss. Oh, eventuell leben die. Living Metal. Der meldet sich wieder hoch, ne? Auf Dingens. Und der hier auch auf 7. Ich hab halt gedacht, ich renne jetzt in den Doomstalker rein und hau den einfach um. Und dann einfach nur so, nope. Also, hätte mich über das Profil informieren können. Alle treffen, alle kleinen Schüsse. Und das hat auch minus. Okay, so, erstmal die hier die haben. Minus wahrscheinlich mehr. Genau. Ja, wahrscheinlich minus 3. Jetzt. Die haben jetzt minus 3 und die haben minus 2. Das heißt, da habe ich noch 6 gegen. Einhand halte ich, das heißt, ich krieg 6 Schaden. Nee, die machen nur einen Schaden jeweils. Ja, ja, aber es sind ja 6 Stück, die durchgegangen sind. Da sind die alle tot. Sind die alle tot. Okay, ja, dann kann ich eigentlich meine Runde auch beenden, weil dann kriege ich nochmal 3 Punkte für mein Secondary, das die Objectives halten muss. Ja, ich hätte jetzt noch darüber rennen können, theoretisch, und da das Objective. Kriegst auch nochmal 3 Punkte für Code of Combat und max das dann. Ja, max Code of Combat. Warum hättest du aber eigentlich noch einen 6er Safe gehabt von den Kriegern mit minus 3? Nee, bei minus 3 habe ich keinen 6er Safe. Bei minus 2. Achso. Die Sechsen haben einen AP mehr, deswegen... Dann darfst du deine letzte Runde machen, deine 5. Aber bist du nicht ganz sicher? Wir sind in Runde 5 rum. Dass es jetzt schlauer gewesen wäre, mit dem Silent King, also, weil hätte ich jetzt weniger gescored, wenn dann noch die Sortrufen angehen. Aber dann weiß ich nicht, ob ich noch in Reichweite gewesen wäre, um zu schießen, weil die haben nur 24 Zoll hier.
Ah, okay. Da, ich hätte mich nicht weiter wegbewegen dürfen. Du kannst den Charge einfach aus Spaß ansagen, gucken, was passiert. Ja, du kannst ja eh keinen Abwehrfeuer geben. Mit einer 9. Es muss ja schon von ihm wahrscheinlich aus sein. Ich glaube auch der Menü. Da bist du drin. Macht er so whoop. Und dann ist er so. Der zieht sich dann so hinterher. Aber dann muss ich an das Ziel da hinten, damit ich das dann halten kann für mein Marked-Objective. Deswegen dann schieb ihn mal ran. Der Pillar reicht ja. Ja. Und dann geht der Pillar quasi hier hin. Genau, und der geht dahin und dann, dahin und dann greift er einfach mal an und guckt, was passiert. Haut den auf die Ohren, weil ist halt. Ja, also, ist schlau. Ich würde es jetzt halt auch dann vernünftig zu Ende machen. Ja. Weißt du? So, 6 Attacken auf die 2. Alle. Und Verbundungswürfe darfst du komplett wiederholen. Ich habe hier schon 5. Was für Stärke hast du? 5. Stärke 5 nur? Ja, hier. An die plus 4, also 9. Okay. 4 Retter. Wie viel Schaden? Da 2. Okay, also ist eine tot. Und dann nochmal 4 extra Attacken auf die 2. Mit Stärke 8. Alle mit minus 4, 3 Damage. Dann lebt eine noch mit einem Lebenspunkt. Und dann die 3 extra Attacken. Mhm. Alle. Treffen alle. Das ist jetzt nur Stärke 5. Aber darf ich ja wiederholen. Ja. 2 Stück mit minus 2 ein Damage. Die halte ich. Habe ich noch eine so getroffen mit einem Lebenspunkt? Ja, gut. Aber dann halte ich aber nicht das Missionsziel, ne? Ja, doch, du kannst ja danach noch quasi hier peilen. Und der kann dann auch hier. Okay, gut. Und dann bist du, hast du 2 gegen 1 und dann. Ja. Ja, und die Sonnentropen muss ich ja jetzt nicht machen. Dann kriege ich meine 3 Punkte für Secondary. Ja. Und jetzt in meiner 5. kriege ich noch ein, krieg ich ein CP. Ja. Ich krieg am ich Ende auch. Der Runde score ich ja erst Primary. Ja. Ist ja was mit deinem Banner? Wann verschwindet das? Das verschwindet jetzt. Okay, weil dann kriegst du nur noch einen Punkt für Banner. Krieg ich nur einen Punkt für Banners. Einen? Ja. Ja. Okay. Auf geht's. Wir sind noch überall Bomben auch noch von dir, ne? Jenny, was erhoffst du dir da jetzt eigentlich? Zoanthrope geht raus. Ich erhoffe mir, dass ich. Dass du auf magische Art und Weise 30 Punkte machst. Nee, aber ich will zumindest so viele Punkte machen, wie ich kann. Ich will mal, ne, so, das will ich einfach gerade kurz gucken. Also für was anderes, ich kann jetzt noch. Kannst gucken. Die Sporenmine in die Mitte tun. Ja, die kann kein Objective sein. Oh. Ja, ich werde jetzt einfach nur einmal noch versuchen, ob ich Interrogation schaffe. Ja. Ja, ich peril einfach dabei. Ist mir auch egal, es sind 13. Okay. Es sind 13. Dann kann ich es nicht bannen. Nerf this. Okay, und ich krieg 3 Mortal Wounds, habe ich einen Lebenspunkt noch mit der. und dann schieße ich noch einmal aus Spaß mit dem mit der Exocrine drauf. Die macht wieder Exploding Sixes an. Ja. Ich habe wieder 7 Schuss. 3, 4, 5, 6, 7. 3 Treffer dann. Okay, die tötet den halt nicht, ne? 3 Wunden, 3 Retter. Okay. 2 gehen durch. Dann ist der Man hier kaputt. Okay. Dann ist der Man hier weg. Ja, gut. Dann habe ich das nur umkämpft. Bringt mir aber auch nichts. Ja. Und ich kann noch gucken, ob ich da hinten mit dem Bio-Born dich beschieße. Oh, ich habe 9 Schuss. Oh. Also hinten den, die Spinne. Einfach nur das Prinzip. Ja, und guck mal, da machen die diese richtig wütend, ne? Die machen 4 Mortal Wounds. Okay, dann ist meine Spinne tot. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt ganz wichtig, also wichtig, weil dann hast du da nochmal 6 Killpoints. Ah, ja, ich gucke jetzt mal gerade ganz kurz noch Prisoners nach. Ob das, weil ich glaube, es ist excluding Monster und Vehicle und die Dinger sind Monster und Character sind, glaube ich, auch excluded oder sowas. Ja, weil dann würdest du die auch nicht bekommen, dann so, würdest du die 6 nicht bekommen. Excluding Vehicle, Monster or Character Models. Dann kriegst du weder den Lord, noch den Nightbringer, noch die Spinne. Mhm. Und auch nicht den Pillar. Okay. Dann hast du bei No Prisoners 20, 40, 60, 80, 90 Killpoints gemacht. Oh, 90. Bis 10 Punkte. Krieg 10, okay. Immerhin. Ich habe 3 Bomben geplantet, das heißt, ich glaube, ich kriege 9 Primary extra. 9 Primary nochmal extra, ja. Nee, 12. Aber 3 ist 12? Nee, glaub, du kriegst 4 für jeden. 4, ich hab 4 gedacht, für jeden, ich dachte auch 3. Ja. Okay. Das ist gut. Das ist. Kriegst du noch Secondary irgendwas?
Ich krieg Secondary, Race Banners ist von meiner Command Phase. Interrogation habe ich geschafft. Das heißt, ich krieg 3 Punkte für Interrogation. Ne? Das heißt, ich habe Secondary insgesamt, müsste ich haben 21. So, weil ich habe Prisoners 10, Interrogation nur 2-mal geschafft. Und ich? Und du hast Secondary, Code of Combat hast du gemaxt. Du hast mir mein Treasure of Aeons nicht nochmal 2-mal in der letzten Runde gegeben. Das ist übrigens Ancient Machineries. Achso. Das heißt, du hast Ancient Machineries gemaxt für 15? Ja. Also, und Treasure of Aeons hast du 6. Also 36 Secondary. Ja. Aber was war nochmal Treasure of Aeons? Kannst du da noch 6 kriegen? Das war auch irgendwie das, wo du... Ja, ja. Dann habe ich da irgendwie, dann kann das nicht. Weil ich habe doch, ich habe einmal 3 bekommen, einmal nur 2 und einmal nochmal 3. Nee, da müsste ich 7 haben. Aber du verwechselst das, glaube ich, gerade mit dem, wo du Sachen einfach nur halten musst. Bei dem, wo ich Sachen nur halten muss, habe ich nicht so viele Punkte bekommen, oder? Doch, das. Achso, ja, stimmt. Das, also, guck mal. Ancient Machineries, das ist das mit der Action. Ja, die habe ich 2-mal gemacht. Die hast du 2-mal gemacht. Dann müsste ich 8 Punkte da haben. Okay, das heißt, wir haben das verwechselt. Ist ja auch scheißegal. Ja. Das heißt, du hast da dann 8 Punkte. Ja. Und Code of Combat hast du 15. Ja. Und Treasure of Aeons hast du dann dementsprechend 15. Ne? Du hast 15 Code of Combat. Dann Treasure of Aeons ist das mit dem Halten. Da hast du auch 15 gekriegt. Okay. Und ja. Oder nicht? Weil du hast ja am Ende von deiner Runde irgendwie da nochmal das gehalten und das gehalten. Das sind 3 Punkte. Ja. Okay. Und ja, die Namen müssen wir nochmal merken. Ja, das ist total verwirrend. So. Und ja, dann hast du auf jeden Fall ganz viel. Und ich weiß nicht, wie viel Primary. Ich habe auf jeden Fall minus 16 Primary wahrscheinlich. 24. Wie viel habe ich jetzt insgesamt? Plus Bemalpunkte, nicht vergessen. 45, mit Bemal 55. Ei! Ich habe mit Bemal? 88. Oh. Juicy. Ja dann. Das ist schon gut, ja. Schönes Spiel. Also ich hätte noch sehr, sehr viel besser spielen können an manchen Stellen, aber... Und die Liste war halt auch eigentlich jetzt nicht so gut, ne? Aber also, der Silent King ist mega. Der ist echt krass. Also ich will definitiv einen Silent King, dann nochmal mehr Raves rein. Die Locust Destroyer sind ja jetzt, glaube ich, auch wieder, generell die Locust. Ich brauche nicht Locust und Locust Heavy Destroyer. Und die Ophidian sollen ja jetzt auch gar nicht so scheiße mehr sein. Ja, die haben sich eigentlich nicht geändert jetzt, seit dem letzten Mal. Aber ja, ist auf jeden Fall richtig geil. Also ich finde jetzt so, also das Ding ist halt auch, ich habe jetzt halt einfach ja quasi so ein bisschen so Haufen Tyranniden gespielt. Mhm. Und das ist schon, also ich finde es eigentlich richtig cool, weil es war ja auch eigentlich quasi Haufen Necrons gegen Haufen Tyranniden. Ja. Und das hat ein spannendes, witziges Spiel ergeben. Ja. Und das ist ja eigentlich der beste State. Also ich glaube, es hätte einseitiger sein können, wenn so in den ersten 2 Runden die Würfel bei mir nicht so unglaublich schlecht gewesen wären. Ich habe auch sehr gut. Aber ich habe auch ein paar Sachen so ein bisschen, schlecht gemacht. Mhm. Also muss ich jetzt auch dazu sagen. So, aber ist ja letztendlich trotzdem 88 Punkte sind 88 Punkte. Ja, ne, finde ich gar nicht schlecht. Ja, hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Necrons auf jeden Fall haben sich auf jeden Fall gefangen. Beschissenste Einheit, die Exocrite, die hat mir schon beim letzten Mal nicht gefallen. Mhm. Ja, die ist, war diesmal irgendwie wieder nicht gut, aber die hat dann auch in die Retter gehalten. Ne? Also ist halt sehr swingy. Ja. Und der Swarm Lord, den konnte nichts dafür. Den habe ich halt einfach verfeuert. Und ich glaube, die Einheit, die mir am besten gefallen hat, waren die Hormaganten heute. Ja, die waren echt tanky und haben echt ausgeteilt, das muss man sagen. So, also die Hormaganten waren richtig cool. Ja. Ich glaube, die Bioborn, die waren auch nice. Ich konnte jetzt hier, weil du so eine Wand hattest und dann halt doch so ein paar Opfereinheiten, konntest du die Schwornminen nicht so gut abusen. Ich konnte recht gut durchbrechen. Ne? So, und dadurch, dass wir auch so nah waren, dass du diesen Pregame-Move hast. Ja, der Pregame-Move also, bei so einer Liste ist schon, mega geil. So, das heißt, ich hatte gar nicht so viel Zeit, um die Schwornminen-Felder zu preparen und so. Aber die haben auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, ist auch das erste Mal, dass ich Custom Dynasty gespielt habe. Und ich finde diese Kombi aus Pregame-Move und alles ist Objective Secured, ist schon sehr geil. Das ist echt gut. Ja,
gut, dann hoffen wir mal, euch hat es auch gefallen. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitchatten, dass ihr Ruben da noch ein bisschen unterhalten habt. Natürlich, dass ihr auch bei den Polls mitgemacht habt. Das ist auch mal, ne? Ist ja auch mal einfach mal so ein bisschen Rückmeldung für uns. Ne, dann natürlich für alle Abos, für alle Follows, für alle Bits, alle Donations. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ohne euch ist das hier alles gar nicht möglich. Und ich würde sagen, ihr seht dann René am Mittwoch wieder um 18 Uhr in seinem Solo-Stream. Und mich am Donnerstag in meinem Solo-Stream. Am Mittwoch machen wir mit Orks irgendwas. Ich glaube, also irgendwas malen, irgendwas testen oder so. Wir malen an meinem Monatsziel. Also dann, bye bye. Tschüss.